Heute gibt's endlich wieder eine große Challenge gegen Morten und Sam. Und zwar diesmal im neuen Mega-Auswahlmodus. Wir wählen demjenigen, der gerade spielt, einige seiner Karten und die Person, die spielt, muss dann versuchen, mit dem komplett verkorksten Deck zu gewinnen. Doch ob das funktioniert und wie sehr die Challenge dramatisch wird und eskaliert, das siehst du jetzt. Daumen nach oben und Abo da lassen, wenn's dir gefällt. Und heute Abend im Livestream dabei sein. Plus nicht vergessen, gerne auch Corby X-Spin gratis im Shop beitragen. Kuss geht raus und wir gehen rein. Das ist wirklich insane. Komm, wir gleich starten? Wie sieht's aus? Ja, ich bin ready. Raus. Ich bin sofort, ich bin da jetzt, ja. Morten Royal, bist du ready? Klar. Ja, zack, boom. Es ist wirklich der geballte Ort, das sind mit euch beiden. Okay. Okay, let's go, wer beginnt? Ja. Der Spätste okay, Schere, Stein, Papier. Was? Okay. Ja, klar, ich will kein Schere, Stein, Papier zu dritt oder was? Ja, okay. Schere, Stein, Papier. Okay, wie drei, das? Wir schreien einfach ganz laut, was wir haben. Okay. Okay, 3, 2, 1. Schere. Schere. Okay. Ich wollte Sam, darfst du aussuchen? Ich darf aussuchen, wer anfängt. Nee, du darfst aussuchen, wo du bist. Welche Position du willst. Ich mach den Startschuss. Ich gehe als Erster rein. Okay. Okay, Morten, 3, 2, 1, Papier! Rein! Ja! Sü, ich bin Zweiter. Sü! Okay, ich geh rein. Warte, wer von euch draftet die Erste, wer die Letzte? Ich würde sagen, in diesem erstmal draft ich die Erste und Morten dann die Letzte und dann wechseln wir uns ab. Okay. Okay. Okay, let's go. So, okay, du bist drin. Ich bin drin. Ach, Verbindung oder Bauch, Bruder, ich seh nix. Okay, ich darf die Erste, ja, okay. Ja. Du draftest mal richtig geil die Elixierpumpe. Elixierpumpe. Ja. Auf Quake. Digga, ich komme nicht im Game, mein Game buggt. Der wird safe keine Q nehmen. Der wird safe keine Q nehmen. Wenn er keine Q nimmt, das wäre geil. Er nimmt jetzt Lava. Bitte nimm Q, bitte. Gegen Ela. Lava nicht EQ, auf süß. MK. Das kracht komplett bei ihm. Ey, nee, oder? MKI war's, komm los, rein da. Ich hab ihn wirklich dazu eingeladen, den Erdbeben zu nehmen. Danke, Seppel. Oh Gott. Oh Gott. Ist der schlecht. Dann nehmen wir noch, ja, wir nehmen noch das Holz mit einfach. Das machen wir jetzt schon so sauer einfach. Das ist ja schon gewonnen. Ela, Elinda. Spielt zum allerersten Mal Mega-Auswahl. Hat dann nie die Erdbeben Deck gehabt. Was geht hier? Gegner mittlerer Manfred des Todes schon wieder. Todele, dann nehmen wir jetzt hier noch die Kanonenkarre. Und. Das wird so. Bro. Ich glaube, wir nehmen einfach den Mighty Miner. Also Ela, Linda, wirklich bisher. Bro, egal was ich dir gebe, du hast eh gewonnen jetzt schon gefühlt. Gegen das hart beschissen. Irgendwie eine Wincon so, ne? Bevor du dran bist, weil du gibst mir keine Wincon. So! Bin smart. Ja. Gar nicht mal so unsmart. Vorfolge. Was kommt jetzt? Kann ich nicht noch einfach Koboldhütte nehmen so und die dann zusperren mit Hütten? Sauer, vielen Dank für deinen 32. Kuss, moin und viel Erfolg. Wir nehmen jetzt einfach noch den. Das ist noch der Alert mal an. Dankeschön, ich bin sofort geil. Hacker. Ich hoffe, wir werden das schaffen hier. Ich bin auf jeden Fall confident. Ich stack einfach Pumpen und mach dann Packer und dann zackt's. Okay, dann kracht's auf Zackbasis. Seppis. Moin, Zebler, grüß Gott. Was macht der jetzt? Heiliger so gut. Yo, nimm Lava und los, rein da. Ehre. Der ist so nice, oder nicht? Hab ich eine Wincon. Ja klar, richtig nice. Eine Wincon, Lava ist ja wirklich sehr gut. Ja, hä? Lava, Kanonenkarre. Normalster Push. Normalster Push, ja. Richtig. Normalster Push im... Grüß Gott. ...ESWC-Turnier mit... ...OK Gaming oder Akko Roshi. Oho. Das war das erste Spiel, wo du damals aufgetreten bist, oder? Wo man dich gesehen hat. Ja. Das war krass, ey. Dich kannte einfach vorher so gefühlt kein Mensch und auf einmal warst du in aller Munde. Ja. Mit Tortle, war der Dritte, war das Loai? Nee. Tortle war eine Legende. Wie heißt der nochmal? Wie ist der Dritte nochmal? Rauf. Rauf, oh mein Gott, richtig. Einfach Rauf. Stimmt. Ja, im Gegner geht's nicht. Geht's runter. Dann geht's in der Tat bergab. Rückwärts und bergab geht's bei dem. Ach du Schande, wer ist er denn? Bitte nicht Ela Elinda haten. Danke. Wie gut war der MK? Ich glaube. Ela Elinda. Der ist nicht zu bewerten, wie schlecht er war. Ja, guter Miner. Wie gut war der Miner? Geil. Wie gut war das F? Ela Elinda.
Oh, was sehen meine Augen? Leila Linder kriegt einen aufs Maul. Ja, Leila Linder geht's gerade nicht so gut. Doch, Leila Linder geht super. Ja, gerade noch, aber Leila Linder werden die Folgen noch einholen. Meint ihr, Leila Linder hat jetzt verloren? Ja, wenig Elixier irgendwie. Viel Stuff. Da ist ja wirklich gar nichts drin. Aber der Miner reißt. Miner ist gut. Dann gucken wir nochmal. Ja, klar. Da. Hast du noch Kontakt zu Torteln? Nee, nicht wirklich. Wir schreiben so einmal im Jahr. Vorne war nicht drin. Damals, als er uns verknüpfen wollte mit dem mit Genetik, Alter. Wisst ihr das noch? Was? Damals, als er uns verknüpfen wollte mit Genetik, mit dem Musiker. Ach so, ja. Dass sein Bruder mit dem Kontakt hat. Ist ja richtig was draus geworden. Das ist wirklich, da ist überhaupt, aber wirklich so gar nichts draus geworden, Alter. Das ist so hart im Sande verlaufen. Okay, ich geh rein. X-Fan geht rein. Wer wählt für mich zuerst und wer zuletzt? Ich kann jetzt zuerst wählen, weil ich vorhin als zweites gewählt habe. Okay, dann wähle ich als letztes. Macht Sinn. Kowalski aus dem Kindergarten, gut. Wo bist denn du? Los, Hossa! Ganz unten. Ah, hier. Was denn, was? Hey. Gegner. Hallo! Achso, der geht das bestimmt. Der geht das da dran. Ja, hey! Was nehmen wir hier, Morten Royal? Nochmal. Das ist ein schlechter überhaupt. Ist nicht alles irgendwie okay? Archidarin oder so? Oder Lavahund? Lavahund! Aber das ist geil. Ist eigentlich sogar fein so. Du kannst eigentlich jetzt so Lava weg irgendwie. Ja, kann aber alles nehmen, gefühlt, Digga. Ja. Speedwagon nehmen. Irgendwas ist geil. Der muss dann Lightning nehmen und dann kracht's. Ja, wir machen das mal so. Der muss jetzt leiden. Yo, Aquafina, danke für den vierten Monat. Zack, bumm. Vielen lieben Dank. Mit Prime. Vielen Dank. Einen Poison, oh Mann, ey. Ja! Geil! Prime ist kostenlos. Falls ihr noch einen Prime habt, lasst gerne den Prime da. Warum nimmt der Poison? Und Giant so, hä? Kannst du dich einfach so Tombstone nehmen und du hast komplett jetzt schon gewonnen gefühlt? Ja. Gegner ist wieder der Wirt. Dann machst du Skelly Dranks rein und du hast gefühlt ein normales Lava-Deck. Ja, ich mach erstmal Lightning. Boah, jetzt ist krass komplett. Frage, ob wir Pfeile nehmen oder ob wir Schnee. Wenn ich er wäre, was würde ich machen? Ich weiß gar nicht, es gibt irgendwie. Ich würde retiren. Ich würde auch einfach abfahren, ich würde Golden Effect. Jo, Kowalski ist kracht. Ich glaube, wir hätten nicht Lava geben sollen, so wegen Sparky. Das war nicht smart. Ja, ist glaube ich egal, der Gegner ist so beschissen, der hätte sowieso verloren. Kobold okay. Das kracht ja komplett. Das ist ja jetzt wild. Okay, wir nehmen auf jeden Fall Arrows. Der Gegner ist im Kindergarten. Hast du gut gelesen, Großer. Wie soll der Gegner das irgendwie noch so, weiß nicht. Oh, das war ekelhaft. Können wir nicht einfach mal die Miner nehmen? Ja, du hast geboten komplett. Und dann... Digga. Also der Gegner ist wirklich auf ganz anderen Wave. Der ist auf einer ganz anderen Wave. Ja, ich weiß nicht, ich brauche irgendwas noch. Ein gutes. Können ja jetzt nämlich Grabstein logischerweise erstmal. Genau, das ist gut. Wir brauchen noch was auf dem Boden. Ja, jetzt eine Karte noch. Sag meiner, komm mir nochmal ins Deck. Du darfst nehmen, wie wär's mit Royal Hawks. Okay. Nehme ich. Die sind ja komplett schlecht. So, die Eckfinger 32 Kunst, dankeschön, geil. Bombe. Boah, Alter, oha. Hast du gepickt? Bombe, okay. Ja. Oha. Ging ja smart im Leben. Auf einmal gut. Ja, doch Prinz, Prinz auch gut. Ja, Großer, spiel mal was oder nicht, Kowalski, wie sieht's aus? Wir will da eigentlich Lava Electro Dragon oder so verteidigen. Ja, das weiß ich auch nicht ganz. Ich bin auch nicht sicher, welchen Deck Analyse. Ich die Hütte machen sollte. Wenn jetzt irgendwie so Bug hinten macht, kannst du dich einfach E-Dragon machen und dann kann er dagegen nichts tun. Gar nicht, aber erstmal. Ja! Spiel aufs Chippen, Chip! Chip, hurra! Dann krieg ich den E-Dragon nicht tot, das kracht. Ja, was soll er machen? Der kann nichts tun. Arches. Aber ja, die werden gechained. Spooky. Prinz. Die Prinz davor, Junge, wie schlecht! Die Poison! Dann noch der aggressive Poison, der nicht alles tötet. Junge, das also so Prinz. Bro, auf zu haten, Digga. Du warst am Anfang auch mal schlechter. Klar, zack, boom. Auf cool, von oben herab so zu reden. Ja! Oh, der geht ja schon in die Nudel, wie geil. Oh, Kowalski, frick mich, Digga. Hallo!
Mann, er ist der Wirt. So, ich bin so scheiße. Ich gehe es irgendwie nicht. Das muss eigentlich auch gute Gegner bei 0-7 geben, weil ist ja nicht jeder schlecht. Oder? Echt? Ich hoffe, du wirst gleich irgendwie gesniped von Kakao the Legend. Ja, Kakao kann ich mal. Wo ist eigentlich unser alter Kollege Vakun? Ja, gut. Der war ein bisschen GT-Wagen Karl gesniped. Simon. Ich glaube auch so Overcommitten jedes Mal. Denke ich, das ist wirklich eine liebende Legende, Alter. Wollen wir Archers machen, Kowalski? Kowalski, Bogies. Ja, Kowalski macht die Archers aber schlecht. Boah, Ability, zack, los, Ability. Ja, die war richtig aus. Wir haben noch die Archers drücken. Ja, okay. Ja, sehr gewonnen, Digga. Danke, Luis. Kuss. Also, ich bin mir nicht so sicher, was jetzt an der Mission hier ist, irgendwie. Wir sind ein paar Speak-Ups. Ja. Aua. Irgendwie ist es Pain. Ah, guter Vorsitz, den mag ich. Los, Delivery! Und? Oh. Ja, mit. Eingerammt. Wie verteidigen wir das, Mr. Kowalski? Gar nicht. Er geht rein. Ja, bitte. Egal, wir haben Tower Trade. Da, los, dein Spaghetti Bridge. Das wird bestimmt klappen, der Tower Trade. Nein, er will nicht klappen. Ja, dein Spaghetti Bridge, was denn? Gegner hat Dominanz gezeigt, okay. Ja, der Gegner hat echt Dominanz. Louis hat Dominanz. In today's Video. Ich pick Mortens erste Karte dann. Okay. 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 Okay, mach okay. Mal jetzt hier hin. Blow im Game. Los, sag mir, was ich machen soll, Großer. Ich seh dich bei. Ja? Das ist denn so richtig scheiße, ist die Frage. E-Golem, nimm E-Golem. Oh ja. Oh, das Bro, ist ja. Du kennst mich doch, ich bin der beste E-Golem-Spieler. Das ist gut. Geil! MK, war cool. Mit dem Miteller-Karten, das ist ein gutes Zeichen. Es ist, ich glaube, er hätte es auch so gewählt, auch wenn du jetzt irgendwie Lava und gewählt hättest, da wäre er auch ja, ein so gewählt. Feuerball. Ey, yo! Pickt doch viel zu schnell, Junge. Ich glaube, er weiß, dass er keine Hexe hat oder so. Oder ist sogar die Hexe, die wir dann noch nehmen, glaube ich. 20 ist ein Hoch auf Reapers. Ja, was meinst du? Dankeschön. Sind eigentlich in der Challenge alle Karten auf Level 11? Ja. Ja. Okay, dann. Ich vielleicht noch gedacht, irgendwie, das ist halt so sein Mittelerdeck, dass er sich draftet und er hat um die Karten Level, aber. Nee, der will das einfach immer spielen. Raus, Dankeschön, sehr geil. Treuer Mensch. 16 Monate treu, ist sehr, sehr nice. Vielen Dank. Seid für E-Golem. Cycle. Oh nee. Jetzt denkst du halt, du wirst einen Extra-Jobs nehmen. Irgendwie so einfach E-Golem für nix. Ja, natürlich. Was ist das für ein Pick, wo da meiner Kobalt war? Das macht keinen Sinn. Der Redner pickt einfach, also wirklich, er pickt die Karten, die er schon mal gespielt hat. So irgendwann mal ein Clash war. Das war's. Vielleicht war nur Hexe. Pass auf, Hexe. Hexe und die letzte Karte noch draften. Magic Arch. Ja, die Hexe. Okay, sein Deck ist halt. Du wählst jetzt mal, ich würde sagen. Ja, mit allem ich arbeiten. Wähl mal den Ice Golem. Ja, okay, geht klar. Ice Golem ist okay. Ja, okay. Ich wusste nicht ganz. Es gab, ja, ich bin mir nicht ganz. Ja, alles war irgendwie so okay. Es war alles genau, ja. Alles okay. Ja, ich bin Top 3 Ego-Spieler. So, rein jetzt! Hat halt legit so ein richtiges Mid-Ladder-Deck. Das könntest du 1-1 so, das ist so spielen. Das sind ja gerade. Geh mal danach auf sein Profil. Ich wette, du wirst einfach dieses Deck so in seinem Profil vorfinden. Ist das nice. Wahrscheinlich noch mit Magier statt Magic oder so, aber den gab's nicht. Digga, Junge. Digga, ich werd sogar gebacksticked darüber, was ich dir hätte picken sollen. Minion-Horde wär's gewesen. Ja, stimmt. Fuck das, Backseat Gaming. Fuck das auch. Komm, zack, Rainer, jetzt los. Gegner hat ja sehr viel X hier. Ja, das hab ich komplett gewonnen. Oh Mann, das warum ist das schlecht? Ja! Der Gegner ist ja voll auf der GX-Version. Geil. Oh, einmal mit dem ersten Push gefickt. Oh, nice, ich mag das. Ich bin der beste Ego-Spieler. Ja, schade, ich gerade, das war's. Aber im Kratz ein bisschen, Digga. Oh, das ist ein cooles Game. Ja, gutes Game. Okay. Ich dachte, ja, klar, zack. Okay. Von euch will als erstes picken. Dann pickt Morten jetzt als erstes. Morten pickt als erstes, okay. Ich geh schon mal rein. Warte, Morten, bist du überhaupt schon. Ja, ich bin ready, ich bin schneller. Okay, ich hab Second Pick. Sehr gut. Gegen Silvio. Oh, Mann! Okay, First Pick ist immer so ein Zeichen, so dass der Gegner scheiße ist. Ja, mal Healer. Healer ist okay, kann ich mitarbeiten. Okay.
Ding ist, als erste Karte ist halt echt alles einigermaßen okay, ne? Jo. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hier sehe überhaupt. Nicht, was ich wirklich in eine beschränkte Situation bringt, zumindest gegen solche. Kommt mit die meiner. Gegen so random Shitter glaube ich noch gar nichts. Ja. Und wenn er die erste Junge ist, kracht so hart. Das sehe ich schon. Es ist so heftig. Hexe, geil. So? Wie wäre es denn mit einer Kobold-Gang? Mag das. Nun kann er noch mit. Du heilige Mutter Teresa. Junge, ach du heilige Mutter Teresa. Was passiert hier? Ja, ich glaube, wir brauchen einen Spell. Bro, dein Gegner ist komplett verwirrtet. Was ist das für eine Scheiße, dass er da draftet? Also, das ist ja wirklich insane. Snowball. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ausartet. Komm, Valkyrie. Junge, mein Deck ist aber auch am Krachen. Du darfst ja gegen das Deck ist auch komplett am Müll. Meiner, warum immer MK Miner? Das ist der dritte MK Miner-Spieler. Jojo. Und was hast du heute? Was hast du heute Rocket. Unterwegs? Hast du Eis gegessen? Spaghetti-Eis habe ich gesehen. Jo, ich habe mir richtig gegönnt. Auf Lock. Bist du immer mit Crocs raus? Ja. Ja, nehm einfach mal. Also bist du, ist die Eisdiele mit in der Nähe oder fährst du mit dem Auto dahin dann? Na, oh. Ich gehe. Kann ich bin, was darf ich nehmen? Du darfst nehmen. Muss ich mir kurz überlegen. Die Royal Hawks. Royal Hawks, hey, ist voll gut eigentlich. Ja, aber also ich muss dir ja irgendwas geben, was irgendwie von ihm gekontert wird. Ja, no, okay. Ja, das ist schlecht. Also das Spaghetti auch echt mächtig in der Story, krass also. Komplett, Digga. Erzprobierer? Ja, ist halt. Homemade. Junge, wenn ich das schon sehe. Irgendwie so halb hoch, ebenhaft First Play. Geil! We're going all in here. Oh, geil. Boah. Er lässt einfach full Dings durch. Er ist einfach full einen Dings durch. Was macht ihr denn damit, ey? Ohne Grund. Ich glaube, also so die ersten 5 Siege könnten wir uns theoretisch einfach komplett das ganze Deck draften und würden trotzdem gewinnen. Ich weiß nicht, Mann. Ja, ich glaube, egal was Bixby hingegeben hätte, sowieso. Die Gegner sieht nicht so aus, ob er irgendwie gewonnen hat. Ja, du könntest mir theoretisch 8 Karten geben. Okay, lass ab der nächsten Runde bis zu 4 Siegen. Lass ab der nächsten Runde sagen, wir wählen jeweils 2 Karten. Ja, okay, fair. Okay, bis 4 Siege. Bro! Schlecht wäre der Snowball eigentlich. Also, Snowball, also Digga! Du hast ja angefangen. Das ist eh egal, Junge! Die nächste Runde nochmal normal und dann. Also jetzt ja. Also quasi jetzt nach der Durchlauf Karten. Machen wir jetzt normal und dann 2 ja, Runden genau, quasi, dass wir 2 Karten picken. Die nächsten beiden Matches ja. Über 2 Karten. Ja. Okay. Ich hab schneller gewonnen. Boah, guter Hexe, das mag ich. Das egal, Kanunka ist eh scheiße. Fehlt eh nichts. Das ist ja wirklich, also außerordentlich krank schlecht. Alter, ich ja, mit 10 Euro für den finalen Kuss. Danke für den 10 Euro, lieber Kuss. Du raus, vielen Dank, dass du das hier so gefeiert hast. Also, es ist wirklich krass. Boah, er hat mich wieder gekillt. Boah, er hat mich wieder gekillt! Er hat mich wieder gekillt! Er ist der Beste. Bro, du wirst von Silvio predicted, Digga, lösch das Game. Silvio owned dich. Oder der MK, nee, es kracht. Let Silvio cook. Kriegt ja hier zweite Karte, also die erste, dritte, fünfte und siebte. Ich glaub schon, oder? Oder wie machen wir es? Welche Karten picken wir? Keine Ahnung. Ja, okay. Egal, Fragen ist eh besser als Antworten, sage ich. Belasten, kein Volumen belasten. Ich glaube, bei Silvio kracht's. Ja, die Leute. Shepard's oh, cool. Gute Racket. Das ist genau ausgebrochen, man weiß es nicht so genau. Allein schon dieser Rocket Picker auch schon komplett random. Okay, ich geh rein. Wer pickt für mich zuerst? Ich kann. Okay. Sehe ich welchen Pick. Okay, dem X-Bogen. Der so X-Bogen. Der wird! X-Bo-Burn. Komm, kann der Gegner nicht einfach in der Lage sein, diese Karte zu kaufen? Nimm einfach jetzt RG oder so, komm.
Ist das schlimm, Karl? Oh, der Junge läuft mit Jogginghose und Crocs und gibt Live-Advice auf Insta, ja. Bist du ekelhaft, Digga. Das nennt man Macher. Expo Tesla First Pick, yo, bei der Kraft. Ja, Digga, was soll ich machen? Muss ja irgendwie so eine Giga nehmen. Nimm AG. Feuerwehr bietet mir weg, oh nein. Oder Golem oder irgendwas Geiles. Jetzt alles gut, das ist okay. Zwei Tanks schon mal. Ja, Mann, geil. Nimm noch einen dritten, nimm noch einen vierten, komm los, rein. Ich sehe ihn bei einem AG. Hier bei irgendeinem Scheiß-Eck, was es da gibt. Ah, great. Der Ritter hat auch gar keinen Sinn gemacht. Golden hat Ritter hoch. Bock. Ich möchte irgendwie so ein Mask oder sowas. Wie Zap? Wie Zap? Das gibt gar keine Zap-Value. Doch, Guards. Klar, Zap auf Guards. Mega gut. Ja, Feuerwehr Zap. Was denn? Guck, Zap auf manche Miner, wie es den gibt, jetzt so die Value. Expo ist mal live, ist stolz auf dich. Expo ist mal live. Soll ich mal aufs Spiel gehen? Ich bin so, ich glaube, die beiden Challenger, ich bin so stolz auf dich. Oh, ja, klar, ich habe auch immer kurz was gegen Holz, auch wenn es gar keinen Sinn macht in meinem Deck. Und das Game, ja, komm. Junge, er pickt so schlecht, das ist bodenlos. Er pickt so scheiße. Ah, eine Karte, ja. Warte. Jetzt. Eine Karte darf ich dir noch geben, ne? Boah, was wäre denn jetzt schlecht? Alles ist irgendwie fein. Ja, ist echt so. Nimm mal die Barbs. Hä? Okay. Ehre. Hä? Ja, das Lava alles, alles so, aber. Gut. Hä, gib doch Lava-Hund. Ist der dumm, ja, Digga. Lava-Hund. Ah, sehr dumm. Er hätte ja noch eine Karte. Was hab ich gefühlt, sag ich. Sag ich. Klar. Denkst du, es ist dir egal, was ich gebe. Du gewinnst eh gegen den. Ja, das ist voll scheiße. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, der Kobold fürs Pick war's dann. Komplett. Also, es war so. Das hat gar keinen Sinn. Hallo, ich bin Lukas, ich habe überhaupt kein Lockpick-Deck, aber ich nehme einfach mal Kobelfass, auch wenn man die in Holz hat. Das ist so geil. Was ist das? Geil! Oh. Oh, diese Plays. Das ist gewonnen, cool. Oh, okay. Geil. Gewinnen die das Game. Komm, Guards noch rein. Oh, guter Sepp. Los, 3-1, zack. So, ist was. Die Leute, gutes Game, hat was die Leute. Ging aber echt nicht schlecht. Die sind ja wirklich so schlecht alle, hä? Also 0 Elixier oder nicht? Aktuell sind wir irgendwie noch zwei durchstumpfen. Digga, hast du über 50 Edelsteine investieren, so dumm. Schau dir, macht's doch auch Spaß. Schnauze, Alter, fix ist bloß mal live. Ich hätte bei eh von dem gleichen Start. Denkt ihr, wenn das für 100 Gems wären, wären die Gegner besser? Ja. Nein, die wären genauso scheiße. Bist du dir sicher? Keine Ahnung. Ich glaube, die wären genauso. Die Gegner bei der GC bei 0 Siegen nicht auch scheiße? Aber nicht so. Wobei, vielleicht sieht man es da nicht so, weil die nicht auch noch picken müssen. Mhm. Und den Main Deck spielen. Ja, dann wissen sie halt immerhin, was sie machen so mit dem Main. Junge. Ja. Ist ja nicht. Oh, Digga, er mag den Sepp. Der Sepp war wichtig. Der Sepp doch immer so irgendwas. Jo, der Feuerball. Was ist noch das? Oh, Bro, der Gegner ist so scheiße, Digga! Das ist eine richtige Katastrophe. Digga, ich hätte den Keks geben sollen, weil jetzt dauert das Game einfach noch länger, ist noch nerviger. Ja, stimmt. Egal, man kann nicht wissen, dass der Gegner so schlecht ist. Ja, es gab fest ein Lock und so, weißt du. Ja, ja. Eine Karte ist, glaube ich, auch gewonnen. Ich bin rein. Diese Feuerbälle auch immer. Das ist wirklich brutal. Komm, Schweine weiter. GG. GG, Leute. GG, Leute. Jo. This is it. Gera, ja, Bro, ich dachte, er will aufgeben. Nein. Er rafft nur nicht, dass er verloren hat. Jo, GG. Okay, schieß. Ich geh rein, zack. Soll ich als erstes picken? GG, sehr schön. Latzulix, grüßt an deinen fünften. Welches Deck hast du am besten gehalten durch all die Jahre? Boah. Okay. Gegen Arthur. Sag mal, was ich machen soll gleich. Sehr stark. Ich bin fast alle ja, ich bin ready. Einfach Euros. Ich bin schon vorne, also schon viel. Vielen Dank, Ehre, genau so ist es. Dankeschön für den langen monatlichen Support. Das ist irgendwie fein, so. So, klar. Boah. Radkopf, kannst du einmal bitte die Barpart nehmen? Klar.
Kann er jetzt einfach bitte so ein Lockbait-Deck bauen und dich bumsen? Würde ich fühlen. Auch überlegt, die Rocket zu geben. Mag das. Hawk. Geil, Hawk in den Fischer gegen Barparty. Mehr diese Pixel. Anstatt er irgendwie so ein Lava-Hund oder irgendwie so ein Lockbait-Deck oder so baut. Nein, Hawk, Eisgolem. Mit Barbel und Fischer, Mann. Ist das schon wieder nicht zu fassen. Danke, Kalle. Du brauchst auch schon einen First-Pick, so, da kann Easy das so einfach outdraften, aber nein. Ich glaube, beim Gegner kracht's. Ja, ich glaube auch. Eisgolem und Darkman Packer. Davon bin. Dass die immer die gleichen Müll spielen. Oh ja, mal jetzt Kobold versuchen, warum nicht spielen jetzt die Buffer Fade? Die Rage. Digga. Also, er ist ja auch schon wieder wirklich so bodenlos. Er ist geil. Ach, shit, du lachst doch. Oh, Digga, ich hab's voll mit vergessen. Digga, ich dachte, ich hätte den Last Pick. Ich bin dumm, sorry. Ja, okay. Oh. Man kennt ihn. Einmal, okay, wir machen so einen Fehlerpunkt hat man. Okay. Und danach eine Verwarnung, oder wie? Ja. Ich kann die Spielgrunds auch einfach gar nicht spielen in dem Game als zusätzliche Strafe. Morgen, Moral, du hast jetzt eine Verwarnung. Ja, okay. Mord, das ist eh völlig egal, ob du kannst auch, keine Ahnung. Was weiß ich, du kannst auch pro Karte 5 Liegestütze machen, um das noch zu gewinnen. Weil du gefühlt mit 3 Karten gegen ihn spielen musst. Ja, denke ich nicht. Liegt doch einfach, liegt. Spielt Bats in den Quicker rein und okay. Die ist jetzt nicht so schlimm, weil der Committer wird es. Liegt. 6 Elixier geleakt, 7 Elixier geleakt, 8 Elixier geleakt. Boah, das ist stark. Ich glaube, hat er Disconnect oder hat er aufgegeben oder so? Das ist komplett bei ihm. Das sind hat aufgegeben. Der Nado, nee, also. Spielerische Zustände auf 2 Beinen ist das. Alter Schwede. Aim kracht's komplett. Ich glaube, jeder ist. Ja, ich glaube, wie machen wir es jetzt? Jetzt machen wir die ersten beiden und die letzten beiden. Die ersten beiden und die letzten beiden, oder wie? Ja. Okay. Sir Arthur. Oh, Turm verloren? Das war's nicht. Ah, Turm verloren. Alle. Der erste Turm, der fällt. Timo, so. Du bist in deinem Prime, vielen Dank. Okay, ich bin ready. Die ersten zwei. Wer von euch will die ersten zwei? Ich mach die ersten zwei. Na, okay, Digga! Ich hab jetzt gebackt, ich bin im nächsten Game, Digga! Ich hab gefettfingert und hab dann. Ja, okay, gut, dann spiel du jetzt dein Game. Dann pick ich jetzt zuerst. Du wählst jetzt einmal zuerst den. Ja. Mit Musketierenden. Ja, Bro, so schnell hatte ich gar nicht reagiert. Ich hab jetzt eine Random-Karte bekommen. Golem, geil. Oh, scheiße, ich hab in der Stream geguckt. Sorry, ich hab in der Stream geguckt. Okay. Mein Fehler. Was jetzt noch? Jetzt willst du gleich noch, ich muss kurz überlegen. Kann ich auch die 3 nehmen? Wie wär's mit so. Nee, mach nicht die Rohat. Kann den Angel nehmen. Ja, ich würde sagen, lass mich kurz überlegen, aber der hat MK. Oder Rocket oder so. Was mit normalen Giants? Rocket ist auch. Ja, wir machen Rocket. Geil! Alter, vielen Dank, holy Luber lag ist in 20 und alter Lachs bis 45. Vielen Dank. Und wir werden schon mit 10 Zacke zu sagen. Kurz drauf, vielen Dank. Bixen Ehre, Bixen Divi, gerne den Chef für Benji. Dankeschön, mein Lieber, sehr geil. Triad Army, böser Opa. Digga, mein Deck ist so schlecht. Tobibi, Kalani, Hase Mobile, Clemens the Wanker, Bruder. Coca Cora. Oh, mein Deck ist so schlecht. Egal, wo das Zeug aus der Großart. Philipp auf die Welt und alle voll. Vielen Dank. Kurz geht aus, ich danke für die Support. Ich kann nur eine Karte selbst draften. Das ist ein Problem. Ich kriege gar keine richtigen Supportkarten hin. Boah, das wird schwierig jetzt, actually, ne? Also, das macht übel den Unterschied, wenn man eine Karte mehr aussuchen darf. Ist echt so. Eine Karte ist wieder 108. Okay, ich nehme Electro Dragon und jetzt müsst ihr mir sagen, was ich nehmen soll. Du darfst einmal noch den Giant nehmen. Okay. Was mit Argy oder und du darfst noch einmal bitte den E-Golem nehmen. Oh. Ja. Ja, war klar, glaube ich. Glaube ich nur Electro Dragon ist der Carry, der könnte hier Sachen machen. Ja, war ein guter Pick. Nimm den E-Golem. Ich nehme den E-Golem. Könnte krachen. Also, man kann nie zu viele Gegner Tanks haben, sag ich immer. Das muss der Gegner gewinnen. Ugo. Könnte wirklich Comeback krachen. Das Ding ist halt wirklich, ich glaube, dein Electro Dragon, der ist
Er kann halt echt carryen. Oh Junge. Bam! Oh Junge, was sehe ich denn hier? I'm the early Rockets. Golem, E-Golem, Giant Cycle Deck. Klar. Tobi, wo geht's her? Kurs in den vierten. Hallo, Big Spin, die geht raus. Für deinen Daily Content, der meinen Tag schon gegeben hat. Kurs in den vierten, vielen, vielen Dank. Liebe geht zurück. Rocket ist. Kann was machen. Rocket zeigen ihn einfach. In der Word. Bist du der Word? Word. Der Fernsehen war interessant. Oh, komm, rüber, großer. Piss dich. Hm. Siehst du wie gegen Kobold gegen irgendwie? Ja, gar nichts, egal, mal Giant Bridge. Das ist ja wirklich... Gucken, ob er weiß, ob er das verteidigen kann. Was macht der denn? Der gibt so viel Electro-Dragon Value. Das ist wohnlos. Junge, man muss halt solche Keykarten picken, Digga. Ich bin der Goat. Electro-Dragon ist echt der Goat, also. Der carry dich halt komplett. Nein, ich bin der Goat. Bist du der Stadt Electro-Dragon noch irgendwas anderes? Das wäre komplett unmöglich gefühlt. Ich weiß gar nicht mehr, was in der Win-Condition ist. Hab vergessen. Ja, das kannst du dir fast denken. Gar nichts. Nee. Das, was jeder andere auch schon gepickt hat. Der Mega-Ritter. Richtig. Ja, das ist ja richtig. Eine richtig gute Win-Condition hat er. Ah, Gott, Alter. Also ich würde ihm das wirklich wünschen, dass er das gewinnt, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Ich glaube, ich mache einfach immer Giant E-Drag an die Brücke und spiele eine Karte einfach nicht und komme einfach irgendwann durch. Oh. Ja, der Magier war noch ganz gut, oder? Ja, der war gut. Komm, retarget irgendwie. Aua! Digga, wie broken ist Goblin Gang? Ja, nee. Junge! Ugo, der Goat! Bro, ich hab nichts dagegen, es kracht. Kannst du nicht Ego-Lung oder so spielen? Oh oh, Alarm! Warum liegt der so viel? Es Alarm! Er hat einfach 7 Elixier gelegt, hätte einfach ein MK bringen können mit dem Elixier. Ja. Oh! Ey, Bruder! Okay. Oder Feuerball? Jetzt kommt der Golem rein, oh Gott. Ja, klar. Aber ich bin froh, dass er immerhin so ein paar gute Karten gepickt hat. Also er hat nicht schlecht gepickt. Ey, liegt! Ja, wer spielst du nicht, Mann? Magier, ein bisschen nervig. Nur ein bisschen. Bro, ich hab nichts gegen die Gang. Egal, komm, rein da jetzt. Oh nee, er muss irgendwie E-Dragon loswerden. Ich muss einfach meinen Golem benutzen, um seine Kanone gefällt. Oh, go! Oh, go! Oh, go! Los! Mach was für dein Geld! Check, ja, was soll ich tun? Das Rocket Cycle. Rocket Cycle. Oh nein. Der Feuerball war auch so schlecht, ne? Mercy, Alter. Ich sehe dich durch den Rocket Cycle noch gewinnen am Ende. Er hat aber auch irgendwie keinen richtigen Win-Con so. Nee, er hat gar nicht. Er hat auch einen Haufen Elend nur. Er setzt ja auch nicht ein, Mann! Jeder Knecht für Mega hat der First Player macht keinen. Oh ne, jetzt hab ich einen Edel. Ja, das mag ich. Ja, der Magier ist es. Oh nein. Oh, oh geil. Oh, Digga, hey! Es kracht bei Ugo. Oh ne, okay. Fokussier doch mal diesen Verpiss. Ich muss ihn irgendwie defenden, Digga, weil sonst nudelt der Magier mich komplett. Das ist wirklich so. Der Magier. Die Chain, hey! Junge, Rocket Cycle. Bro, du kannst nicht einfach Rocket Cycle. Bro, natürlich kann ich das. Nein. Ugo, mach mal was. Über Eden. Okay. Die Gang. Mann, wir Ugo. Hätten Ugo. Mach den Hit, bitte, bitte, bitte. Ja. Weiter jetzt. No. Nicht so den Magier spielen. Ey, Mann! In Ernst auch nicht so. Nein, jetzt ist es keine Leak! Nein, wir leaken die Bombe an der MK-Brücke. Ey, Sam, hilf mir doch! Oder der Gegner ist so eine Pflaume. Was soll man denn mit dem anfangen? So, Golem rein, zack. Was ist das denn für einer? Los, nicht Select Dragon. Ich checkt es nicht. Ja, hier irgendwo Rocket drauf, los. Ich kann jetzt einfach mal so Nightbridge MK oder so machen. Er hat es nicht ein einziges Mal gemacht. Noch einmal an die Brücke, so mit dem kompletten Dexie nach Hell. BAM! Junge! Ja. Ohne Rocket hätte ich verloren. Das ist tatsächlich so. Okay. Erstens, okay. Ich darf rein. Bro, bist du Joker, sag ich. Picken. Ich darf rein. Ah ne, stimmt, richtig. Morten hat ja gespielt. Nee, wir haben da Morten hat nämlich geskippt. Ja. Okay. Okay, ich krieg die ersten beiden wieder oder okay. Ja, komm, ich geh rein. So,
Gegen Kaiser. Was darf ich picken? Ich bin zweiter Pick. Oh ja, da gucken wir gleich mal. Es ist euch auf jeden Fall schon mal kein Ego-Golem hier, das gefällt mir. Doch, wir sehen, da ist ein Ego-Golem. Okay, du pickst. Sag ich Ego-Golem, hallo. Ego-Golem, ja, Ego-Golem auf jeden Fall. Ja, geil. Ego-Golem. Und dann pickst du. Ich würde sagen. Pick mal. 5 Sekunden. Die Rakete. Er hat den goldenen Namen und der hat First Pick Bonk genommen. Ich habe das Gefühl, der Gegner ist nicht schlecht. Und Poison, ja. Der Gegner pickt gut. Der Gegner macht bisher echt keine Fehler. Das ist gut, das ist wichtig. Ja, ja! Gut. Der Bruch! Oh, könnte krachen bei... Und jetzt, jetzt ist der Motor warm. Jetzt fängt es an. Hm. Der Gegner ist ein Sweat. Ja, so sieht's auch aus. Prinz. Prinz. Also irgendwie habe ich das Gefühl, du pickst halt auch einfach weiter mit Leder. Tobi Hurg ist im 4. Stand. Hallo Big Spin, liebe Grüße geht raus zu deinem Daily Content. Der Kaiser bisher der beste Picker von unseren Gegnern. Rekord ist um 43 Stellen. Danke dir, Schrimp Koch. Kost geht raus. Wie heil er, mein Großer. Dankeschön. Könnte krachen. Ja, ist gerade komplett. Der hat ja, also er hat ja wirklich ein perfektes Deck. Der erste, der auch nur annähernd picken kann und der pickt direkt perfekt. Ein Card. Ich wurde von so einer Schülergruppe beim Joggen erkannt. Hallo Wixen, haben sie gesagt. Und dann habe ich zurückgegrüßt und dann haben sie sich komplett. Also ich so, was? Es ist wirklich, oh mein Gott! Dann bin ich schnell weggelaufen, da habe ich ein bisschen Tempo angezogen, Digga, dachte ich mir, komm. Das gebe ich für dich. Da fragt der gar nicht, der Hund. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Moment, der Lava-Hund. Oder ist, du kannst mir noch 2 Karten geben. Mhm. Was macht er? Okay, okay, Bontau ist gut. Ein Sparky. Aber was ist Sparky? Der Köder? Okay. Ich habe irgendwie Angst, dass der Sparky gut war, Mann. Wenn er einmal sein Mönch fällt, kracht's. 5 Sekunden, Morten? Ja, in dem Ofen. Ich weiß nicht, was jetzt sonst nehmen sollen, ist egal. Ich habe halt überlegt, was die Agio zu nehmen, aber das ist dann broken, Digga, dann gewinnt er deswegen noch. So ja. Cage, Mann, Digga, so. Broken, keine Ahnung, Digga. Also wenn er schon ein Mülldeck hat, dann müsste... Dann muss er wahrscheinlich ja einfach relevante Karten picken. So Eisgas oder so. Magic. Okay. Oh, Magic ist nervig. Wie ist Nightwish, wenn er Poison hat? Ich weiß nicht, Nightwish ist so mein Carry gegen Lava oder nicht? Golo entspannt sich erstmal ein bisschen. Ist gut, dass er den Safe Show spielt. Junge, er ownt dich. Hätte er nicht Lava und genommen, hätte er so gefühlt das KBE-Deck einfach. Groß, Prinz, mach was. Der Magic Archer wird sehr nervig. Junge, er spielt nicht schlecht. Ich glaube, Kaiser könnte mich ernst ownen. Klar. Ah. Wow. Oh. Also ich habe das Gefühl, der hat Potenzial. Der Gegner hat Potenzial, ich erkenne das Potenzial. Bro, es könnte jetzt entweder das Kraft jetzt oder ist das. Mal schauen. Nicht das Kraft oder mal schauen. Der macht's gut, eigentlich. Digga, die. Ja, das ist nicht. So, Digga, ich weiß nicht, wie man. Was ist das denn für ein Müll? Er war ein Draft-Talent, aber er ist ein scheiß Spieler. Was macht der denn da? Digga, hä, das ist eine enttäuschende Gegner. Enttäuschung auf 2 Beinen ist das. Man weiß, was er tut, der Mann weiß gar nichts, der Gegner ist komplett beschissen, ist kracht! Was auch nicht irgendwie. Ich dachte, der wäre voll gut, so hat er auch so wie gespielt. Schau, da passt Royal, was soll das? Oh, meine Cam ist irgendwie. Aufgegeben? Ja, cool.
Okay, Morten, oder willst du bei Bixel als erstes picken oder als zweites? Jo, ich kann als erstes picken. Okay, Bixel als erstes. Okay, dann gehe ich jetzt schon mal rein. Easy. Okay, ich gehe rein. So. Das sind zwei Karten, ne? Ja. So, wir gucken mal rein. Kein Egolem. Ja. Add first pick, oder? Ja. Okay, du nimmst Barpart. Und Rakete. Rakete? Rakete ist auch immer so ein Scheißpick, ne? Rakete ist Barpart. Das ist ja so dumm. Carsten, bitte nimm Aufquick. Ja! Oh mein Gott. Carsten ist klug. Page. Boah, Digga, was mach ich denn jetzt? Weil ich finde das mit den zwei Karten picken irgendwie ganz geil. Macht die Sache nochmal ein bisschen witziger. Baby D. Macht Sinn. Baby Dick. Kann dann bitte noch Lightning nehmen einfach? Das wäre ein bisschen ein Bruch, sag ich. Dann muss ich noch Rekruten nehmen. Ich glaube, Lightning wäre ernst smart, wenn er den nehmen würde. Halt, ein Hunter oder sowas. Eskals sollten okay sein. Goblin Giant, hä? Warum Goblin Giant in ja. Barpart rein? Das macht schon wieder keinen Sinn. Was denkst du, Morten, oder was geben wir Big Spin gleich noch? Boah, gute Frage, Mann. Vielleicht noch ein Gebäude oder so. Ja, aber dann hat er noch eine bessere Defense. Ist das. Arcano. Plan oder so. Oder irgendwas mit Golden Head Value. Mal schauen, was er jetzt erstmal nimmt. Boah. Ja, Nord als Gebäude Fumstone. Rein. Warum nimmt er einen. Ey, ja, ich weiß gar nicht. Du nimmst am besten einmal den. E-Spirit und vielleicht Lightning oder so. Nee, dann kann er Lightning cyclen. Nimmst Skarmy. Skarmy. Die sollte scheiße sein. Ja, stimmt. Gegen Zap, Earthquake, okay. Golden Knight. Könnte interessant werden. Hashtag Shibu. Er muss noch irgendwas nehmen gegen die Dragons. Er braucht eigentlich noch ein Lightning oder so. Oder irgendwas halt. Bitte nimm den Lightning! Okay. Nein! Ja! Ist, das du ist kannst es. Einfach Monk, Baby Dragon, Electro Dragon machen und er kann es nicht verteidigen. Ja. Stimmt. Gegner ist komplett. Das war Goblin Giant First Play. Okay, First Play. Oh, ist eine Barpa gleich. Dieser Ritterpick auch so komplett random, passt gar nicht in den Deck. Wirklich, der Ritter einfach. Die fernliegendste Karte von allen. Oh Mann, der Gegner ist halt beschissen. Agreed. Morgen spielt Real Madrid, ne? Ja. Das ist ein Spiel, glaube ich. Agreed. Das war eine gute Zimmer. Aber der muss Elect bringen. Oh, hä? Ist er! Ist der Profi. Der pickt ja so, Digga. Aber das Spiel so. Das ist ja wirklich. Einfach Barpart und Joa. Ja, genau. Boah, das ist ja eine Aufgabe, bringt einfach gar nichts. Das ist ja richtig. Ja, Giant, ich meine, Goblin Giant zu den Conditions zu picken, ist ja nicht so smart. Ja, doch, das war komplett klug von ihm. Nein, das war komplett dumm, was wir alle sagen. Achso, tut mir leid, ich bin dumm. Ich dachte, das wäre gut. Ich habe auch diese Doppelgebäude-Pick von ihm, so. Obwohl du nicht mal, weißt du, so ein. Das ist nicht mal ein Tank. Was macht das mit mir? Wollen wir dann gleich, soll ich dann gleich wieder oder machen wir dann Morten wieder? Nee, egal, auf jeden Fall ist großer. Hm.
umgebracht bei Carson. Also Carson ist wirklich nicht der Beste. Carson vom Dach. Ich glaube, aber denkt ihr, der Gegner merkt, dass er schlecht ist? Nein. Der regt sich gerade auf und denkt sich so, ey, was ist das für ein scheiß Matchup? Warum ist Edwin so OP? Wirf doch mal die Karte. Hä, wenn ich die spiele, ist sie nie so gut. Was ist das jetzt hier? Junge, das ist das aber... Bene! Hä? Sepp. Hat das Sepp? Immer diese Rechtsgeschwindigkeit von ihm. Bro, er hat dabei ausgeglichen. Ja, aber Mord, was geht? Bei mir geht viel. Was geht bei dir, großer? Double Piece. Und ja, verloren. Digga, die einzige Truppe gegen Luft, die er richtig hat, ist so Diptier Goblin Giant und Rescue. Junge, diese arme Goblin Giant. Oh man, die armen Rescue. Oh man, oh man. Oh nein. Junge, ist gerade so hart bei ihm. Der ist blöd, alles. Oh Gott. OG. Okay, ich würde sagen, ich gehe wieder rein. Ich glaube, der ist sauer. Ich glaube, er ist stinksauer. Wer von euch will First Pick? Hex, Lux, danke für den dritten Kuss, vielen Dank. Ich kann Last Pick. Dann Big Spin okay. First Pick. Ich mach First Pick, ja. Warte. Bist du schon in-game? Okay. Nee, ich warte noch, bis du aus dem Game raus. Bist du auch aus dem Game raus? Ja. Hallo? Hallo? Ja, hallo, hi, shalom. Okay. Ich geh rein. Gegen John Cena. Alter, Hex, du bist ein Zack, ist Kuss, ist vielen Dank, geil. Nein, gibt es nicht, super. Thorsten 47, Kelvin 18, Jick. So, Dele, was soll ich nehmen? 20 und Potten BVB, da haben sie alle voll einen Kuss. Vielen Dank. Okay, Du wählst, würde ich sagen, einmal. Boah, der ist echt nicht einfach gerade. Wenn mal Poison. Nicht Poison. Ofen. Ganz spät. Keine Zeit, ich krieg eine Random. Oh nein, warum Giant? ja, wichtig. Nein, ist legit die schlechteste Karte, die ich hätte kriegen können. Das ist wirklich so. Nimm mal Giant und nimm mal, ich würde sagen, nimm mal noch, lass mich kurz nachdenken, boah. Ofen. Junge, hast du noch später gesagt, ich hätte zwei Random-Karten. Ja, ich musste überlegen, es gab keine richtig schlechten Picks irgendwie. Ja, Giant ist schon schlecht. Also du hast wirklich mit Giant den schlechten Pick bekommen, den ich nicht gesehen habe. Ja, geil. Weiß ich, es gibt so Inferno-Jang, Barbs, Inferno-Turm. Giant ist nicht so der Way to go. Tatsache. Okay, Fire Spirit Poison, das macht der nicht schlecht, der Kollege. Macht er clever. Macht der smart. Modern Realm muss überlegen, was gleich gekauft wird. Biergobs. John Cena will Sam, Obi Sam komplett ownen. Ich denke, wir brauchen einmal den Dragon. Und dann brauchen wir noch den Inferno-Turm. Einmal den Dark Prince, oder? Ich sehe mich noch bei Zap Rage und vielleicht noch Lightning oder so. Ja. Was war so? Warum lachst du jetzt so? Ich sehe mal ganz andere Sachen. Ich freeze. Wer ist der Wirt? Nun ist doch Graveyard oder so. Er ist komplett der Wirt. Er muss eigentlich echt gleich verpicken. Mighty ist cool. Mighty Freeze ist eine gute Kombi. Ich brauche eigentlich einen Sepp. Glückwunsch, Nicknutsch, geil. Was ist halt die Frage? Was nehme ich noch mit? Was nehmen wir mit, großer? Das ist clever. Was machen wir hier? Ich glaube, ich nehme die Queen. Und so dieses Giant Deck, oder? Digga, er nimmt nur Zauber. Er ist der komplette Knecht, Mann. Das kracht. Okay, du nimmst. Ich nehme. Inferno-Turm. Das ist nicht ganz nice sogar gegen ihn. Ja, bei 300.000 Spells. Ein bisschen Value müssen wir ihm geben. Und dann nimmst du. Oh. Schwierig. Nimm einfach mal Skelette. Ja, Skelette ist übel gut. Danke.
Ja, Digga, was soll ich dir sonst geben? Alles wäre okay. Nachthexe wäre auch okay. Graveyard. Graveyard, Digga, ist einfach. Er ist einfach Noobie Boy. Einfach Hawk Raider Freeze, gerade koppeln. Dieses Placement, ne? Dieses Hawk Placement. Mit Sword Lightning, Digga, ne. Wurde auch irgendwie Icing Giant genommen, kann das sein? Ja, das klappt bei ihm. Ja, er hat Icing Giant. Luca, vielen Dank für den 44. Mal Legenden, von dem ich habe. Post für den Support. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Geil, dankeschön. Nicht einfach Dark Prince Shine seine Brücke machen, dann kannst du dich deffen. Weil er kein Mighty Männer mehr hat. Das sagst du so leicht. Aber pass auf, bis er mit seiner Sperrgobs Freeze Defense kommt. Ja. Klar. So, Freeze into Mighty. Los, Mighty! Nein, Hawk. Ja, verloren, geil. Ich mag das. Klar, warum auch nicht? Komm, Splash, nein, Splash. Komplett, ja. Nein, ah, schade, egal, der wird jetzt trotzdem sterben. Wenn ihr ihn zündet, ist der Inferno dann dran. Ja, geil. Er hat 30 Elixier. Nicht von Sina hätten. Ey, Mann, er hatte so viele Möglichkeiten, gegen den Giant einfach seinen Inferno zu picken. Es wäre so free gewesen, Mann. Was macht er? Das hat man nicht reingegeben, weiß nicht. Was? Was? Bro, denkst du, der Gegner kann 3M verteidigen? Ich glaube nicht. Ja, ich habe auch überlegt 3M, aber da habe ich gedacht, nee. Also so vom, das zu empfehlen. Warte, was? Der wird. War eine Queen? What am the Queen? Hm. Was machen wir denn jetzt? Also ich habe das Gefühl, ja, John Cena ist nicht der allerbeste. Oh, ach, das Gefühl beschleicht mich. Gefühl. Oh Gott. Oh, der Freeze. Och Mann. Aber die Queen war. Ja, Digga, wenn es die Queen gestorben war, jetzt kann er halt nicht verteidigen so. Er hätte nur Mighty Mine auf dem Boden so als Puppe. Ja. Oh, ihn kracht's. Lightning, Lightning. Oh, oh Mann. Bin ich jetzt dran? Ja. 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 Gegner hebt die Schere. Okay, fängt Big Spin an gleich mit dem ersten Draft oder? Ja. Ich okay, dran, ja. Ich muss noch aus Klo. Okay. Soll ich schon reingehen oder soll ich noch warten, bis du noch im Game bist? Bis du aus dem Game bist. Du kannst schon reingehen. Ja. Okay, ich geh rein. Da dann denkst du, der Comeback das noch. Okay. Komm, drei Kronen. Okay. Los, Queen. Vamos. Hm. Ich geh schon aufs Klo, ich bin gleich wieder da. Boah, was haben wir hier? Nimm mal Egolem. Egolem, okay, ich hab's, Digga. Sorry. Und dann nimm mal. Ich würde sagen, lass mich kurz nachdenken. Wie war den. Was passt mit irgendeinem wenigstens zusammen? Wählen wir Mauerbrecher. Ja, okay. Hätte ich auch gesagt, so. Wäre auch dein Call gewesen? Jojo. Mauerbrecher hat Hardass. Digga, er ist. Junge, bei dir gongt, Junge. Hat er letzte Stunde dieser Challenge geschlagen, hab ich. Das ist nicht bei mir, das ist bei Sam. Okay. Bei mir gongst du nicht. Aber bei mir kracht's aber. Zack, bumm. So, wie sieht's aus? Ja, bei mir kracht's, moin. Was haben wir hier gepickt, schönes? Egolem. Aber was ist denn überhaupt nicht fein, so? Weiß ich, was ich machen soll. Oh, Fischer. Bro, mein Deck ist so schlecht. Also, dein Deck ist wirklich gekocht, oder ist die schlecht, sag ich. Sag ich. So, was hatten wir hier noch nicht? Ja. Elliot, kriegst du eine 12? Klar, wo gibt es Moin. Gleich ein gutes Mönch-Deck? Ja, das hast du nicht die Rascals und so. Zur Zeit mit so wahrscheinlich. Nee, du hast uns zwei geschickt, bin dumm. Ja klar, Mönch kannst du immer spielen. Bro, ich hab keine Links mehr! Ich würde dir jetzt noch irgendwas richtig Ekliges rein. Nein, das machst du nicht, Obi, Alter! Oh doch. Ich hab Luft! Gar nichts, du hast gar nichts gegen Luft, das ist gerade komplett. Kannst du jemanden gegen Luft geben? Nein. Mann! Nichts gegen Luft! Noch.
Was ist mit so Ritter und Valkyrie oder so? Ork. Ja? Ork? Er hat so ein gutes Deck. Und. Ritter. Hä? Goblin Giant. Ja, ja, was ist denn los? Sperrkode gegen Luft. Zwei Sperrkode für 6 Elixier. Ich glaube, geil. Er hat vorhin gepickt, hä? Du hast nichts gegen Skami. Oh je, Morgen Royal. Aber jetzt können wir es krachen. Alter Lachs. Also, das, wenn du das gewinnst, Junge, dann verliere ich den Glauben. Ich glaube. Einer Hawk. Ja, Mann, das ist irgendwie so 5 Win Conditions in der Deck. Yo, Juice World, 99 Like für deinen 6. Monat. Bekomme ich Mod bei TikTok? Ja. Wenn du sagst, wie du bei TikTok heißt. Ja. Was machst du eigentlich gegen den? Nichts. Jawohl, Skami. Bro, ich muss einen defensiven Kobold setzen. Ey, sei froh, dass ich dir was gegen Luft gegeben habe, ey. Ja, wirklich, sei mal dankbar. Ja, irgendwann, siehst du mal. Klar. Aber du machst doch jetzt so. Das ist okay. Das ist okay. Aua, die Guards, nein. Oh. Ja. Aber ist nicht der Turm, leider. Ja, nicht ganz, oder? Doch. Ah, jo. Seins, okay. Issi, danke für deinen 30. Holy shit, danke für den Support. Jo, ist krass, komm, Leute, ich weiß nicht, wie ich. Wenn er jetzt Ballon auf King war, habe ich verloren. Ja, du hast nichts gegen ihn so. Das hättest du berechnen müssen. Achso. Klar. Los! Knick, los. Ja! Rage den Lachs! Das kannst du mich sogar mit Mighty Miner Ability und so. Das rage it. Ja! Die Ability gefällt, oder? Ja, nicht ganz. Oh! Hier war nur eine, lol. Oder zwei? Ja, einer. Egal, irgendwie bin ich Elixier, der Kollege. Egal, muss einfach Skami machen. Skami, Skami. Jinx hat dieser Mighty Miner, der carry dich ein bisschen. Ja, stimmt. Der ist ja kaum noch viel. Bei EA kracht's. Junge. Ja, muss einfach sein Dings killen. Kann er bitte noch was einsetzen, Guards? Komm, so? EA. Nein. EA. Bro! Digga, was macht er? Er muss okay, bitte. Nur jetzt irgendwie Rescue. Mach doch einfach Rescues, ja, gut. Aber auch guter Blick. Loon Rage of King. Er kann Loon Rage eher los. Mach doch den Ballon, Bruder. Loon Rage. Ballon jetzt! Rage, ja. Okay. Ja. Das muss es sein. Geil. Das ist es. Ey, geil, es geht im Ernst. Bro, man nimmt ja auch Ballon, Digga, er hat übelst gehören. Egal, dass wir uns zwei Türme bekommen, ist ein Skandal. Wichtig, ja, ist eigentlich schon so. So smart. Von jetzt gehe ich rein, ja, oder? Gut gemacht. Jetzt bin ich dran, ne? Bei mir kracht's gerade komplett, Chat. Hey, hört ihr mich nicht? Digga, ich war das ganze Game gemutet, ich kotz! Wie, du warst das ganze Game gemutet? Oh mein Gott, ich hab die ganze Zeit geredet, ich dachte mir, warum antworten mir keiner, oh Junge. Da will ich auch erstmal eine Twitch-DM von einem Sexbot. Geil. Okay, ich geh rein. Der hat mir verdient, Alter, geil. Nee, warte. Ich meine. Hä? Ich bin drinne mit Ü. Achso, warte. Wo bist du? Haben die Reihenfolge irgendwie geswitcht? Hä? Aber ich war doch dran, oder? Ja, du warst dran, glaube ich. Okay. Das ist Reihenfolge bei Morten. Okay. Was pick ich? Du pickst am besten den Lava-Hund. Ja, lecker. Lava-Hund nehmen wir einmal. Oh, das ist und brutal. Dann nehmen wir noch. Den Giant. Das ist so hate. Ah, okay, aber damals Giant, Lava-Hund und noch irgendwas gespielt. Ja, okay, jetzt kracht. Ich muss den Giant so wie eine Art teuren Miner spielen. I believed in you, you let me down. Great. Juice World 99, du bist jetzt bei mir TikTok-Mod. Jo, Glückwunsch, Digga. Glückwunsch. Du hast ja nicht Karriereleiter, aber bist du komplett hochgeritten. Was? Was mache ich jetzt? Auf kann er bitte, der geht einfach Inferno Rank nehmen? Jawoll. Oh. Es gibt eigentlich eine Karte, die musst du jetzt picken. Ja, Felix muss. Felix ist ja nicht überstocken auch so mit Giant da, aber. Ja. Da. Also, Digga, das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich so ein Müll. Oh, kann er bitte smart sein und noch so ein. Ah, jawohl, das ist gut. Oder nimm Golden Knight Eros, damit Bigs nicht Golden Knight nimmt. Oder Lock. Warum nimmt der Rascals, wenn Lock und Golden Knight offen sind? Das macht keinen Sinn. Bro, sagst du was nicht?
Oh shit, das kracht. Er sollte irgendwie ein Musketier oder sowas nehmen, das ist ja gut für ihn. Oder Skelly Dragons, I guess. Ja! Ja! Eine Karte noch, Bigspin, eine darfst du noch picken selber. Danach war's. Ich muss jetzt eine richtige Karte. Danach ist meine Karriere vorbei. Komm, wir müssen One Mighty. Richtig. Was Gefühl hat der Phönix, der wird dich carryen. Der Gegner pickt irgendwie nicht so gut. Ich bin mir nicht so sicher, honest, der mich carried. Ich glaube, es könnte eng werden. Aber auch. Der Gegner pickt gut, aber er hat auch noch keine. Aber das ist gut von Gegner. Aber reicht nicht Snowball und Mike immer eine Bombe? Ja. Nee, ich glaube nicht. Oder? Nee, ich glaube nicht. Doch, dann schon. Bin ich auch ziemlich sicher. Boah, können wir Aufkrieg nehmen, Morten? Ja, wenn ihr auf jeden Fall Erdbeben. Was nehmen wir als letzte Karte? Weiß nicht, war es richtig useless. So noch so ein Goblin Giant oder ein AG oder so? Ich hab auch überlegt, wir nehmen Goblin Giant. Oh, ihr seid so nicht. Yo! Oh mein Gott, Digga, okay, wenn ich das gehe, dann. Irgendwie ist einfach so, alle Tanks reingeben, so. Erst gerade, wenn man was bin. Oh Gott, ja. Aber er hat keine Wincon so aus der Wall. Ja, das ist so. Wall hat noch zwei kleine Spells. Eigentlich nicht so schlecht. Ich glaub, Dark Prince kann nicht hopsen. Ich kann alles hopsen, Mann. Ich hab 4 Tanks oder so. 3 Tanks. 3 Tanks? Ich hab 3 Tanks, 3 Spells und dann hab ich noch 2 normale Karten, ja? Geil, doch, der erste Tank rein. Was denn? Wir haben viele davon. Ja, was soll ich machen, Mann? Einer ist kein Tank. Ja, der kann ja gedächtet sein. Oh, das splasht. Oh. Oh, geil. Danke, ja, aber jetzt machen wir Lava unter vor. Oh, geil, zweiter Tank vor. Die Sperrkuppel, die killen jetzt die Musketiere. Und der Fernring killt einfach alles. Egal, gleich, nächste Riesenbrücke. Schnauze. Da keine Wahl, Mann! Das war richtig gut, ist er gewonnen jetzt. Schnauze jetzt auf die Big Bätze, Mann. Klar. Scheinkeit. Geil, da ist er. Scheinkeit. Ich hab dich! Oh Gott. Das sieht gar nicht gut aus. Ich hab oh Gott, nicht. Oh Gott. Was soll ich denn tun? Egal, Giant, der chippt. Los, Giant. Der macht einen Hit mit überhaupt. Ich glaube, nee. Los! Ja. Jetzt muss Mighty Miner aber mithelfen. Ich seh deinen Block. Klar, muss geht die Brücke zum Banischen! Oh Gott. Ich hab da keinen Wall, aber Giant. Was ist das? Snowball-Lock. Ach, der Goblin. Aber bisher hältst du dich noch am über Wasser. Oh. Jo, klar. Aber jetzt langsam kracht's halt. Der Dark Prince. Der ist auf jeden Fall im Turm, so. Aua, noch ein Hit, komm, noch einer für den Nachtritt. Ja, ich glaube, du verlierst das. Kettenpush durchlaufen lassen. Das muss nur einmal gelingen. Ich glaube, es ist Zeit. Wie ist es Zeit? Wofür? Ja, den Kettenpush durchlaufen zu lassen, was soll ich tun? Wir müssen jetzt mit Goblin Giant und Schneeball seinen Fairwing downchippen. Digga! Digga, wie willst du mit Lava durchkommen gegen Fairdrang Musketier mit Rascals? Hallo, Bro. Oh ja? Nächster Tag! Los, dein Brücker, Phoenix! Schlag! Snowball! Alles rein, los! Junge, es klappt halt sogar noch, ne? Ja, warte mal. Wir kaufen los, Rascals. Ja, der macht schon viel Schaden, so. Und da Rascals, Lava Jack, irgendwas. Oh, aber. Egal, Tom steht wieder eins. Tom steht, alles gut. Eros verteidigt. Aua! Oh. Danke für der Stelle. Oh nein, stimmt, lol. Jo, egal. Was ist das jetzt hier von Eros? Ja, ist gerade komplett. Oh, die knacken. Oh. Es ist sogar actually knapp irgendwie. Ja, das ist interessant. Machst du gut, muss man sagen. Geil, doch, er ist ein Fairdrain. Zack. Gegner hat keine Wickernischen genommen, ist der dumm? Los, Lumberjack in den Knick, zack. Dieser defensive Goblin Giant immer. Also die Restless genommen hat, verstört mich irgendwie. Ist das halt immer ein Fear-Dog? Ah, jetzt kommt der Poison Cycle. Oh, der hat gesplashed. Ich hab halt keinen Play, ne? Also ich weiß nicht. Egal, ja, Giant wird einfach als Mini-Tank benutzt. Ja. Hilfe! Ohne Damage. Der auch! Ja, Lava, Goblin Giant Push ist hier am Start. Lock. Ach, Digga, der Phönix! Davor gepackt, den Opfer! Geholt. Davor gepackt! Hilfe!
Ah, respawnt der? Boah, zum Glück. Ach, Digga, das wäre so geil gewesen, Mann, aber der ist einfach davor gebackt ohne Grund. Das ist eine Wallback. Das ist überhaupt so knapp ist. Snowball, Digga, was ist denn das? Ich hab mal diese defensiven Giants. Ich hab nicht. Verstehst du es nicht? Ich hab nicht. Ich kann nichts tun hier gegen, Mann. Oh. Das Ding ist, ich glaube, warte mal. Das war schlecht, von ihm. Was macht er jetzt hier gegen? Was macht er? Nein, was macht er? Was macht er für Rascals? Nein, er wirft komplett weg. Was? Er hat geworfen. Das war's, oder? Echt gut. Der Gegner ist so schlecht. Ich hatte den ja! Let's go! Zack. Sam, kannst du mich direkt einfach als Short hochladen. YouTube Short, ja. TikTok, zack, boom. Ja, klar. Aus dem gleichen Marker. Klar. Warte, machen wir jetzt weiter oder machen wir jetzt wieder nur mit zwei Karten? Jetzt sind wir bei 4. Es sind wir bei 4. Wir können ab 4 gerne auch mit einer Karte wieder machen, aber wir können auch machen mit 3 theoretisch. 3 ist, glaube ich, ein guter Kompromiss. Dass einer first pickt und die anderen beiden dann, oder die beiden letzten Karten von beiden gepickt werden. Verstehe ich nicht. Also, wir machen einfach 3 Karten picken. Also die erste Karte und die letzten 2. Richtig. Ja, können wir machen. Okay, wer fängt an? Ich fange an. Okay. Wer von euch will die erste Karte? So wie ich bin. Ehre. Okay, ich mach die erste. Second Pick. Also mach ich die letzten 2 dann. Lass das zusammen machen. Okay. Lass alle zusammen picken. Ich würde sagen, okay, nimm E-Golem. E-Golem, los, zack. Okay, ja. Okay. Ja. Okay, E-Golem. Ja, ich glaube, wir nehmen dann den... Jawohl. Ich sehe mich so bei Electro Dragon. Klar! Und dann noch Fischer oder so und dann kracht's. Wieso klar? Kracht es direkt? Wieso nicht? Ja. Okay, Fischer. Also ein gutes Deck. Gegner hat bisher ein gutes Deck. Ich Queen nehmen? Weiß ich nicht, Großer. Sind wir irgendwie dein Anwält oder was? Queen. Queen, du kommst mit ins Deck. Wir sind die Anwälte, die im Beruf in eine höhere Strafe bekommen. Genau so. Goblin Barrel, bei ihm kracht's aber auch, oder nicht? Ja, klar. Klar, zack. Boah. Was machen wir hier? Heile? Also ihr dürft die letzten 2 nehmen, ne? Das heißt, ich darf nur noch 2 Karten nehmen. Das ist korrekt. Das heißt, ich brauche jetzt noch irgendwas Solides, so. CDU, Digga, das ist korrekt. Ja, wir nehmen noch Electro Dragon. Klar. K.A. Boah, was picken die Moten. Was mit dem Lava-Kür, das ist auch schlecht jetzt. Electro Dragon ist halt so eine Karte, da kannst du keine Tanks da reinpicken, gefühlt jetzt. Ja, vielleicht Graveyard. Ja. Dann macht es aber gut hier mit Delivery, Mask, wird schwierig für mich. Gegen Graveyard, Großer. Graveyard, dann hat er nämlich auch, ja, definitiv. Soll ich Graveyard nehmen? Ja, nimm Graveyard, Großer. Cool, nimm Rakete, oder? Graveyard und Rakete, würde ich sagen. Ja, machen wir. Rakete noch. Eine Rakete, los. Cooler, kurz der 23. Das ist scheiße. Ich sagen, habt ihr angefangen, dann geht's noch. Er hat Skelly King. Er hat Skelly King. Und es geht Kobold, bitte. Ich hab nichts gegen Sam. Oh, das ist nicht unser Problem. Gerade hat Sam eine Mask. Wir beide haben 0. Und aber Sam wird jetzt die erste. Feuerball. Pick die Exe, oder Großer, los. Talon. Die nicht einfach. Talon. Nein, also Talon. Hoppala. Ich muss irgendwie so hübsch in letzter Zeit. Auch Eis! Der Gegner hat ein gutes Deck, er wird dich jetzt anwürten! Ja, Kobaltüte, ich hab irgendwie nichts gegen Kobaltüte. Ja. Ja. Okay. Ich bin gespannt. Zu werden. Digga. Warte, was hat der überhaupt für eine Woodcon? Eagle in Graveyard, wie eine Eagle in Prime. Ja, ich mit. So. Da hab ich neun 42er Finish. Electro Dragon Graveyard, das ist eh so eine gute Kombo. Oh, wenn ich meine Hand sehe, ne? Ich hole im Graveyard. Also, das wirst du nicht gewinnen. Glaube ich auch nicht, Große, du bist komplett aus dem Maul gekommen. Moin! Moin! Oh Gott. Immer ein bisschen aggressiv so.
Ja, Mega, du biegst jetzt. Ja, okay, tschüss. GGGs. Bro, wie hat Axe jetzt? Electro Dragon. Okay. Wieso macht der Fischer wachsen? Alter, du kriegst das. Ich, Alter, ist ja wirklich gar nicht GG, hast recht. Und der Fischer war so schlecht. Ey, du hast recht, okay, Alter, das Game ist gar nicht GG. Mann, Bro, der Fischer, der kriegt ihn nochmal. Er hat zwei Skeleton Abilities bekommen. Der Fleisch ist auch. Hast recht, ist nicht GG. Hast Alter, recht. Bro, hätte der Fischer, wenn der. Ja, hätte, Fahrradkette. Ja. Und nicht gelaufen wäre zum Kobaltfass, wie so ein Dulli. Er BM dich, wichtig. Hätte Fahrradkette, okay, Alter. Du bist doch mit Egon und Grave Single reingegangen. Ja, ich ja, ohne Grund. Ich weiß halt, mit Hütten spammt er mich zu. So. Ich muss irgendwie so ein random irgendwie Play machen, um zu gewinnen. Ja, ich weiß, hätte fast, also es wäre okay gewesen, hätte ich halt den Fischer irgendwie, ne? Ja, hättest du nicht gespielt wie der größte Larry. Das sieht nicht so nicht gut aus. Ja, ich glaube, du hast verloren, großer. Lass los, heb die Schere. Trust. Oh Gott, Feuerwehr des Todes, man kennt ihn. Ja, aber irgendwie macht er einfach jetzt so Delivery und alles ist down. Ja, ja. Und verloren. Cool. Ah ja, das ist richtig geil. 1-1. Delivery ist irgendwie OP. Was für eine Ability? Geht das aber auch nicht so schlecht. Dennis ist im 11. Moin, Alter, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Danke für den 11. Kuss. Vielen Dank. Egal, ich warte mal auf das Comeback. Kommst du noch oder was? Und Kunora ist im 35. Vielen Dank. Ja, zack, boom, wir gehen rein. Comeback. Du hast doch genau 20 Sekunden Zeit. Die Uhr tickt. Jetzt geht die King rein. So, hier gibt es das saftige Sahne. Was ist das jetzt hier? Warte mal ganz kurz. Ah, das reicht nicht. Die Golem, hallo. Wobei. Digga! Ja, okay. Ja, vamos, wir sind back! Viel Elixier jetzt. Er muss jetzt eigentlich nicht nur punishen dafür. Ja, das ist echt gut. Aber der stirbt doch gefühlt. Was? Der Edel hat das Ding nicht getroffen. Oh! Junge! Der Edel hat, warum hat er den Daten nicht getroffen? Der Electro Dragon ist so ein Dummy. Der ist wirklich ein Fail. Das war großer. Der hat recht gefühlt. Aua! Der BM-T! Hey, BM-T jetzt. Hey, du musst den aggressiv deffen. Hey Bro, er BM-T, er geht sogar auf Freecon, weil er einfach die Crowns will. Bro, wenn er jetzt noch wirft, dann ist er ein Larry. Das wäre so krank, wenn er jetzt noch wirft, ohne Witz. Oh, fast, ja, zack, du hast verloren, großer. Aber du hast dein Bestes gegeben, war ein gutes Comeback. Oh, der Frank, der Frank, Sam! Meine Truppen haben aber auch so gestreikt, das Game, der Fischer ja, am Anfang wirklich. Und dieser Electro-Ring am Ende. Wirklich, du wurdest von der Truppe so verkauft, Alter. Oh, wie konnte der Darkwinds connecten? Ich hab keine Ahnung, wie das, also wirklich nicht. Die Interaktion ist mir bis jetzt ein Rätsel. Schade, aber schade. Passiert dem Besten. Okay, rein da. Wer ist dran? Ich, oder? Oder Big Spin? Du bist dran. Ich stehe 3-1. Schade. Ja. Okay, könnte krachen. So, ich bin in der Lupe und bin jetzt im Game. Hallo. Mit wie stehst du? Okay. Ich spiele gegen 3-1, spiele gegen Fake Ian. Könnte krachen. Tempested, okay. Okay, was, so, was wir geben wir ihm? Ich sehe Ego-Lem, oder? Ne? Emoten. Ja, wir nehmen Ego-Lem, oder? Ja, Ego-Lem. Ego-Lem und zack. Bro, ich kann nicht immer Ego-Lem nehmen. Du bekommst ihn irgendwie immer. Es ist ein bisschen unlucky, dass du ihn auch immer bekommst im Draft. Ja, ist gut. Einfach gut. Jetzt kann ich aber selbst auswählen, ne? Ja, jetzt kannst du selbst sehen. Klar. Komm einfach mal Golden Knight auf Zack-Basis. Ellgeist-Deck, ich mag das. Ja, komm, er nimmt auch ganz normale Karten so. Ich komm jetzt. Geil. Ja, er darf wie der Beste. Er ist der Beste. Ja, geil. Nee, ernst, ja, Mann. Das macht Spaß. Prinz. Ofen. Okay, das macht Sinn. Ofen ist dann echt so ein solider Pick. Kann der Skelly King nehmen? So Skelly King Army oder so? Ich glaube, ist ja broken. Oh, jawohl. Ja, okay. Yes, I'm in the problem. Digga, hör auf zu lachen, das kracht halt bei mir gerade. Das Problem ist halt, dass du jetzt eine gescheite Karte picken musst. So, ja, okay, jetzt habe ich das, ist okay. Okay, das ist ein soliden Unterbau, ja.
Ich denke, wir könnten ihm jetzt noch einfach so Giant und Goblin Giant reindrücken. Was mit Mini-Packer? Nee, das ja, okay, Giant und Goblin Giant ist auch möglich, ja, stimmt. Ich glaube, Giant ist halt übel schlecht jetzt. Nee, soll ich Doppel Giant nehmen? Nee, Giant. Giant auf jeden Fall, oder? Erstmal Giant. Goblin Giant ist gut. Ja. Ein Giant. Und dann noch Rox oder so. Das ist der Inferno-Turm. Inferno-Turm? Ja, oder Mauerbrecher. X-Bogen ist auch übel scheiße. X-Bogen-Connecke, mach Mauerbrecher. Mordis. Mauerbrecher? Ja. Okay, ich hab Mauerbrecher. Weil das Ding ist gegen so einen Dulli, der hat keinen einzigen Tank. Der hat doch nichts gegen X-Bogen. Ja. Ah, okay, I guess. Mauerbrecher sind fein. Und gegen Mordis hat er alles. Ja, könnte krachen, ich werde wahrscheinlich aufs Maul bekommen. Also, wenn er smart spielt, der hat nichts gegen. Also, Morten hat nichts gegen Skating. Sehe ich Zombies, Skating Bell. Bro, hast du was zu sagen? Der Gegner guckt vielleicht in Stream und er ist vielleicht ein Wirt. Aber die Schlacht ist erst verloren, wenn man verloren hat. Schlacht Weiß ist erst verloren, wenn man verloren hat, genau so. Stimmt. Ja. Warte, Wegsmann ist der Einzige, der noch nicht verloren hat, oder? Ja. Aber ich muss auch noch nachziehen. Kannst du ja richtig gut ins Gehege. Oh Gott. Oh oh, Alarm. Das ist durch. Oh, okay. Für Wallys Punishment. Bro, du kannst nicht einfach da einen Turm da unten. Bro, ich hatte nur Minions, Feuerball und E-Golem und Giant. Was soll ich machen? Soll ich Minions da rein? Ich bin jetzt geschwellt für Double Fire Spirit. David, danke dir für den 11. Kuss. Wie viel Dank. Cool. Ja, es kracht. Das Ding ist halt, er hat ein richtig starkes Deck gedraftet und er spielt auch bisher nicht mehr so. Ja, und wie du es selbst zeigst, kannst du bei ihm gleich krachen. Ja, ich glaube, es wird der Turm honestly. Ah, weiß nicht. Doch, das wird der Turm jetzt. Es kommt Sepp auf die Skarmin und kracht. Das war irgendwie interessant passiert. Ja, jetzt kommt Sepp. Ging schnell. Oh nein. Jetzt war's. Oh, es war so schlecht. Oh Mann. Bro, das war so schlecht verteidigt. Ja. Weil ich der Beste bin. Das kann nicht wahr sein. Das war so wunderschön. Ja, leider hast du dir echt einen guten Unterbau für Prinz und so gebaut für Tanks. Das war smart. Aber wir gehen noch nicht auf. Er kann noch wir müssen weiter den Gegner supporten. Was ist das für ein Ofen so, hä? Das ist ja so ein schlechter Ofen. Ja, das ist mir wirklich, das lässt mich so leiden. Big King 1997, Kuss für den Dritten. Moin Meister, moin zurück, vielen Dank für den Dritten. Ehre. Dankeschön. So, zack, bam. Ich hätte mir Mortiboy über Hox geben sollen statt dein. Das hätte dann... Ja, wäre auch gut gewesen. Gehabt. Ja, oh! Aua! Ja, mein Turm. Ah, Lock reicht nicht, der ne? Der kriegt den Turm. Hilfe, bitte Def. Oh. Ja, gut. Ehre. Scale King hat ja kürzlich die Gets auf einmal entwickelt. Eigentlich hat er so 100-0, ne? Ja. Er fällt. McTommy, kostet dann 16. Viel Flamme lieber. Geil, dankeschön. Ja. Digga, jetzt kann ich einfach Skarmi spielen und krieg alles verteidigt. Jo. Oh, jo, moin. Diese Ofen-Placements machen mich sauer, Junge. 1000 spielen welche das Spiel, das ist ja voll cool. Kannst du mitspielen, Jana? Ich spiele das Spiel auch immer, ich mag das. Ich spiele das auch immer. Ja. Bitte Ian, komm. Skarmi. Skarmi, und jetzt zünden. Ah, kann ich sie, aua. Oh. Zünd ihn, du Hund. Zünd ihn! Und wer zündet ihn nicht? Gut, letzte Sekunde. Trotzdem kracht's, Digga. Oh mein Gott, der Feuerball, Digga. Was wird lock. Wichtig. Nein! Ja! Skelliking rein! Nein, Skelliking! Digga, was macht ihr? Macht doch ein Skelliking! Unsitter! Er ist so schlecht! Der Darkop, nein! Los! Chip! Egal, was für Chip. Princess, komm, Princess. Ja, ich weiß. Komm, Prinz rein, Knick, zack. Warum spielt er seine Princess immer so, dass du... Mach was, mach einen Ofen, Skarmi. Oh. Egal, oder scheint Bullshit. Zünd ihn. Oh, der Ofen war so schlecht. Das war's. Wir müssen eingestehen. Der Ofen hat gefehlt. Das leider ist. Der Gegner ist so eine Pflaume. Ey, wie kann er das denn verlieren? Er hat gut gepickt, das aber... Das kann ja, ich gespielt wie eine Pflaume, Alter. Weil ich der Beste bin. Ich geh rein. Okay. Willst du die erste Karte oder die letzte? Morty. Du musst direkt, schnell. Wer, ich? E-Golem. Oh nein. E-Golem ist so eine Scheiße.
Der Golem ist halt immer die schlechteste Karte irgendwie, ich weiß auch nicht. Ach so, das ist der Zufall, Mann. Manchmal gibt es so Zufälle? Gibt es gar nicht, weißt du? Ja, das gibt's gar nicht. Pfeile, Feuerball fängt ja. Oh Gott. Komm, was du dir jetzt zusammen draftest, Großer. Ich weiß es nicht mehr. Aber egal, was du machst, ist es beschissen. Ja, es gibt ein paar gute Karten auf jeden Fall. Was denn mit Sparky? Sparky kann nicht einfach jetzt irgendwie so Delivery nehmen. Nein. Hunter gegen Sparky, oh, scheiße. Geil, ja. Geht da kommt es nicht mehr so schlecht. Wie nach Kracht. Kann er nicht einfach auch Skeleking Skami nehmen auf süß? Mann, der Hunter war irgendwie gar nicht gut. Ach so. Klar. Ja, okay. Was geben wir, Kollege? Kann ich nicht Ballon geben oder so? Gegner hat 100.000 Antworten gegen Ballon. Wollen wir Ballon nehmen? Ja, Ballon ist gut, der hat Gegner hat 1 Milliarde Antworten, Digga. Oder Giant? Giant ist auch nicht so geil. Oder Pekka? Pekka ist auch Giant. Scheiße. Vielleicht auch Giant und Ballon. Ja? Giant! Giant? Aber nicht Pekka einfach noch? Weil Ballon ist doch. Pekka ist useless gegen ihn, oder? Ja, weil dann vielleicht Skarmio hat bis zum selbst. Nimm Ballon. Sehr, sehr schwierig. Nimm Ballon. Oh, Tesla. Ja, okay, Tesla. Wir nehmen Lumen. Ja, nimm Ballon. Er braucht irgendwie noch was. Kann er noch von Skami nehmen? Pekka. Soll ich Ballon nehmen? Ja, nimm Ballon jetzt. Okay. Oh. Weiß nicht. Krass. Giant Spark, Kilone. Ist das dein Deck nicht eigentlich voll fein so? Ja, komplett fein. Stimmt. Ist ja richtig nice mit Egolem. Digga, der Gegner hat 1 Milliarde Antworten. Wie soll Bix Ballon nehmen? Ja, aber er hat doch keins gegen Sparky, oder? Ja, aber warum sollen wir ihn dann keinen Ballon nehmen? Ich hab nicht zum Cycle. Zap, oh Gott. Das kommt. Ja, ist gleich ein Pekka kommt, kracht's aber ganz gewaltig. Hunter, was macht der? Hey, ich hab nix! Hallo! Du hast nichts. Ja, wie, ich hab nix! Guck dir den Scheiß hier an, Mann! Ist das nicht voll der random Push von ihm und das nicht auch übel schlecht eigentlich? Ich hab gefailt, wie ein Idiot. Oh, das ist so viel Damage jetzt. Aua. Ja, einfach, das ist einfach 500 Damage gedonated. Ja, wie echt, Mann. Warte, der hat mir jemand 500 Euro. Geil. Aber warte mal. Meinst du, das ist jetzt Giant Blumen Brücke machen, oder was? Ja. Das ist nicht Tesla einfach? Ja, Einheit. Oh, den kalt ich schnell bringen. Wir wollen noch Tesla. Das ist okay. Es war ein Hit, aber er hat einen fetten Powderbush. Ja, das war gut für ihn, oder nicht? Eigentlich viel schon dicker, wie wir Pix was verteidigt bekommen. Hä? Kannst du nicht. Die Ego oder Mikro? Was ist das für ein Tesla, der was auf der Kling? Ich muss Pfeil kann einfach einen Skelly-King bringen und er gewinnt. Danke, Kemix. Ja. Okay. Oh Gott, das war so bad. Oder einfach ob sie länger so jetzt reinspammt oder irgendwas macht. Junge. Wow, oh ja, jetzt ein Skelly-King. Hält doch mal nicht bitte, hallo. Wir sind doch verloren, geil, ich mag das. Zack, da, zack. Kann das ja von Minions, ja. Ich hab sogar von Bixby noch predicted. Du hast das Gefühl. Okay. Richtig und richtig. Toll. Ich muss aber was machen, mein Zeig ist so schlecht. Du bist Tesla voll schlecht. Komm erst mal so vor. Der Tesla stimmt aber jetzt. Ja, aber Tesla, hä? Ich hab jetzt hochgespielt. Ja. Pekka, random ohne Grund. Ja! Was jetzt? Oh Gott, Hilfe. Er hat schon wieder den Minions predicted. Oh Mann, ist Kraft bei SDP. Er hat nichts gegen Minions, du hast halt nichts Hunter, gegen Minions. Hunter, Minions, Darkgod, irgendwas. Kann er bitte was setzen? Er hat Elixieren, er setzt einfach nichts. Der Feuerball war so schlecht. Junge, ist Kraft. Das Ding ist, Bixby hat nichts gegen Minions, außer wenn ja, wenn er halt richtig schlechte Minions großer. Spielt, so. Problem ist irgendwie, dass unser Kollege STP kein Unkondition hat. Bro, das Problem ist, dass der Gegner allgemein ein Problem ist. Minions, irgendwas, hallo STP. Ein ist gegen Sparky. Aua, der stirbt halt einfach. Ist das dumm? Weiß mal, entschuldige den. Nein, die Minions sind aber gut jetzt. Der Hunter, hä? Oh, hä? LOL, Big Spin, you are at disadvantage. What's good? Was hat er gemacht? Gehen rein, SDP. Ohne Grund. Im Link wird er für die Dark Souls rein. Klar, da ist unsere Ability. Klar, der kriegt jetzt mit rein. Zack und. Fuck, ja! Was macht er denn?
Anstatt der Verteidigung. Nein, die machen wow, lieber Darkop, Skeleton Ability. Er spielt so unbeholfen, wow. Pekka, 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 komm, gönn. Ja. Ja, aber warte, was macht er jetzt? Rübergehen? Ja, rübergehen und dann erwartet sein Film. Wenn ich jetzt diese mache hier. Nee, das fasst mich nicht. Die ist nicht einfach alles. Egal, ich komm auch noch rein. Ja, irgendwie die SCP braucht was noch gegen Giant, oder? Ja. Aber. Ja, Alter, Dominions Value, Junge. Kann er jetzt am Opposite Lane mal Pekka bringen oder so? Ja, mal Pekka Bridge. Ja, er ist smart. Nein, ist er nicht. Oh, der Hunter, der Hunter. Der Hunter, weißt du so, das ist so. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie Big Spin sowas verteidigen kann, das ist mit dem Sparky und er checkt es einfach nicht. Das ist so geil. Minions rein. Ja, Minions rein, mach's! Bye bye. Ich kriege irgendwas. Der Hunter. Hunter jedes Mal. Der Hunter. Oh, das ja. Bro, Digga, ich check's nicht gespielt. Bro, ein Larry Lutscher. Richtig! Der war so okay. Schlecht. Ich gehe wieder rein. Aber er war so okay. Schlecht, dass es doch übelst nervig ist, Digga. Ja, ich glaube, ja. Er fliegt aus der GC oder aus der Challenge komplett raus. Er wird einfach gebannt. Okay, wer ist jetzt dran? Sam. Sam ist in-game. Okay. Ja, was soll ich nehmen? Kriegst du zuerst? Ich bin nicht in-game. Ja, Freeze. Freeze. Egolem. Was ist? Ja, wir können Egolem später nehmen, wie immer eigentlich. Ja, okay, Pick okay. Freeze, stimmt. Ne Freeze, ein Freeze, ein Freeze, Freeze, ja. Freeze, 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 rechts. Ich nehme Freeze, okay. Ja, ich matche gegen den jetzt Egolem weg. Ja, was geht? Ja, das wäre immer so. Das wär wirklich die Aktion der Aktion. Junge. Kobolde, okay. Interessant hier alles. Was machen wir denn? Ich weiß gar nicht, was ich picken soll. Weiß nicht, Bruder. Das ist ja deine Entscheidung. Mighty Miner. Mighty Dünner. Boah. Ich kann ja kaufen. Kuss den Leuten jetzt Fortnite, Bruder. Danke für die neue Ehre. Der Gegner pickt interessant. Mhm. Stabled Funkstone. Ja, wir nehmen mal die US. Jetzt brauche ich halt noch eine Wincon. Oh Mann, ich will keine Wincon picken. Okay, es kracht halt so sehr. Ja, wir geben dir noch eine Wincon, großer, aber gut. Das ist echt so. Alles gut, danke. Musst du dir keine Angst machen. Ah, keine Angst haben, großer. Irgendwie ist das nicht der. Weiß nicht, ist nicht so geil. Ach du Heiliger, okay. E-Golem auf jeden Fall. Ja, okay, cool. Was eigentlich noch Rakete oder nicht? Ja, Rakete, keine Rakete. Keine Rakete? Ja, Rakete. Ich habe jetzt einfach vier Spells. Geht halt kurz an den vierten. Vielen Dank, Ehre, dankeschön. Ich gehe kurz aufs Klo. Oh Mann! Bro, wenn der Gegner auch einigermaßen kompetent ist, dann gewinnt er das. Ich habe gar nichts gegen MK außer meinen Mighty Miner. Und ich hätte halt nicht immer Mighty Miner haben, so ist das ein Problem. Minions, smart. Bro, du hast keine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Danke, Flojo. Ich habe keine Chance, natürlich habe ich eine Chance. Mighty Miner ist OP. Achso. Ja, manchmal bin ich auch einfach dumm. Ja, gut. Ich habe nur Angst vor dem MK irgendwie. Ich hab jetzt halt so Freeze, Earthquake, Mighty Miner und Rocket auf der Hand. Wenn ich Mighty Miner raus habe, hab ich gleich noch ein Egolem auf der Hand. Ja. Ich tippe jetzt weiter ein Egolem. Das ist ja eigentlich ein Cycle Genius. Das braucht nicht so. EQ. Wie EQ einfach auf Kobolde. Was soll ich machen? Komm, zünd ihn, Olga Sohn. Nicht. Ja, was mach ich jetzt? Wappe cyclen. Ja, doch nicht cyclen. Cycle ist richtig nice gegen ihn. Hallo OP League. Ja, wir müssen League ein bisschen. Ist okay, großer. Du hast eh bis eh reich. Gegner, der ist auch OP League. Wohl gut. Verteidigst du eigentlich. Gegner, ich verteidige so eigentlich so Minga-Ritter, wenn du kein Mighty Miner hast. Gar nicht, deswegen spiele ich auch mal Mighty Miner erstmal nicht. Okay. Wusstest du, dass Twitch Prime kostenlos ist?
Ja, easy. Supportet uns sehr gerne. Wir sind arme Streamer, die ein totes Game spielen. Und lassen uns hier und spielen E-Golem. Wir sind nett. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Sage ich. Ich mach Mighty Miner, I guess. Ich hätte Mighty Miner nicht mehr auf der Hand. Here we go, Elijah. Boy, always me. Wow. Erstmal, hallo, der MK kommt. Selex, du bist in der 6. Vielen Dank. Los, MK an die Brücke. Ach, kein MK an die Brücke, bitte. Yeah. Also, egal, bisher hält sich ja stabil. Stabil, Bruder! Ja, normal. Aber das hast du nicht in der Wundkondition gespielt. Bro, ich glaube, du hast noch nicht gespielt. Da gehen wir einfach die Q-Cycle. Klar. Rest of the Wockel. Django kostet jetzt 20 Minuten Angst. Wenn ein FK kommt, dann. Mann, der muss doch einfach mal sein Gehirn jetzt anstrengen, Digga. Ja, okay, das war's nicht. Cool, zack. Minions jetzt vielleicht an die Brücke? Ja, aber falsch. Aber noch nicht dahinter, der davor, Bruder. Er spielt ihn davor, er ist so dämlich. Sehr und kalt, darauf habe ich ein Copyright. Digga, wie schlecht waren die Pfeile? Ich bin doch eh gestorben. Ja, geil. Der Krabstein. Oh Mann, warum ist der Gegner schon wieder so ein Saugus Maximus? Der Gegner ein Saugermauger? Ja, leider. Der Gegner saugt. Aua. Minions, aua. Hallo! Boah, hier holen wir Damage! Wir haben einen guten Push. Das ja, ist leider wirklich so. Oh nee. Leute. Oh nee. Der Doppel-I, was ist es? Das kann nicht wahr sein, ey. Wie kann man so eine ja! Frage sein? Vamos! Ich das jetzt dran oder fixst du? Du bist dran. Ich bin dran. Okay. Hier rein, los. Kann. Weiß nicht, 3 ist ganz gut, finde ich, Expo. Vielleicht machen wir 2, wenn wir gleich weiter bei Bär siegen sind. Okay. So, der Kollege. Was hast du gesagt, Sam? Vielleicht machen wir gleich mit. Warte, okay, was nehmen wir? E-Golem, oder? Wir müssen E-Golem nehmen. Ja, Bord, los! Ja, spiel den Main-Karte! Ja, ich bin immer im Draft drin, ja? Ja, ich bin ein Sauger, hallo, ich sauge gerne. Jedem. Es ist so krank. Man könnte den Challenge auch einfach E-Golem-Challenge nennen. E-Golem-Monk, okay. Ist ein gutes Deck. Wie auch immer so ein Leder. Monk sieht Value aus. Wenn nicht Omar wäre, würde ich glaube ich irgendwie jetzt so Dark Winds Kanonkarre oder so nehmen. Page. Danke, Paul. Darkwinds wäre ja auch nicht, Digga. Darkwinds wäre wichtig. Was ich sehe, ist ein bisschen krass. Alter, viel Final, kurz, wenn du mit dem Sack ist Ehre. Letztes Jahr 7 und Sonics 0312 und Johnny 0138 und 24 Jahre 24 und Yannick STLR. Kurz, vielen Dank, geil. Junge, was wird er denn? Er ist der Arsch der Nation, Tag. Jetzt letzte Karte. Muss irgendwas schauen, was wir dir gleich geben. Ja, ja, das ist das Problem. Bro, ich nehme mir mal den Bombenton damit. Und Mr. Kuss, elften Kuss. Wie lange mal lieber Ehre? Er hat schon Cage, aber ich weiß nicht. Wie, aber sollte er beides nehmen? Kann ich bitte aufgeben? Bombentower, Digga. Ja, aber es könnte sein, dass er vielleicht. Kann er AG nehmen oder so? Dass er AG nehmen, dann brauche ich auch noch was, Digga. Aber ihr werdet mir bestimmt keinen Counter gegen AG geben. Ja, guck. Ha, gelesen. Ah. Ja, ist tatsächlich smart. Oder Kuss, jetzt haben wir Ewi Genji, vielen, vielen Dank. Das wurde richtig gut gegen Kanonkarre mit Cage und Healer und. Boah. Ja, ja, X-Boom ist es. Ist, glaube ich, top. Nein, ich hab doch Ritter, weil er es predicted. Das ist der X-Bogen. Wir nehmen den X-Bogen. Und dann können wir nochmal überlegen, ob wir so eine irrelevante Karte so. Eisgeist oder so vielleicht. Der Eisgolem. Nee. Ich würde, glaube ich, Batram nehmen oder Giant oder sowas. Würdest du echt Giant wählen? Das hat eben schon nicht so gut funktioniert. Ja, okay, dann lass. Bedroom. Aber ich glaube, es geht, wenn. Weil der Cycle ist ja eh schon so Schwanz, dass es völlig egal wäre. Ja, Trust, ich gewinne das. Ja, ich weiß nicht, so Skellies oder Ice Guys würden halt Card Carry noch. Ich glaube, ich bin der Gold Warfare. Weil wenn du keine guten Karten hast, die du durchcycelst. Ich meine, wenn der X-Bogen cycelt und der Gegner hat Royal Giant Ritter Kanonkarre. Das ist ja auch komplett egal, aber ja, ich glaube, es ist okay. Aber ist fein. Elektro, kriegst du deinen zweiten, vielen, vielen Dank, Ehre. Die Welt ist interessant. Aber ich verstehe, was du meinst. Klar.
Wenn wir jemand eine Karte geben, die noch irgendwie eine. Weil er hat ja gerade keine Karten mit irgendeiner Stärke so. Der hat keine Win-Condition so richtig gefühlt. Ja, aber Battle Ram, ich meine, wenn der Gegner halbwegs gut spielt, kommt der Battle Ram ja auch. Ja, das ist immer so, das ist die Frage. Das ist das große Fragezeichen, ob der Gegner gut spielt. Aber ich finde es ganz geil, dass Morten jetzt so einen Turm-X-Bogen hat. Morten wartet. Morten Turm-X-Bogen. Ich würde X-Bogen machen. Mach doch mal die Alperin. Nein, wir warten. What's up, Airsurfer? Mein Deck ist besser in Doppel-X jetzt halt. Ja, das stimmt. Junge, ist lach. Dein Deck ist einfach besser, wenn du gar nicht spielst. Ah, chillig. Oh, was macht der? First Player an die Brücke. Oh nee, das ist aber doof. Hallo, AG First Player, die Brücke. Oh, richtig viel Damage. Fliegt denn die vor sogar, mit Glück? Ehre, der fliegt vor, wichtig. Die Skelly Decks heilen einfach jetzt wieder hoch. Die werden hochgeheilt. OP, hä? Oh, was machst du? Okay. Gut. Damage. Ein Cage. Also ich sehe wirklich bei dem Battle Ram sehe ich eine Gefahr. Für unser Wohlbefinden. Wie er sein Cage schon gespielt hat, könnte das sein. Oh, Kid. Aua. Er hat irgendwie 300 Milliarden Tanks gegen meinen Dark Prince. Das nervt. Okay, das wäre crazy wegen Mother Witch. Ja, aber das Ding ist aber, du musst mal brechen, so die Gegner, die sind nicht so, die. Der würde einfach die Mutter extra nicht nehmen, so. Ja. Das wäre übel gut gewesen. Kommt der Ego rein, ist der so gut? Ja. Ja, G. Oh, ist gutes Timing. Die locker. Bombenturm hier carried. Interessant. Voll aber ein bisschen. Ein bisschen Angst vor dem Counterpush jetzt. Okay. Ich bin der Dani, vielen Dank für den zweiten. Danke, dass du Gipix bin. Fan seit 5 Jahren. Oh, wenn ich nicht auf Twitch bin. Ey, danke dir für die Worte. Vielen Dank für den zweiten. Geil. Oma. So freue ich mich, wieder sehr zu lesen. Dankeschön. Oma. Ja, ey, der Rambock! Ja, er hätte mir den Battle nicht nehmen geben dürfen. Mann! Ja. Sven ist gerade gewesen. Aber Oma hat auch verteidigt wie ein. Ja, aber das ist ja klar. Die sind alle die größten Schwänze hier. Die spielen alle. Vielleicht gewinnen, mein Deck war gut. Die Giga auch vor mir. Nee, okay, Papa ist 100 recht. Für Morten kriegt kein Battle Ram mehr. Ja, ich krieg kein Battle Ram. Nein, du kriegst kein Battle Ram mehr. Mano! So. Okay. Ich will, du darfst. Ich darf rein. Warte mal, ihr habt immer noch alle nur eine Niederlage, ne? Ja. Okay. Du hast keine, oder? Ich hab noch keine. Jo, Alex, sag mal den 14. Ich geh rein. Oh, Alex, danke dir. Okay. Vielen lieben Dank. Kein Ego, denn wichtig. Willkommen auch im Stream. Was geht? Okay. Einer muss picken. Vielleicht Rocket? Oder Rocket, nur Rocket. Rocket. Das ist so krass. Das ist so krass. Oh, ich darf nochmal picken. Rocket ist ganz useless irgendwie so. Dark God, Magic Archer, Mother Witch. Ja. Noch gegen so einen Monk, wenn man nicht will, mal so rocketen. Mini-Packer, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Oh nee, da geht einer noch nur, Bro! Ich schon sehe, Mini-Packer. Ja, okay. Ist es, ich kann mal den Leuten kloppen wieder, Junge. Kann ich deine Gruppen haben? Er ist es. Bro, hast du nicht komplett normales Deck gefühlt jetzt auch? Bro, er hat nichts gegen Mighty Möhne. Ja, es kracht irgendwie bei Kollege King Pro. Kann er irgendwie jetzt irgendwie so Magic nehmen einfach? Magic ist doch übel stark, oder nicht? Kanonenkarre ist auch stark. Nee, du, okay. Magic, Kanonenkarre, eins von den beiden. Auf die Idee kommt er nicht, er kommt nicht auf Magic. Für ihn ist maximal Kanonenkarre drin, von der geistigen Kapazität. Kanonenkarre wäre auch fein. Eins von beiden auf jeden Fall. Wäre wichtig für sein Deck. Mother Witch ist okay. Kann man machen. Jetzt hat halt der Kollege Bix mit den Kanonenkarre King Pro. Hast du nicht bedacht? Im King Pro jetzt irgendwie Lightning oder so nehmen oder Poison? Bix bin ich dran. Ich hab irgendwie ein ungutes Gefühl bei Kollege King Pro. Was gehen wir, Bix bin? Giant, weißt du nicht, oder Giant, so? Giant hab ich auch gedacht. Giant.
Okay. Nein, und was noch ist die Frage? Acht Kopf in den Lock rein, auch komplett smart. Smart. Weiß nicht, Zap ist irgendwie useless. Ja, gewillig Zap. Nimm Giant Zap am besten. Erstmal Giant. Ne, was willst du mit Graveyard? Der hat doch Mutterhexe und so. Wollen wir Graveyard nehmen? Ja, nimm mal Graveyard, aber ich weiß nicht, ob der Gegner das verteidigt bekommt. Oder wenn der Gegner spielt einmal Hex oder rausgeht, mit Giant Graveyard rein. Vielleicht hätten wir Wallbreaker Graveyard nehmen sollen oder so. Ja, vielleicht. Fabian steht ja vielleicht zu Hilfe. Kurs, Dankeschön. Kanone, okay. Was, wenn er Slats ist? Wenn er wie ein Knecht, wenn er wie ein Knecht Magic Archer Dingsbrück gemacht hat, kotzt. Wenn die Mutterhexe random rausspielen, dann macht Bixon einfach Giant Graveyard an die Brücke und dann auf einmal hat er gewonnen. Das wird auch gut. Tschüss, danke dir, Großer. Da ging ein Small Spell nie, oder? Nee, ich glaub nicht. Würde kommen. Hexenmutter, ja. Der weiß nicht, was er tut. Oh Mann. Mann, der Gegner hat so viele Antworten. Doch, Graveyard war der Player, weil der Gegner ist inkompetent. So, wenn er das Matchup nicht gewinnt, gewinnt er gar keins. Ja, wir müssen irgendwie brechen, dass der Gegner inkompetent sind. Wir hätten nicht Graveyard nehmen. Ja, aber es ist inkompetent, Digga. Der ist inkompetent. Das kracht, das kracht. Er ist komplett verwirrt. Kommt Dartkopf? Ja, Dartkopf ist gut. Alles aber. Gut. Ja, aber reicht nicht. Ich nicht. Nee, du warst komplett beschissen. Was für ein Nado, Bro? Der war so schlecht. Der Nado war so bad. Dann Mini-Packer vor dem Mond. Wenn der Gegner Guards hat, ey. Junge. Egal, was wir gedraftet. Ich sag's, wie es ist. Ich heb die Schere, egal, was wir gesagt hätten. Denn der Gegner. Ja, okay. Der ja, Gegner das hätte ist wirklich, gewonnen, das ist wirklich Durchfall, gebe ich zu. Der Gegner hätte eh nicht gewonnen. Wie kann man so scheiße sein, Junge? Also diese zwei Plays gerade. Weißt du, der Darkop gegen den Raven war gut, aber dieser Nado gegen Giant. Weil schon tot war. Mini-Packer vor dem Mond. Der ist so scheiße, Chat. Wisst ihr das? Jeder von euch aus dem Chat ist besser als dieser Larry. King Crow, Digga, nenn dich King S. Oh, wie das sick. Alter, vielen wieder fürs Support. Kuss geht raus. Ja, Dankeschön, das ist sehr geil. Nicht. Bro, er fickt sich selber, weil er so scheiße ist. Weil dieser Dark-Comp-Pick war auch so, weiß nicht. Das nervt alles. Oh. Oh, Hobbs. Oh, geil, Hobbs, geil. Fällt trotzdem. Los, danke dir. Kuss, Kuss. Ah, 30 Monate. Nein, kein Fortnite. Wie eine Regel, müssen drei Karten gewinnen. Warum habt ihr ihm nicht drei Wichser gegeben? Stimmt, wir geben ihm jetzt noch Poison gegen Magic Archer und Mother Witch. Ah, der Mönch, Großer, was ist das? Ich glaub, ihn sogar falsch, zündet ihn da nicht mal. Ja, ich hab mich erwartet, dass er macht so noch so eine Late-Zündung. Er ist wieder Bruder, dieser Push, ne? Das klappt nicht. Er ist der schlechteste Spieler, Digga, bei vier Siegen, Junge. Und Chat, wenn ihr, Digga, wenn ihr nur vier Siege-Rekord habt, dann wisst ihr, aber das ist euch komplett kracht. Also, Real Talk, der ist so beschissen. Es hat einen Tag von dem ersten Nade und danach war es das. Dann hat er die Schere gehoben. Hallo, können wir das verteidigen, King Pro? Boah, geil. Cool, der. Geil, gut, dass Bix mit Ritter und Mighty Miner hat. Egal, jetzt Minipacker Brücke mit Mutterhexe und dann. Nein! Oder lieber so. Alles geht, der Gegner rein, ich bin verteidigt. Ja, da kommt ein Hai, um den Monk zu beschützen, gegen die Kanonka. Aber bei Monk ist auch relativ schlecht gegen die Kanonka. Das ist ein bisschen schön. Kann ich noch zünden immerhin? Zünden nein, er kann das nicht. Nicht. Er will den Button nicht, oder? Oh, das ist spät. Immerhin. Moment, was vom Gegner. Also, Graf ist halt echt eine tote Karte. So. Aber der Enke in den Mighty Miner rein, damit er stirbt, das ist auch eine korrekte Idee. Ja, außer der Tomb Mage, das ist wirklich sehr gut, der Schreiber. Kann und die Mutter ist so hoch, weil sie einfach gar nichts bringt. Smart, geil, geil, oh, geil, oh, zack. Oh, 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 was ist das? Oh, geil, gute oh, Rakete, die Rocket. Rocket. Nice, danke komplett. Egal, da. Ich glaube, das Gameplay ist so scheiße. Das ist wirklich so krass. Zack, Nado auf gar nichts. Oh, das ist so schlecht, das ist so pain, das anzugucken. Boah, geil, nächster Match, ich hatte die Brücke, zack, zack, klar, zack, klar, bringt gar nichts, geil. Mann. Das ist ja so insane! So, ich krieg so noch das Mutter über dem Gameplay, ist ganz krank. Ich hab so Rocket gerade. Und dann okay, der Dartkopf von ihm. Und dann der Nado von ihm. Mega Ritter wieder an die Brücke, klar, bringt richtig viel, komm, los. Ja, Kanonka, los, wieder Dark Brücke, klar. Es gibt ja auch kein Holz so. Komm, spiel jetzt noch Mutterhex an die Brücke, los, Mutterhex an Brücke, für nichts, komm, los. Was Mutterhex, los! Komm, Magic Archer, du gewinnst das Game noch. Ja, er ist so schlecht. RBM-Ball beschissen. Ja, er heult. Richtig. Jo, war der Mensch. Vielen Dank für den Support. Kuss. Ist im Sinn, Chat. Vielen Dank für den Support. Kuss.
Und Mark Koro 95 sagt jetzt vielen, vielen Dank. Ehre, bis in den Chat. Kuss geht raus. Tom 59. Ja, Rakete. Rakete, wir gehen rein. Los, zeig dir wieder groß. David Beck, Teil oder sich alle von Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank. Sehr geiler Support. Killcup war der zweite. Danke, die Killcup für die zweite Ehre. Wie kann man denn so schlecht sein? Der war wirklich so, so schlecht, Junge. Aber ich muss auf fairerweise sagen, ich hatte echt einen geilen Unterbau irgendwie. Gegner ist sehr gut am Draften, das heißt, er wird komplett beschissen spielen. Dann nehmen wir Fischer. Boah, Digga, warum machst du nicht kein E-Golem, Junge? Spielst du mal gegen einen richtig einen guten, so hättest du E-Golem, dann wird er safe gewinnen. Kobolde, Draft bisher nicht bad. Ja, ohne dich, Großer, so weit würde ich gehen, ja, ohne dich. So weit würdest du gehen? Ich würde so weit gehen, Großer. Ich habe keine Angst davor. Ghost. Ich bin der Wirt. Firecracker. Ja, Goldeck. Mein Bruder spielt sehr besser. Klar, man bin Einzelkind. Das ist halt geil. Was? Was, Bruder? Wortwörtlich, was, Bruder? Lol. Lol, sag klar. Wenn ich jetzt nur noch einmal so, weißt du, so eine geile Win-Condition zusammen draften könnte und so wäre mein Deck eigentlich perfekt. Ja, wir geben dir gleich nur Scheiße! OP Morten. Mann, tut mir leid. Dann bin ich einfach ein Arsch. Ja, ich nehme, glaube ich, einfach Mighty Miner. So, was soll ich nehmen? Boah, vielleicht Erdbeben, Digga. Nein. Echt ein gutes Deck, Mann. Ja, das Erdbeben. Das Sepp. Was? Ja, ist gut, erstmal Erdbeben. Erdbeben. Okay. Erdbeben. Jetzt sind der Ofen auf Lock. Jetzt ist der Ofen. Oder Inferno. Oder Bonto. Das ist ja wieder so schlau. Ich bin zufrieden, eigentlich mit meinem Deck. Sieht eigentlich nice aus so. Ein gutes Deck. Meine... Lass ihm gleich das Sepp geben, oder? Ja. Geil, mach Blick selbst, Bubble oder Rakete. Ich weiß richtig gut. Wo ist eigentlich der Deck? Die wurde irgendwie verloren oder so. Wer wurde verloren? Die Win-Condition von Sam. Ah, geil, nimm Bombentum. Ja, Sepp. Nimm Sepp. Okay, wir nehmen Sepp. Digga, ey, mein Deck ist gut. Ja, Deck ist echt gut. Kann ja Rocket cyclen, hä? Stimmt, gegen meiner Poison cyclen. Ja, ich mach einfach Rocket Earthquake, wenn er meiner Poison macht. Junge. Was ist das wohl ein großer? Ja, los, Rocket. Okay. Los, Rocket. Los, Rocket. Rocket First Play, OP Morten. Wieso nicht? Hallo, ich bin OP Morten. Grüß Gott. Cool. Jetzt geht doch, danke dir für den Monat Nummer 2. Du bist schlecht. Du bist gut. Du hast Meinung geändert. Oh, nein. Oh, ich glaube, ich meine nicht ändern. Oh. Los jetzt. Sind gleich den Kollegen. Für den Chip. Ja, auf beiden Türmen sogar. Gierig. Beiden Türmen sogar. Gierig. Alter, das ist eigentlich ein guter Cycle. Viel Zauber, mag ich. Ja, wir machen einfach eine Rakete jetzt. Wie hier einfach eine Rakete, Bro, das kannst du doch nicht hart tun, Digga. Oh mein Gott, wir haben den Dartcop predicted. Und trotzdem nicht getroffen. Stark. Und verloren. Hilfe. Schnell dann gehen, bitte. Ja, ich jetzt aber gleich Miner spielen und ich komme mit Outchippen. Schlecht eigentlich gut? Ich muss noch setzen, oder? Ja klar. Sag mir so schlecht. Sauer. Geh in die Bombe, Großer. Chip ihn auf beiden Türmen. Bro, er outchippt dich. Monkerino. Er ist der Beste. Er ist der Beste. Was ist meiner? Oh shit, komplett schlechter meiner. Firecracker war aber auch unnötig großer. Machst du nicht clever? Ja. Nee. Mag ich. Ich dachte, der Fischer würde dich holen. Ja. Irgendwie sehe ich clever gerade von dir. Egal. Rocket Cycle einfach gleich. Klingt toll an, solid, macht er gut. Mighty Miner ist broken für dich, Digga. Sag ich. Sag ich. Bro, Rocket braucht wieder Nerf, es nervt, ist wieder komplett OP. Rocket ist einfach eine bessere Recondition als E-Golem, macht gar keinen Sinn. Ja, stimmt, ich müsste auch, wäre für den E-Golem-Buff. Geil, gib ihm die Rocket-Value, ich mag das. Und ja, so schon schaltet er nicht. Ja. Eww. Los, zünd ihn. Ja, und jetzt wird's was hat's abgemacht. Hilfe, ich hab nicht gesehen, meiner. Bro, der meiner chippt, egal. Rakete öffnen, klar. Schieß Gelly. Los, da kommt der Hintergroßer. Zack. Zeig der Welt, dass du besser bist als Sam.
Der Meier-Chip, großer. Morgen wieder an die Brücke für den extra Chip. Beschütze ihn, nein, zu viel Value. Egal, meiner rein, los, meiner, ja, meiner, los, meiner. Gut. Poison, noch irgendwas. Bro, er kann eigentlich so aggressiv spielen, wie er will, weil. Ja, du kannst dich punishen. Ist echt so dumm. So. Ja, sag, boom. Gute Kurbel, ja. Ach, Digga. Das gucke ich mir hier an. Junge. Aber jetzt ist er, jetzt hat er eigentlich eine gute Situation, weil jetzt könnte meiner kommen. Ja. Jetzt könnte er eigentlich die ganze Zeit weiterkommen. Poison, also der Gegner Poison, hat seit 300 Minuten eine gute Situation. Poison die Weckerin, Poison euch die Weckerin. Was ist das für eine Zündung? Oh. Hallo, ey. Ich bin so Leben am Limit. Poison, sieh doch Poison endlich. Hallo Poison, doch, das ist ein Poison in deinem Scheißdeck. Ja, da geil. Ist er endlich. Oh, ich dachte schon wieder ein Turm. Weiß gut, aber gefehlt. Meine rein, zack. Da kommt man die Bridge! Wenig Elixier! Wow! War das gerade? Digga, das wird so close. Wann entdeckt der genau, dass der Poison werfen muss, Mann? Agarius. Kann einfach die ganze Zeit meine Poison. Oh, Digga, er gibt so viel Mighty Miner Value, er ist so verwirrt. Oh, er hat so viel Glück noch. Oh. Der Miner Tank nicht. Der G-Scale Tank für den Miner, das ist so viel Damage. Ja! Ja! Was hast du, Crackerin? So viel Elixier investieren. Fire Spirit kommt rein und klingt es ab. Rakete fliegt. Digga, das ist nicht wahr. Was ist das für ein Game? Egal, nächster Miner auf Turm. Los! Fischer kommt jetzt. Das war's. Der Dark ist so schlecht. Bro. Guter Miner, guter Miner. Ne? Poison, er braucht noch ein Poison. Ein Poison noch. Er hat gewonnen. Mann, Digga, der Rocket Nerf. Bro, hätte ich Hops genommen. Du bist outplayed. Er war viel besser als du. Ja, Alter, Lachs, Junge. Okay, okay, damit zwei Niederlagen für Sam. Rocket Nerf, ist ein Win. Doch. Mann! Problem ist, ich hab nichts gegen Miner. Ja, du musst. Ich schiff halt immer, wenn er ihn spielt. Ich muss clashen, oder? Ja. Er ist so schlecht gespielt. Wahnsinn. Ich bin drin. Wahnsinn. Belfast Army. Hätte irgendwas gebraucht. Ja, Ego-Olem, ich mag das. Ja, ja! Egal. Bisher hat schon zwei Niederlagen. Okay, ich würde Ego-Olem nehmen, oder? Ja, ich glaube auch. Hab ich den einfach? Hab ich schon jetzt geopfert. Ja, den ja, wie gesagt, danke für den zweiten Monat. Kuss geht raus. Mann. Lecker. Lecker. Mag das. Ja, gerade wir gehen wieder auf unsere altgewährte Ego-Olem Monk-Taktik. Kann er bitte Inferno-Dragon nehmen und ich komplett hopsen oder Elektro-Dragon? Sag sowas nicht. Sag sowas nicht, du Fischer. Karls, Kobolde. Nein. Hör auf sowas zu sagen. Warps. Warps sind komplett goated. Lass das. Nein, Resk ist hoch für die komplette Electro-Dragon Value. Auf damit. Kannst du vielleicht Electro-Dragon Lightning nehmen oder so? Ich will das nicht. Das hab ich echt überlegt. Könnte krachen. Kostet mein Deck halt so 1 Milliarde Elixier. Egal. Okay. Komm, 4,8. Ich mag das. Junge, was ist das? Bro, was soll ich tun? Ich brauche immer einen großen Spell, bevor ihr irgendwie Kacke draftet. Ja, ist richtig. Wir können schon einen großen Spell. Eigentlich habe ich jetzt schon die Checkliste abarbeitet. Goblins, Rascals, Princes. Irgendwie hat er gute Karten so gegen dich. Ja, naja, du hast auch sehr gut. Nicht gleich. Könnt ihr nicht noch ja, doch, erstmal wieder das Glockenläuten. Ich mag das. Moin! Ja. Ding dong. Komm, Ding dong. Sam ohne Güte. Wir wollen die Barbs, der ist smart, ey. Leo, was ist das für ein Deck von dir schon wieder? Ich hab jetzt den letzten Dwarf, ne? Hat's mein letzter Dwarf. Mein letztes Mal. Mein letztes Mal, jo. Komm. Oder Bowling. Das ist so beschissen. Hey, Wixby, was machen wir hier? Bro, es könnte Comet krachen. Was macht der Gegner? Da müssen wir erstmal rausfinden. Anfried. Saver G oder so. Also, ich würde beinahe schon Freeze sagen. Ja, aber Freeze könnte noch Value bekommen. Ich glaube, sowas wie Inferno-Turm ist halt komplett useless, oder nicht? Was ist mit Eisgolem? Ist nicht Inferno-Turm komplett nutzlos? Aber dann kann der Gegner keine Royal Giant picken. Okay. Sag ja, Eisgolem. Okay, Eisgolem. Im ja. Eisgolem. Und dann noch ein Spirefoot vielleicht? Oder Skelette. Ja, Skelette könnte auch gut sein.
Skelette? Lass mal Skelette machen, sonst riskieren wir nichts. Er hatte keinen kleinen Spell, pick mal Skelette. Weiß nicht, es ist halt gut für Morten Cycle, so Skellies. Ja, aber was will er cyclen? Er kann wieder nur Schwanz cyclen. Ja, ja. Phantom wäre es nicht gewesen. Na, guck mal, wenn er jetzt ein Phantom gepickt hätte oder irgendwas anderes, Rage wäre es auch nicht gewesen. Er hat einen kleinen Spell gegen die Truppen so. Die Challenge, wir spielen, abwechseln und wir müssen uns gegenseitig die Karten draften. Ich glaube, wir haben guten Stuff gepickt. Ja, aber Morten Stack ist halt so, weißt du so, dass er kann halt safe gewinnen. So. Ja, aber da hat er halt eine gute Vorarbeit auch geleistet. Wir hätten ihn das nicht mehr ungewinnbar machen können. Ach, das ist eine dumme Frage, es nervt. Irgendwie hat er jetzt den Bowler. Ja. Dieses Princess Place, man spielt sie noch höher, komm. Hallo, ich bin offiziell. Kann ich aber Buffs machen jetzt? Buffs natürlich, jawohl. Ja, wie schlecht war das von Morten? Wo soll ich wissen, dass er weiß, dass man Barb von der Prinzess spielen kann, wenn er die Prinzess so spielt? Ja, wenn er jetzt RG an die Brücke macht, habe ich verloren. RG an die Brücke, Carnage, los! Dann muss ich irgendwie Ice Golem Cycle und dann Monk spielen. Junge, Carnage ist der Goat, wie viel Damage? Moin, wilde Weide. Also, das wird er gewinnen, das muss er gewinnen. Das Gute ist halt, du hast nichts gegen Princess. Gar nichts. Digga, Princess ist echt nervig, Digga. Ich hab nur Mongability und Lightning. Lightning ist so stark gegen die. Nein. Echt? Lightning ist ganz gut gegen die anderen Karten, also gegen Nitrogen Cage zumindest. Warum Princess same lane, so, damit sie gegen den Bowler stirbt oder was? Irgendwie war es das nicht gar nicht. Irgendwie waren die Buffs auch nicht das Wahre. Irgendwie schlecht! Also ich bin mir nicht so ganz sicher, was der Gegner da macht. Was war das für Barbs? Ja, das war's. Cool. Ja, cool, noch die Rascals in den Bowler rein. Gerade die Barbs, jetzt die Rascals, ja komm. Junge, Bowler war so ein smarter Pick. Ich bin der Goat. Aber auch nur, weil er nicht weiß, wie man gegen Bowler spielt. Nein, du sagst sowas nicht. Ich bin der Goat. Barbs, Barbs! Ja, hat er nicht verloren. Ja, doch schon. Verloren. Egal, nächster Bowler kommt, sag. Okay, bitte kochen. Jetzt wird's interessant hier. Ja? Hello, nichts. Mag ich. Die Eisgrund ist losbroken. Mag das. Kollege Carnage, wir brauchen jetzt einfach einen Cage. Dann noch wir wollen eine Nachthexe. Wir brauchen ganz viele Nachthexe. Ah, das brauchen wir jetzt gleich. Aber nicht so gut. Die Bolle tötet die auch alle. Ja, das war's. Die war leider gut. GG. Ja. Beide Gegner. RG, Brücke! RG, los, rein! Was ist das? Lightning Block, wenn du der Goat bist mit Kobolden. Das ist der Goat, Mann. Oh, wenn du jetzt Lightning Block, ne? Komm, Lightning Block. Babs, 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 yes, 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 Babs, 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 Babs! Babs, komm auf! Aber an die Brücke! Und da sind wir, Chat! Da kotze ich doch! Oh. Ja! Okay. 2-1-0, ja? Ja. Jetzt brauchen wir mal einen Big Spin los. Los, Big Spin. Okay, ich geh rein. Los, wir brauchen einen Big Spin los. Kann doch nicht sein los, hier. Los, Big Spin los. Hier steht jetzt ein 2-Niederlage. Ich mach komplett Auge. Keine Morden, eine. Okay, ich bin drin. Digga, das ist ein Name, Digga. Ich wurde gesniped. Digga, ich wurde gesniped und ich bin Opfer. Good luck. Was draften wir? Was draften wir? Packer oder so? Ne, Rakete. Sag einfach Rakete erstmal, Mann. Rakete, nimm Rakete. Ja, nimm Rakete. Rakete komm. Warum nimm Rakete? Gut. Nimm Rakete. Rakete. Ja. Was ist denn mit. Leute, ich seid mit solchen Spielen, ist halt wirklich der Urwirt. So. Nix. Ist es OP. Kann er bitte irgendwie Archers nehmen oder Queen oder so? Bro, er schaut den Stream. Der wird jetzt genau das nehmen, was du sagst. Cool, hat Arsch das genommen. Schaut der ernst den Stream? Nee, kennt das ist den? Irgendwie die schwule Eule oder wie der heißt, Digga. Das ist eigentlich Mexikaner, Digga. Das ist dämlich, Digga. Danke, Simon. Kannst du aufhören, die schwule Eule zu hängen, bitte?
Das ist überhaupt erlaubt, ist der Username. Ist das nicht irgendwie so gegen die Terms of Service von Supercell verstoßen oder so? Das ist gegen die Terms of Service verstoßen, wenn sie schwule Leute sind. Sei lieber leise, sonst wirst du gleich gecancelt. Das pickt er da. Okay. Braucht er irgendwie eine Win-Condition, unser Kollege? Was geben wir gleich, Kollege? Weiß nicht, Entfernatum. Ich. Ja, ich. So OP-Tank wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. OP-Tank wäre nicht so schlecht. Das ist so ein Giant oder nein, so. Nein, das ist aber nicht lustig, weil er den gesniped. Aber trotzdem. Wir stellen uns aber vorher, hätte ihn nicht gesniped, dann wäre es übelst lustig. Ach so. Doch, weil es mit E-Spirit für den absolut krassen Reese. Dann ist es nervt, der schwule Eule, Mann. Okay, OP Big Spin. Weißt du eigentlich, dass das war so? Ja, klar. Mortar hätte ich aber auch genommen. Mortar ist doch die einzige Chance. Danke dir, Wolf. Also ich sehe unseren Kollegen Big Spin bei einem Giant auf jeden Fall. Ja, klar. Zack. Vielleicht noch ein Gravel oder so. Das ist auch Jusos gegen Archers, oder? Ja. Wobei, nee, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wie gut die schwule Eule ist. Na, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, Giant, oder? Ja, auf jeden Fall Giant. Auf jeden Fall Giant. Giant ist ja richtig geil. Was ist noch jetzt? Wollen wir Packer nehmen oder so? Weiß nicht, hat er einen Packer gegen Energy? Tesla oder so ist da auch. Ah, nee, Tesla. Ah, weiß nicht. Ich würde sagen, Gravel trotzdem. X-Bogen ist doch useless. Ja, dann nehmen wir X-Bogen. Ich sehe den X-Bogen immer nicht, weil der so weit unten gammelt. Ja, das ist aber gut. Warum hat er eigentlich Kobold fast genommen, Digga? Das macht auch gar keinen Sinn. Schwule Eule, wenn du das siehst, du bist dumm. Warum nimmst du Kobold fast? Gegen Bubble. Klar, zack, klar. Danke, der erste Mal. Ja. Also der Phoenix, der kann carryen, aber... Ja, das sollte gegen Monk und Phoenix und Eastwood nehme ich die Main-Horde. Schwule Eule zeigt mir wieder, dass sie nicht schlau ist. Das könnte krachen. Komm jetzt mal in den Sound weg. Ja, wahrscheinlich, weil er nicht mehr da ist, hä? Oh, das macht ja komplett gar keinen Sinn. Doch, das macht Sinn, glaube ich. Ey, aber ich mal Real Rap, ich fände die Challenge geil, das sollten wir öfters machen. Okay. Ja, doch. Also ich mag Mega Draft auch. Klar? Ja. Lustig. Ach so. Junge, nerv mich nicht. Ach so, ja, klar, sag. Lock! Mann. Wixman, sprich mal ein Machwort oder so. Machwort. Hallo, ich bin Wixman. Was ist hier? Warum ist jetzt irgendwie. Warum hat klar, das so ist die X-Bogen. Nein, der X-Bogen gewinnt das Game. Der X-Bogen gewinnt das Game. Och, nee, Bro, das, was hat der? Ich hab mich hingeguckt. Ich hab mal gedacht, was passiert hier? Was haben wir dagegen jetzt? Bro, nächstes Mal hören wir auf mich, Opi, Alter. Eine Horde, okay. Aber wie kann das denn sein, Junge? Das. Ich meine, hat der Mortar oder irgendwas anderes an der Brücke gespielt? Was ja, Bro, hat noch nicht. Relax, hat noch nicht gewonnen. Die Wixman kriegt auch nicht. Ja, aber was ist passiert? Wie kann die? Digga, wie viel Damage machen Minion-Horde, Digga? Ohne Witz, ne? Ich hab so viel Schaden kassiert. Ja, weil der Gegner beschissen ist. Ist gerade komplett, ja. Das war so ein Elixier-Nachteil. Komische Eulen-Ente, Digga. Herzlich mal. Junge. Digga, snipen und dann verlieren, dann bist du halt der Ultra wird so. Bist du einfach schlecht. Ja, das ist irgendwie. Aber irgendwie für der. Minion Horde ist underrated. Ja, aber irgendwie hat er nicht viel gegen den Dinger, gegen den Monk. Klar. Mach das. Mit dem Horde ist alles nicht so optimal. Manche meine auch nicht so optimal. Einfach vermöbelt. Oh, was ist das? Entfernung so setzen, der war nicht so gut in meinen Augen. Wieso? Das war fein, oder nicht? Tank den und töte den. Oh, dann schätze Fernturm, der macht Bums, Bums und alles weg. Ja, die Archers waren so schlecht platziert, Mann! Wieso? Schule Eule! Ja, das gibt's ja. Ja, der Name. Magst du Füße eigentlich gerne? Ich stehe neutral zu Füßen. Das Kohlfass war es irgendwie nicht. Wieso? Und das tankt aber ab und tötet den Archie. Ein Hit! Ja, zack! Gegner führt, obwohl er spielt wie Scheiße. Was ist das jetzt hier? Warum zündet er den? Ja klar, lass doch mal den Füchsen. Ja, lass den Füchsen. Ich komm noch mit. Geil, Feuer. Was macht er? Er ist so schlecht! Er ist so schlecht! Mighty meine Horde an die Brücke. Random Ability. Phoenix durchlaufen lassen und Phoenix mit einer P trotzdem noch Feuerballen. Junge, also, er ist so kacke. Coole Eule, ich sag's dir als Kumpel, hebt die Schere. Du bist beschissen. Junge, der ist so schlecht. Ich glaube, von jeder Gegner, Bro, der hat 6 Siege geschafft. Ich weiß gar nicht, wie der 6 Siege geschafft hat. Oh Mann, was geil, ey, geil! Das ist so gut von ihm. Junge, das war der schlechteste Spieler. Das war echt, also der war ja wirklich.
Digga, solche Plays spielen übelst haben mein Autismus, ja. Also, nee, das kannst du ja keinem erzählen. Jeez. 1-7. Ja, komm, schwule Eule, Digga. Leck meinen Hodensack. Wie kalt bist du? Geil. Ob ich dann geh rein? Ja, hoffentlich spielst du auch gegen die schwule Eule. Schwule Eule, hast du noch gemacht? Willst du noch irgendwas sagen? Weißt du, gut, du kannst hier dann wieder 25 verloren, Chef. Kurs, danke für den Support. Geil. Ja, cool, danke. Ist das so gekackt? Ja, Bruder, warum snipest du? Hä? Das ist so dumm. Also so gekackt, Bro, schwule Eule bist beschissen. Verstehe ich. Kann man so kacke sein. Wie ich dein First Pick. Ich weiß auch nicht, Mann. Du bist dumm. Ja, ich glaube, ich nehme einfach Monk. Und Sparky auch. Bro, süß. Kannst du auch für meine Taktik zu kopieren? Junge, ich spiele jetzt irgendwo mit Sparky, ich kenne da gar nichts. Nimm doch einfach Ejan First Pick, ich hol ihn gar nicht. Schwule Eule. Wie der Arme, er sniped, hä? Der Arme. Ja, vielleicht der Arme, weil er so scheiße ist im Game. Er sniped und verliert, Digga, wie peinlich. Sag mir alles los. Ich glaube, nimm noch einen Rage mit. Giga war ein Dummkopf. Ein Blödian. Und ist er eigentlich Ejan First Play? Obwohl Sparky offen ist und es keine Rakete und so gibt. Alter, der Gegner ist auch. Ich weiß jetzt schon wieder, dass dein Gegner übelst beschissen ist. Ja. Leider ja. Vertraut doch einmal einen Runnerfucker. Runnerfucker. Es ist ja so geisteskrank geil. Ja, wir brauchen noch eine solide Karte. Ich glaube, wir nehmen. Dann nehmen wir doch den. Digga, ist so egal, was ich dir gebe. Du hast jetzt schon gewonnen. Digga, wie kannst du denn jetzt schon gewonnen haben? Okay, was soll ich nehmen? Ja, es ist. Digga, wollen wir ihm Quiz geben oder? Nee, nicht, oder? Ja, doch, Freeze. Dann Freeze. Okay. Ja, Freeze noch was geben wir noch. Ah, so was wie Koboldfass. So was wie Koboldfass oder so, was eigentlich gar nichts bringt. Ja, Koboldfass. Oder nimm Koboldfass. Okay, ich werde eh noch nicht dran am Draften. Ich hoffe, er nimmt jetzt Koboldfass. Ja, du hast eh gewonnen, Digga. Ja. Digga, wie kannst du schlecht draften? Kannst du bitte Runner Falker nicht erinnern? Bro, bin so nervös gewesen, hab gespielt auf Klo, ja los. Digga. Bann, Digga. Okay. Stimmt's einfach. Robert Fass. Fabian, kurz in der 26. Hey, ich bin zufrieden, Alex, nice. Ist 20 Tage nach dem Sub. Kann einfach Ejan First Play machen, wenn man es macht hier sehr geil. Schön! Digga, ich glaube bei dem Gameplay hast du dann auch erstmal Dünnschiss gehabt, Junge. Was ist das? Das ist ein Sparky First Play. Das war halt voll lustig, ich war auf dem Weg nach Hause und dann hat mich so ein Typ erkannt. Fahrrad, der ist an mir vorbeigefahren und ich wusste schon, er hat mich erkannt. Auf einmal, so nach 10 Metern, dreht er dann einfach um und meint so, hallo Morten! Ja, same vibes wie ich heute. Was ist jetzt nicht bei ihm? Hab ich einen Snap mit ihm gemacht. Ein Snap? Ja, einen Snap. Snap gemacht. Die Frauen halt so. Ich bin sozusagen OP Wingman. Grüß Gott. Das ist nicht ein Problem. Der Gegner ist komplett beschissen. Moin! Das war's, oh, ne? Ja, Digga, den Gegner, den kannst du halt nicht mal in die Tonne mehr treten. Das hat er nicht mal verdient, Digga. Direkt ein Abschluss damit. Ja, gut. Ich meine, das war's. Bin ich jetzt dran, ja, ne? Ja. Das war, was kriegt ihr bei Gegner bei 6 Wins? Ich krieg da immer Mohammed Daid und Mugi. Ich muss euch auch was erzählen. Ich war gestern, die vorgestern im Gym. Und da war so eine türkische Hochzeit irgendwie über dem Gym. Und dann waren da so draußen so ein paar Kiddies. Und die haben die ganze Zeit an die Scheibe geklopft. Und haben mir beim Pull-Up machen zugeguckt. Und dann haben die die ganze Zeit so Daumen nach oben gemacht. Geil. Rakete! Das cool. War irgendwie so voll rössig. Du warst Fans, großer. Warst du clever. Ja. Wahnsinnig respektlos waren, ist okay. Die Rakete. Okay, ja, Rakete ist gut. Ich weiß nicht, Magic Archer, Fly Machine und so gibt's alles. Würden. Ein Playboy Carti, der smart macht, nimmt er dich hops. Aber ja, ich glaube, er macht nicht smart. Leute, was für Gegner die nehmen. Ja, klar, zack, einfach mal Gott. Random einen Zap picken, der gar keine Value bekommt. Zap ist natürlich gut. Warum hättest du? Yo, CR-Player, danke für den Prime. Vielen lieben Dank für den Prime. 5 Prime ist kostenlos, dankeschön. Achso. Freut mich. Stimmt, Chat.
Reiner. Reiner. Sepp. Warum würde man Sepp nehmen? Ohne Sinn. Ja. Ich glaube, Playboy Carti ist es nicht. Weißt du, so auch so Flying Machine, Magic Archer, wären beide so geisteskrank gut. Ich weiß gar nicht, von was ich gehen soll. Du denkst zu der Worten, da denkst du gerade ein bisschen planlos aus. Weil mir kracht. Oh. Bro. Wow, wir haben gerade auf einmal. Tank, unser Kollege. Auf einmal not so bad. Gelliking oder so, oder Ritterbräuche. Oder Valkyrie. Aber Wallbreaker, ja, wahrscheinlich mal. Aber Wallbreaker nimmt den Miner, dass er irgendwas hat, an Turm zu kommen, bevor es kracht. Ja, warte mal, weil es hat er den Miner nicht. Ja, das war echt gut. Das war leider gut. Meiner Minions ist auch eine OP-Kombo mit Golden Knight. Ich weiß jetzt schon, du wirst den Hops nehmen mit meiner Minions Golden Knight. Nimm Flying Machine. Ich hoffe einfach, dass er keinen Feuerball nimmt. Bitte, nimm Feuerball? Er nimmt 100% Feuerball, ist ja nicht komplett dumm. Er nimmt keinen Feuerball, Playboy Carti bei ihm kracht's. Er muss Feuerball Skelly King nehmen. Bitte. Das machen wir ehrlich gut. Ritter! Ist okay. Ja, wie? Es gibt doch Skelly King, jetzt nimmt das Skelly nicht mehr. Ja, aber also Ritter ist jetzt nicht gottlos schlecht, sondern ist okay. Ja, aber irgendwie konnte, würde der nicht zum gewinnen. Oh Gott. Was nehme ich? Gott. Nach die Sieg aus einer 5. Der Biggie, bleibst du, du bist feierlich. Kuss mit Support, vielen Dank. Ich würde fast sagen, Eisgolem, oder? Ja, nimm mal Eisgolem. Lass mal Eisgolem, dann auch irgendwas Irrelevantes. Was ist wär's mit einem Lightning? Nee. Das ist irgendwie okay. Ich würde fast sogar sagen Lightning, oder? Ja, kann ich ja an den Lightning kommen. Lightning ist gut. Wenn er smart ist, nimmt der Edelstein, hat einfach gewonnen. So, ich habe viel Geist gegen Edelstein. Bruder, der hat Packer und Ritter gepickt gerade. Der ist gar nicht smart. Ja. Seine Leistungskurve fällt komplett ab. Ja, Edelstein hat gewonnen. Irgendwann? Legit. Wenn er Edelstein nimmt, hat er gewonnen. Rein gegen Rockets ist. Yay! Gegen Lightning Rocket. Was sind das denn für Leute? Dicker! Er hat so viel Versprechen gepickt, seit dann. Oh, was ist das hier? Komm, ist der connected? Ja, ist egal, ich war gar nicht bereit, so, weil man wird hier angeclashed. Hallo, ich wurde angeclashed. Okay, der Ritter war immerhin gut. Digga, ich hab einfach Flugmaschine genommen, weil ich gehofft habe, dass er Braindead ist. Digga, ist so dumm. Und er ist es einfach. Yo, what's up, Oxalate? How are you doing? Ja, zack, Flugmaschine, Feuerball open. Oh, denkt sich nur. Gang? Hör auf, Eisrohle. Gott, oh nein. Ja, okay. Oh, da überlebt. Das war ich nicht, nice. War trotzdem cool, für die Fans. Sah echt gut aus. Was ist das für ein Ritter? Bro. Das ist halt so. Aber der dasht, glaube ich, nicht. Der dasht nicht. Digga, ich wurde hops genommen! Ja, schade. Boah, eigentlich hier ganz schön lang Rüssel. Du bist ja ein Playboy Carti, du machst das gut, mach weiter so. Kann ich auch einen Clash, ich schließe doch einen Clash zu werden. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich hatte eigentlich Tram genommen, wo ich Lightning und Rakete habe. Keine Ahnung, es hat da gar keinen Sinn gemacht, weißt du? Hätte er einfach Edelstein genommen oder noch irgendwas, so ein Hawk oder so, zum Druck machen. Nein, wir nehmen noch die 3M. Check nicht, wie der Gegner so krass Vorteil haben kann. Und hallo, 3M in Rocket Lightning rein, ich mag das. Das ist so geil. Das ist wirklich so erbärmlich. Oh, da ist mein Darkhold an die Brücke. Ah, auf dem Darkhold an die Brücke und wir zappen das auch gar nicht einfach. Wir jetzt machen. Wir zappen das auch erst spät. Der Eisgrün-Typ. Ich glaube, ich gewinne das. Wir hätten ordentlich den Eisgrün gehen sollen. Es gab nichts Schlechteres. So. Ja, Eisgrün passt ganz gut in mein Deck. Eisgrün ist ganz gut in dem Deck, ja. Was hätten wir geben können? Nichts. Aber der Gegner, was ist dieser 3M-Pack? Der macht mich so geisteskrank sauer. Das hat gar keinen Sinn ergeben. Einfach 3M, ohne Grund. Aber immerhin fängt ihr jedes Mal die Flugi ab, das macht er gut. Ja, ich hab den einen nicht getroffen, jetzt kracht's ein bisschen. Hilfe! Wenn jetzt Wallbreaker Opposite macht, dann wird's krachen. Packer-Hit! Oh, gönn doch. Mann, das gewinnst du doch, ich seh das. Ja, cool. Ach, oh, wow. Das war's. Cool, einfach jetzt Rocket Lightning. Ja, cool. Außerhalb der Range. Ja, selber rein spam, Ritter, Wallbreaker, alles reinlosen. Wir machen doch einfach keinen Druck, so ist egal, dass unser Turm auf 300 ist und Rakete reicht. Wir lassen uns einfach sind die alle so schlecht, Digga? Geil, das Rakete reicht mit einer B. Aber wir sind auf deinen zweiten Kurs, Dankeschön. Und deswegen sind wir stark, weil wir wissen, wann wir gewinnen müssen, nämlich genau jetzt.
Klar. Okay, ich geh rein. Gegner ist ja wirklich so schlecht gewesen. Ja, ist auch besser drin. Zack. Klar, zack. Okay, wir drin. Hakbomben. Dein E-Golem ist gerade schon wieder komplett. Warte. Was machen wir im Runden? Rakete, I guess. Ja, einfach zu euch. Die Rakete wird so eine krasse Usage-Rate haben. Enemy Phantom First Play. Hilfe! Digga, ich weiß jetzt schon, dass das schlecht ist. Soll ich Rakete machen? Ja, mach Rakete. Ja, dann nehmen Sie das Giant nehmen. Giant, oder? Ach, nein, entspann dich doch ein bisschen. Der wird doch safe selbst keinen Giant nehmen, Digga. Ja, natürlich nicht, aber. Relax. Rocket ist immer so, weiß nicht, das wäre Cycle Welt. Schwierig auf Levels, Fan. Kannst du mir auf Insta schreiben? SAFK, kann das sein? Nein. Musst du nachdenken. Ja, er ist AFK. Er muss nachdenken. Och nee, Sibo. Ja, Sü! Oder vielleicht ist er einfach ein Weltspieler und macht eine Challenge. Kann er bitte irgendwie Zappies nehmen oder Magic oder Monk oder irgendwie. Kann ihm das Game Zappies geben. MK. Gönn Game. Ja, geil, das war's komplett. Voila, Girita Inferno. Oh Mann, oh. Kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. Ich spiele die ganze Zeit gegen die größten Pflaumen. Ja. Was ist das für ein FK beim Draften? TJ, kurz geht aus. Vielen Dank. Ehre. Der geht nach Herz zum Ozean. Ja, kommt er auch irgendwann zurück noch so, oder? Nein. Er ist retired. Er ist einfach retired im Game. Spielt der nachher noch, oder? Meine, oh. Es gibt nichts gegen Prinz. Na doch. Junge. Oh. Ach du heilige Mutter Karotte, Digga, was ist das denn? Ja. Sollen wir überhaupt irgendwie noch Karten draften? Das ist doch egal, würde ich. Ja, irgendwie gekürzt. Nee, sollte er spielen, dann könnte er noch was jetzt draften, ja. Wir wissen nicht, ob er noch spielt. Vielleicht macht er auch die Ich-will-nichts-Challenge. Keine Karten wählen Challenge. Macht die Ich-will-nichts-Challenge. Er macht die Ich-bekomme-mit-beschissen-Challenge. Was für eine geile Challenge. Ja, was nehmen wir für die Wildswin? Peitsch hat uns auch was für Lediloschi 0888. Vielen Dank. Ehre. Weiß nicht. Vielleicht. Eisgeist. Eisgeist, oh, soll ich nehmen? Vielleicht Packer, weil Packer ist cool gegen, ja. Ja. Vielleicht ein Giant oder ein Ice Golem. Ich hab Giant, gib ihm einen Giant, nimm Giant. Oder Ice Golem. Der hat so einen Müll, der hat sowieso keinen. Die Ice Golem ist keine schlechte Karte. Cyclen. Null, der hat ja keine richtige. Es ist doch egal, das ist doch eh AFK oder nicht. Ja. Sieht so aus zumindest. Gib dir ein paar Krawattenmänner. Junge. Sein Deck ist auch bodenlos. Ja, der Deck ist wirklich ohne Krawatte. Mortar X-Bogen, meiner RG Skelly Bell. Jetzt bin ich gespannt, ob er gamed. Nein, ich glaube nicht. Viel Glück! Keine Antwort. Das ist geil. Hey! What? Was ist wirklich Bixbin da? Was macht Bixbin? Digga, ich hab gedacht, er spielt nicht! Keine Karten-Challenges verloren. Oh, der Kobold! Digga, du hast verloren, Junge! Digga. Bro, was ist das? Er spielt, ich dachte, er wäre FK. Junge, ist gerade komplett. Wer ist er denn? Aber ich bin jetzt muted. Ach, Digga, ich bin muted, Mann. Was ist das denn? Wer ist er? Warum macht er diesen? Warum spielt er? Weiß nicht, er macht hier keine Karten wählen Challenge. Ja, tatsächlich. Ja, ich einfach richtig. Bruder, hä? Aber es hat halt Giant gegen X-Bogen so, ne? Oh mein Gott, Digga, ich werde einfach geturrt wie Data, Digga, ich hab nichts. Hä? Ich hatte gar nichts. Ich kann keine Seppi spielen, ich kann nichts machen. Er chillt in 2.16. Wie Seppi? Seppi ist noch gut oder nicht? Ja, aber der würde Mortar ist am Start, hallo. Ja und? Dann tun mich down. Egal. Egal, Mann, mit deinem Comeback ist eh normal. Guck ihn an.
Er ist der beste Spieler der Welt. Aber draftet nicht. Sein Deck, aber sein Deck dafür, dass er nicht gedraftet hat, ist sogar noch relativ okay. Leider, ja. Wie relativ okay? Er hat Mortar, X-Bogen, Inferno. Ja, aber er hat Ritter und Gang. Digga, was machen denn die Einheiten von ihm? Wo laufen die hin, Bro? Digga! Er ist der Beste! Ja, der Fans Alarm. Alarm, sie wohl. Aua. Ja, der Escape war aber der größte Ass-Saver, den es je gab. Was macht er, wenn ich Giant hinten spiele? Und dann Inferno mit Rocket Predictor. Oh. Ja klar, hab ich gesehen. Irgendwie hat der Kollege ein Problem, er hat keine soliden Truppen so. Was macht er? Muss irgendwie ein Inferno Cycle. Gang ist halt broken, aber. Ja, aber komm schon in eine Goblin Gang rein, was macht er jetzt? Hallo? Ist das irgendwie jetzt der Abschluss? Oh, der Pult, ja. Ja, der Pult. Ja, irgendwie ist das nicht so nice. Hallo? Haben wir einen Ritter nochmal? Jawohl, oh, das macht er gut, hä? Er spielt nicht schlecht. Digga. Wie, er spielt nicht schlecht? Er spielt übelst gut, Digga. Sag ich doch. Danke, Finn. Digga, ich spiel wieder Goat, Digga. Ist der beste. Junge, wer ist er? Ich verliere! Junge, dass du das verlierst. Ja, was soll ich machen, Digga? Hä? Er macht Mortar in Fair und im X-Bow. Er kriegt dich einfach. Ja, klar. Ach, oh, zack. Digga. Was ist das denn? Ist der Goat? Das war der beste Spieler heute, ich schwör's euch. Vom Spielerischen war das der Beste, mit Abstand. Ja, war auch nicht so schwierig. Aber ja. Digga. War schon gut. Danke. Wer ist erst dran? Bitte, vielen Dank. Dran. Ich hasse es nicht. Sam geht rein. Komm, wer ist er? Leo. Okay, 1, 1, 2. Was soll ich nehmen? Ego Golem großer, machst du clever. Geil. Komm, wieder. Cool. Ich geh wieder Ego Golem Monk, back to back to back. Tag, tap, tap, tap. Hast ich kann nicht immer Ego Monk spielen. Hast du nicht zwei Niederlagen, Pialsam? Ja, ich hab zwei Niederlagen. Wenn wenn du jetzt verlierst, bist du raus, dann kracht's. Weil langsam sind wir auch in der Danger Zone. Ja, wir nehmen den Monk. Ich sehe mich bei einem Mega Minion. Ist doch ein solides Ego im Deck. Ups, oh nein. Oh, jo, 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 jo. Du musst dir was Gutes draften. Du weißt, Digga, wenn du verlierst, Digga, wir werden die letzten zwei Karten so reinockeln. Ja, ich weiß schon. Danke, Dado. Guard Barrel. Liebes Mord rumschreit, oh mein Nachbar nicht. Okay. Komm, Bomber. Die Bomber ist kracht. Einfach Babs. Bro, es ist ja wirklich am Krachen. Prinz. Also jeder hat eine gute Guards. Defense. Golem. Kann auch Bombenturm nehmen für den Saven Eis. Cool, krass. Und den Barbara rein, die Ausmacht. Der geht ganz so scheiße, ich weiß jetzt schon. Ja, kostet 14 Moaf. Oh, was darf ich nehmen, Leute? Okay, was pickt der? Was? Was pickt jetzt, Sam? Vielleicht Erdbeben? Ja. Erdbeben. Na, ist okay. Bin ich happy mit. Kann ja kein Bombenturm so nehmen. Es gibt ja keine schlechten Optionen. Ja, Junge, es der Gegner ist schon wieder so ein. Monk sollte Value haben. Ja, du hast irgendwie Müll. Krieg da mal eine Win-Condition jetzt nochmal, Leo. Mach doch mal so. Das ist Agent. Okay, okay, was darf ich nehmen? Letzte Karte. Hast du denn? Black Knot Giant einfach. Oder Ice Golem. Ja, nimm mir an, Ice Golem. Ice Golem, Ice Golem, Ice Golem. Um links, um links, um links. Am Ice Golem. Ey, ich hab das Gefühl, Sam gewinnt. Mein Deck ist solid eigentlich. Ich bin zufrieden. Ich hab das Gefühl, Sam gewinnt das, Mann. Deswegen Ice Golem gewinnt, dann raste ich auch was. Das ist echt so. Dark Eis Golem. Dich aus! Ja! Fuck, man. Dann gibt es keine Halte mehr. Selber grüßen was denn, ja. So smart. Krypton 428. Krass. Dankeschön. Hm.
Jagd für den Support. Und Ralf der Geier Prime. Ralf der Geier, du bist der beste Wix mit auf Geier. Du weißt Bescheid, danke für das Wort. Verstehe ich, dass er. Digga, ja, da kommt wieder Form Value, oder? Ich verstehe nicht, dass er so oh. heiß war, das Kobold fast zu nehmen, wenn Sam Bubble hat. Ohne Sinn. Das ist ja dumm. Da siehst du halt schon wieder, dass der keine Ahnung hat, was er macht. Geht so, wa? Ja, der Gegner wird irgendwann reinwürden. Kommt so Bomber-Ego mal die Brücke und dann kracht's. Honestly, bin ich deiner Meinung, ja. Ne, ich trinke keinen Kaffee. Kobold, was los? Er versteht das nicht, Lass ihn, er wartet erst wieder, bis Sam wieder seinen fasten Cycle hat. Jetzt! Da ein Tor, aber nicht auf denselben, bitte. Oh, Reflekte. Oh, Digga, er ist so ein Knecht. Oh, hättest du das Reflekte, dann wärst du ja Gold gewesen. Ja, das hätte ich reflektet. Der Bomb war doch gar nicht im Range zum Reflekten. Nerv nicht. Hä? Hey. Feuerball. Starker Feuerball, jetzt muss er den noch mal helfen. Oh. Ey, Mord, das tut so weh, Mann. Gegen Spielzeiten. Oh. Ey, Mönch, was meinst du? Ey! Bro, er nimmt Feuerball auf First Pick und ich dachte, er ist der Auserwählte, aber der ist ja beschissen. Auserwählte, Digga, er ist. Keine Ahnung. Er ist wirklich. Oh mein Gott, imagine. Der durchging, Digga, ist auch lucky. Digga, der spielt so mit dem Feuer. Wenn der gegen mich richtig aufpasst, dann verbrennt er sich mal. Ich habe noch keine Information darüber, leider. Er hat sich, glaube ich, schon verbrannt. Verletzt. Boah, jetzt kracht's aber. Was ist denn das? Oh, kein Bomb-Cycle, deswegen hat er nicht den Play gemacht. Ja, gut. Gut, Leute, das war's dann auch wieder komplett. Ja, Mann. Ja, die Instagram-Fragen, Digga, die sind so gottlos. Würdest du lieber was mit deiner Chefin haben oder mit deiner eigenen Angestellten? Fragen, Digga. Oder sowas. Jo, Expo, gute Nacht. Großer. Danke, Sova, Couscous. Vielen Dank. Okay, zack. Wer ist jetzt dran? Wir sind noch dabei. OP Sam ist noch nicht raus. OP Wix bist du dran, oder? Ich bin dran. Oder? Du bist dran, oder? Warte. Ja, du bist dran. Hast du gerade gespielt? Du, oder? Morten, oder? Ich bin dran. Ja, Morten ist dran. Egal, wer von euch eigentlich jetzt spielt, oder nicht? Ich sehe kein E-Golem, ja! Ich sehe eine Rakete, ist eigentlich auch eine Auswahl, wo es kein E-Golem, keine Rakete gibt. Also machen wir Rakete? Oder sollen wir X-Bogen? Oder machen wir Eisgut? X-Bogen ist auch smart. Was X-Bogen macht, ja, X-Bogen. Alles, ja, X-Bogen. Es gibt gute Sachen gegen X-Bogen. Kann Mord nicht mit dem Deck rumbauen, ne? Das war vielleicht nicht so schlau. Lightning, Wappel, Giant. So, ich werde den nächsten Mal machen. Das war nicht gut. Muss machen, Digga, weil er konnte keine Karte nehmen. Ja, ich meine, das war auch nicht gut von uns. Ich glaube, der X-Bogen war nicht so smart, Mann. Tolga hat doch schon wieder keine Ahnung, wie das Game funktioniert. 3 EQ hat, ja, Karre, Goldeneye ist jetzt schon ganz gut. Mit Poison, er steht schon mal safe. Doch ein Giant Scallion oder ein Giant oder so und dann hat er eigentlich alles, was er braucht. Digga, Morten! Übertreib mal nicht jetzt. Jetzt muss hier geschwitzt werden, Großer. Giant oder Giant Scallion. Aber er hat auf jeden Fall den Fokus auf den X-Bogen, er hat ihn nicht übersehen. Kuba, vielen Dank für deinen 36. Kuss, dankeschön. Ach, Digga, komm jetzt. Mach doch was mit deinem Geld. Mach doch mal einen Royal Giant Skelly. Mach doch mal alles rein. Ja, und Tank brauchen wir auf jeden Fall. Wenn jetzt gleich irgendwie so Kohlfass oder sowas nimmt, dann weiß ich. Giant, E-Giant. Oh, Junge, ich auch. Okay. Los, do it, Großer, do it. Skelly Drinks sind smart. Ich hab nicht so viel gegen Skelly Drinks. Deswegen hab ich sie genommen, also. So ein bisschen hat das Game auch schon mal gespielt, Großer. Hey! Komm, nimm den. Nein! Ey, er muss doch einfach nur Tanks stacken. Ich hoffe, dass er keine Win-Condition nimmt. Boah, ich glaube, wenn ich er gewesen wäre, hätte ich Hexe genommen. Hexe überstark, oder nicht? Ja. Sag sowas nicht. Gegen Morgen, gegen Skeldrang, ja. Kein Holz. Sag sowas nicht, der guckt safe den Stream. Bro, was macht er? Okay, was geben wir ihm? Giant Skelly oder Giant? High Geist wäre useless, oder? Stimmt, High Geist useless, ja. Hi, Geist. Da habe ich jetzt einen Ultra-Cheap-Cycle, so, vielleicht, ne? Vielleicht noch ein Zap oder so? Ja. Der hat echt einen gottlosen Cycle, wir müssen es, glaube ich, machen. Zap? Ja, Zap. Nimm mal Zap. Digga, ich spiele jetzt den 3,1 X-Bogen, so, ja, das, ne? Wird er gewinnen, das wird er gewinnen, das wird er gewinnen. Wir hätten X-Bogen zuletzt picken sollen. Ja, der Gegner ist auch schon wieder so eine Pflaume.
Danke für den dritten großen Fan. Wenn er jetzt keine G oder so nimmt, dann wäre es ganz krank. PRG immerhin. Weiß nicht, er kann dann jetzt einfach an seinen X-Bogen All-Game verteidigen und dann einfach so einmal so Poison auf den Turm machen? Ja. Das wäre doch der Way to go. Wenn er es auch nur am Ansatz beherrscht. Dann muss er das gewinnen. Ich hab Angst, Sam, ich hab Angst. Wovor? Vor der Inkompetenz des Gegners. Ja, ich glaube an Tolga. Tolga schafft das. Ich hab Angst vor den Skelly Dragons. Poison. Okay, an diesem Poison kann ich. Muss jeden Damage mitnehmen, Digga. Einfach Monkchip. Jetzt ein Charge. Ah, drei Geist. Ja, egal. Wir müssen testen, dass der Gegner auch ein bisschen, weißt du, wir müssen testen, dass der Gegner die Funktionen erfüllt. Dass zum Beispiel den Champion-Button findet und so, das ist ja alles nicht selbstverständlich. Das sind natürlich geisteskranke Sachen, die wir hier erwarten. Verletzt es dich persönlich, wenn die Leute dich Eierkopf nennen, Bro? Was lese ich hier? Was? Das ist voll nett. Verletzt dich wirklich extrem. Dann kracht halt immer. Verstehe nicht, warum er Ritter genommen hat. Ohne Sinn. Das ist eigentlich geil, weil dann kann Mord nicht so gut cyclen. Ritter ist immer so wie ein Tank. Also dann bringt der Cycle vom Mord nicht so viel. Ja, macht er bisher ganz nice. Echt gut. Monkchip nervt aber. Okay. Das war ein nicer Try. Ich meine, also du siehst schon mal mehr als zwei Gehirnzellen. Oh, kannst du auch die ganze Zeit Geld wegsmorgen zu cyclen? Push, Digga. Junge, jetzt passiert immer das Gleiche, was soll das? Nein, Hilfe, oh, der Heilgeist, aua. Ah, Poison, großer Poison. Er braucht er, glaube ich, nicht, oder? Einfach Goldenheit oder sowas? Oh, ja, irgendwas braucht er. Arsch, ist okay, passt. Ja. Er braucht halt letztendlich nur eine Connection, aber die wird er nicht bekommen, ne? X-Punkt Tesla. Ist nicht in AG sogar fein eigentlich? Ja, er hebt sich auch für den X-Punkt, der nie kommen wird. Ja, ich komm. Och! Oh, die Scary Dranks, die sind böse. Ich würde jetzt empfehlen, ab jetzt defensiver zu wählen. Du wählst sonst immer so offensiv. Hm, okay. Was? Stimmt. Mann, Hexe wäre. Hätte Hexe, das wäre so geil. Hexe wäre so stark. Diese Archers, was ist das? Nee. Archers sind der Wirt. Junge, du chippst den einfach mit Monk tot. Ist so dumm. Baut da Monks ihn. Das wäre ein Tesla geil. Hallo, ich bin der Tesla-Spanner von dem an. Ich weiß nicht, er gibt mir aber auch zu keine Skate-Ring-Welche. Ja, das ist aber schon mal ein guter Ansatz so. Oh, oh! Relax. Junge, dieser Scalex, der gibt mir hart auf die Eier. Der kann dagegen nichts tun irgendwie. Der kann wirklich nichts dagegen tun. Er hätte Hexe draften müssen, hätte er was gehabt? Ja, aber der Mönch reflektiert nicht. Hätte ich auch gerade gedacht, der kommt weird. Aua! Jetzt eine Zündung. Zünd! Zünd! Ich kotze! Oh, keine gute Zündung, let's go, wichtig, vamos! Hilfe! Jetzt könnt's rund gehen, los! Ja, gute Plays, ja. Ja, ein Hit wichtig, zwei, Gold. Oh. Egal, das Bubble, guck hin. Eins! Oh. Zwei! Oh. Wir leben noch. Oh, ist gut. Er hat einen guten Elixierportal. Tolga, nochmal. Einfach Golden Energy wieder rein, direkt. Digga, ich bin am Tigern. Wieder rein, Tolga. Scheiße. Du machst es gut. Druck. Ja, er führt. Jetzt einfach ein AG oder ein Karre. Ja, easy. Gut. Kobolde bitte nicht ignorieren. Nice. Der Gegner ist auf dem Damm. Nein, die Archers, das war's nicht. Ja, keine nein, Bezündung. Das ist strange. Pain, Digga. Jetzt meint, das kann einfach Poison cyclen, oder nicht? Oh, du wirst den Eisgeist so dran vom Sehen. Das wäre geil gewesen. Wir gehen rein. Der Poison. Hey, der Charge! Nee, er hat nicht gecharged, ich bin dumm. Nochmal G, ein Hit, ja. Ja. Jawohl, Junge, Tolga, du bist es. Ja, der Tolga spielt echt gut, Mann. Das spielt toll. Ja. Alarm. Oh, jetzt aber nochmal. Oh ne, kein guter. Pass bitte auf, Tolga. Pass bitte auf dich auf. Oh gut, der Tolga ja, macht das denn. Der ist ja kein Substanz. Der hat gerade gut gespielt. Peiniger Arsch! Tolga ist es. Schwierig!
Okay, Raiden kriegt mal einen Smart, aber er hat wirklich einfach so ein ganzes Deck hat aufgebaut, um mich zu countern. Ja, ist doch gut, oder? Ja. Nein, das fand ich so geil. Das hat er irgendwie gut gemacht. Okay, ich geh rein. Ja, so, wir beide zwei Niederlagen. Gegen Rex. Irgendwie so ein Frosch im Hals, das nervt. Ja, klar. Ja, zack, boom. Hey, wir mixen jetzt, verlieren sind wir alle auf Leben am Limit. Okay. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Ordnung. Ich gehe jetzt Rakete. Buffert? Es gibt Earthquake. Oh. Buffert? Buffert? Ja, Buffert, Buffert, Buffert. Ja, wie smart. Es gibt Earthquake. Es gibt Baby Dragon, Bowler und so. Ich denke, Buffert sollte ziemlich shit sein. Okay. Kann ich einfach so Bowler, Baby Dragon und sowas draften? Ja, sieht gut aus für den Gegner. Ich bin ein Fan. T-Rex, das machst du super. T-Rex, solange du gewinnst. Oh, kann T-Rex mit dir so ein Mighty nehmen oder sowas? Wäre broken. Okay. Oh. Sag gar nichts mehr jetzt. Egal. Jetzt hat die Fresse gehalten. Oh, wait a minute, was ist denn das? Ja, weiß nicht. Apple ist open. Rex, wir brauchen da noch mehr als. Boah, kracht's jetzt nicht, wenn Rex gleich nur nimmt. Ah, jetzt sechsmal die Q. Ja, dafür kannst du mal das Lockback-Deck, Junge. Okay, wir nehmen, was nehmen wir? RS! Yo! Was ist mit Bombenturm? Ist der nicht shit? Ja, Bombenturm, auf jeden Fall Bombenturm. Bombenturm. Und dann noch, keine Ahnung, eine Kanone? Oder. Ja, ja, das Kanone. 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 Junge, was soll das? Das sind also 50 Hütten, die nichts bringen. Ja, einfach Guard, okay. Das Problem ist irgendwie. Ich muss irgendwie kurz stacken und dich recyceln, das ist geil. Ich glaube, dass das Weg zu mir auch recyceln kann. Spam, da könnte es ekelhaft werden. Aber ich habe die Q gegen den Fernand rum. Der nie sitzt so. Mega. Du hast keine Good Condition irgendwie. Einen netten, günstigen Alpha-Cycle. Gefühlt einfach das ganze Mal Lockbait-Deck. Ja. Er kann halt gefühlt dazu einfach so Princess Barrel an die Brücke machen. Ja. Wenn es gut spielt, dann sollte er es gewinnen. Kommt jetzt nicht in Inferno? Glaube ich brauchen wir gar nicht. Guards einfach so round. Jetzt Inferno. Der erste mit Zeiger? Macht einfach Ritter. Er ist ÖLOP. Bro, Digga. Das ist wirklich so krass. Was machst du jetzt, wenn er gleich Ritter Kobaltfass macht? Hallo, nicht? Sehe ich danach aus, ob ich dagegen was machen würde? Genau, Digga, freu ich dich. Cool. Ja, kracht. Ah, Hawk ist predicted. Aber war es irgendwie nicht. Princess chipped. Ist egal, Digga. Das ist so ein krass. Ey, er hat normales Lockback-Tag, Hilfe. Ich kann nicht zehn Prinzen tun, Mann. Was machst du? Egal. Oh man, Pickups. Firespirit. Lock. Aua. Oh, die Princess! Mann, richtig mich auf, ich darf mich so laut sein, sorry, Chat. Lock. Jetzt muss er loggen, sonst werfen wir den. Wow. Rex, das ist nicht optimal, was du machst. Ey, ich glaube, ich glaube. Was ist das? Junge, was ist das? Bei 6xy an Fernandum ohne Grund, Junge. Ich hab keine Karte dagegen. Das ist so schlecht. Das Ding ist, Pixel wird das gewinnen, ne? Das ist dumm, aber Pixel wird das gewinnen. Ich weiß es nicht. Pixel wird, glaube ich, einfach Earthquake cyclen. Deine Plays, ich bin psychisch am Ende, Digga, was sehen meine Augen? Digga, das war so schlecht. Digga, er spielt 6xy in Fernandum, also bei 6xy und dann einfach so bei 4xy einfach so Feuerball auf die Barber trifft, so gar keinen Wort. Ich hab einen T-Rex dran vorbeigebracht. Kann einfach Feuerball cyclen jetzt. Rabal und dann Lock. Mann, er ist im Arsch. Feuerball, danke. Cycle einfach die Princess Rex. Er hat nichts gegen Princess. Ich hab Cycle mit meinem 7,8er Cycle. Komm, Ritter! Nein, der Hit! Egal, das geht durch. Komm, schüttel die Princess am besten auch noch. Ah, am besten auch noch. Ja! Ja, Rex, Junge! Ich hätte einfach einen Ritter oder so spielt. Alarm. Aua. Kann er doch Feuerball machen auf die Hütte? Nein. Bitte, ja! Aber immer erst, wenn die Barbaren so, wenn er keine mehr treffen kann. Einfach Feuerball Holz cyclen. Oh, das ist es. Digga, dann ist, ich check nicht, wie er
Prinzessin ist so broken, ich kenne. Er ist der schlechteste Prinzessin-Spieler, den ich je gesehen habe. Okay. Ich meine, die Prinzessin so schlecht spielen kann, obwohl er hier keine einzige Antwort hat, ist für mich ein Rätsel. Ja, der Fall ist gut, noch Holz drauf, komm. Ja, ich kann. Nein, lass so die Prinzessin am besten sterben. So okay, jetzt hat er dich langsam. Ja, langsam, klar, den raus. Langsam spielt er nicht mehr komplett beschissen. Also klar, immer noch beschissen, aber klar. Ja, zack. Komm, mach den Hit, mach den Hit. Ja. Überall Lorg. Oh, der Bowler hat den Chip gemacht. Dann einmal diese Bowler jetzt. Let's Guards, let's Guards! Wichtig. Bro, Ed verloren. Ed verloren, hallo, da kenn ich's hier. Das war's. Junge, ist so schlecht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Aber ja! Junge, wie schlecht. Ja! Okay, Opisern geht rein. Sauf, wie viel auf den 5. Bruder. Kuss, dankeschön. Wie schlecht ist so schlecht. Und warte meine Gamer, was den 5. Kuss. Kuss zurück, wieder für den 5. Okay, Jana sagt, bruh. Hä? Ja. Wie Big Spin Love Geier in Big Spin Love Snipe, das ist ja voll cool. Ich glaube, du wurdest gesniped. Nein, nein. Oh, ich hoffe, er ist so gut wie schwule Eule. Ach, Junge, Big Spin Love Geier aus schon wieder, Big Spin Love Snipe. Ist schon wieder mein Faker, Digga, was soll das? Okay, das ist ein Faker sehen? So krass verwirrtet. Ja, ich weiß nicht, warum Faker so krass verwirrtet ist. Ich weiß nicht, was das soll. Rakete am besten. Rakete. Ja. Wer ist er denn? Junge, Big Spin Love Geier. Big Spin Snipe mit so komischen Assi, mit so komischen Zeichen noch hinter seinem Clan. Oh Junge! Wahrscheinlich besser als der echte Wix, wenn ich geil. Gefällt mir auch gar nicht, die Karten hier und so, das ist alles so ein bisschen quatschig. Ja, okay. Ah, nee, ich bin auch dran! Ach, ich bin dumm! Ich hab gecheckt, dass ich draften muss. Bats. Bro, ich Digga, gecheckt, du spielst gegen den Sniper und machst selber doch schwieriger, du bist einfach Top-G. Bats, Junge, wie useless! Ich hab die Starter-Paket, Junge. Bats gegen Pfeile Poison, komplett nice. Alte meiner, geil. Bro, du hast verloren. Was los? Ja, ich hab verloren. Ist dein Fake richtig beschissen, Bixman, oder ist der okay? Das ist gut. Ja, Bixman hat die selbst gesnipt auf dem Gerät. Alles für die Subs. Ja, safe. Kaffee. Ja, wir gehen mal Valkyrie. Sieht gar nicht gut aus für Onkel Sam. Aber überhaupt nicht gut. Gelly ist okay. Bro. Ach Leute. Ja, weiß ich nicht. Kanonenkarre. Was machst du? Das ist die Frage, was mache ich jetzt? Bro, ich will nicht haten, aber du hast so hart verloren. Ist klar. Ja, gerät. Ihr müsst mir ja gute Karten geben. Achso, ja klar. Ja, safe. Safe, Bruder, safe, klar. Auf Zackbasis. Ich gebe ihm. Ich würde sagen EQ. Ja, EQ ist sehr gut. Nimm EQ, Bruder. Okay, was noch? Vielleicht ein Zap? Ja, vielleicht gehen wir einfach Zap. Cool. Wird eher 50 Spells haben. Das letzte Mal hast du 50 Spells Action von Magie, cool. Ich hab nichts gegen Wall Giant, ich mag das. Ich hab keine Wound Condition. Und ich habe auch nichts gegen Wall Giant. Das ist ja richtig gut. Oh Mann. Der Battlefield war auch so. Oh. Was hat er als letzte Karte genommen? Bräuchte er halt irgendwie noch ein Gebäude oder so. Er hat Wall Giant genommen. Bro, du bist so hart gefistelt. Reed. Na genau, so brennt. Erste Pick und die letzten zwei. Gucken. Ich mag das. Lena tut 16% zweiten. Wow, erste Resub Error Feed. Wir haben ihn sofort. Ehre, danke für 72 Cool, Subs gewonnen. Ganz viel, Dankeschön. Ich hab gewonnen. Was war das für ein Mighty Miner? Er hat Mighty Miner an die Brücke gesetzt. Du hast doch jetzt echt gute Karten. Oder gute Chance. Bro, das ist gewonnen, Herr Kelixier. Ernst? Digga, Big Spin Love Geier aus Big Spin Love Snipe, du bist auch ein richtiges Opfer, Digga. Ja, vamos! Er ist so schlecht. Sag Glück, weil ich hatte im gleichen Moment, wo Mighty Miner Brücke gemacht hat, habe ich Buckle gemacht. Der Mighty Miner hat das Buckle angegriffen. Digga, der Mighty Miner wäre sowieso schlecht gewesen. Ja, klar, aber so. So, ja, klar, zack, ja, klar, zu. Das will ich auch nicht hin jetzt. Nee, war knapp. Gut gespielt, Digga. Mit Snipen
anderer draftet, du hast selbst irgendwie Bats gedraftet ohne Grund und er verliert trotzdem. Wenn ich 10 Bats. 10er. Spaxi, kostet deine Zeit. Moinsen, Moin zurück, finde ich für die Support. Ich habe gleich Woche auf, hier auf sein King machen. War. Ja, theoretisch kannst du es tun. Ich sehe nicht, wie er in der 30 Sekunden comebacken will. Na gut. In der Minute. Okay, er ist wirklich so beschissen. Ehre! Junge, nein, wenn er gut gespielt hätte, hätte ich es halt safe verloren so. Okay, es wird Zeit wieder ins Game zu gehen. Soll ich reingehen oder soll ich noch kurz warten, bis du die nächste Woche rüber aktiv bist? Ja, ist jetzt soweit. Kann rein. Okay, geh rein. Danke, Jana. Ich glaube, ich werde jetzt gesniped. Von einem kompetenten Gegner, Niku. Jo, was soll ich nehmen? Digga, es gibt kein Ego und es gibt keine Rakete, WTF. Boah. Ich bin noch nicht ingame. Nimm. Ego nimm. Oben. Oh, ja, schade. Ich dachte, du kannst so baiten. Wieder Egolem. Schade, Monk. Schade. Nice schade. Try. Ich spiele hier mit den dreckigsten Mitteln und dreckigsten Waffen. Ich merk's. Okay. Schade. Hat gekracht. Aber guter Versuch, oder Chat? Komm. Geil. Monk. Egolem Monk. Komm, hallo, wir sind wieder zurück in der Comfortzone. Du kannst nicht immer Egolem Monk draufgehen. Ich spiele immer Egolem Monk. Du bist aber einfach ein Egolem Monk geworden. Warte, aber auf Zack-Basis. Auf Zack-Basis. Digga, ja, Monk, Ego und bist eingespielt, genau. Das ist mein Main-Deck. was macht Kollege Nikü? Mighty. Wie sind die Karten auch schwierig? Ich weiß gar nicht, was wir Morten geben sollen, was useless ist. Ja, ist echt so. So eine Heiderung ist useful. Ja, nee, gut schon. Greger oder so, in so eine Mutterhexe rein. Nein, lass das. Ich nehme einfach die Mutterhexe. Yeah, jetzt, du kannst nicht aber die Mutterhexe nehmen. Ich nehme jetzt aber die Mutterhexe, ich scheiße einfach auf alles. Ernst? Das ist nicht cool. Ja. Das ist irgendwie so einfach jetzt. Die Bombe war. Ja. Digga, das Deck sieht so aus wie das letzte, wo du irgendwo gespielt hast. Ja, du kannst dich aber gleich nichts bauen. Booster, bleib bei deinen Leisten. Mini-Packer. Bitte komm. Krieg so einen Fehler, danke dir für die Info. Speargobs. Ist Speargobs so geil gegen Bomber, Bubble, Mutterhexe? Nein. Nein, agreed. Oh nein. Okay, Wixwin, was machen wir hier? Theoretisch könnten wir doch trotzdem auf Graveyard gehen, oder? Aber ich weiß nicht, Speargobs hat der? Nein, der verkotet das. Und Poison? Was ist mit elektronischem Geist? Ja, ich würde Graveyard nehmen. Vertrau. Ja, Bruder. Graveyard und elektronischer Geist, damit der King anmacht. Ja, okay. Geist, elektronischen Geist genommen. Graveyard erstmal? Ach, Digga. Okay. Digga, das war 2 Sekunden. Ja, nimm Graveyard. Ey, du rickst das hier! Achso, ihr rickt das jetzt hier. Ihr sagt, ich soll elektronischer Geist, Digga, auf einmal so zwei. Nein, ich soll Graveyard. Ja, okay. Oder vielleicht Pekka oder? Könnte auch kacke sein. Pekka. Stimmt, Pekka ist echt schlecht. Ja, wobei. Er hat einen schlechten Cycle dann. Der Gegner oder? Ja, nee, kein Pekka. Okay. Eisgolem ist auch scheiße, oder? Beim Eisgolem nehmen? Eisgolem, ja. Okay, ich nehme jetzt den Eisgolem. Ja, Eisgolem, ja. Ich bin Eisgolem. Vielen Dank, Ehre. Irgendwie hat er nichts gegen Rekruten, dein Gegner. Das ist irgendwie. Ja, das kannst du auch Rekruten Mutterhexe machen und dann kannst du nicht verteidigen. Ja. Ich da ist so dagegen. Ich habe auch nicht so viel gegen Ram. Ich habe nur Monk, E-Spirit und dann, ja. Reicht für ein Deck. Auch nicht. Wenn ich verliere, bin ich raus. Dann war's das. Dann sag ich tschüss. Echt so. Dann sagst du tschüss, Witness. Der eisische Golem. Der Eisengolem. Fragwürdig, die 3-Treffer-Kombo bringt ja nur wenig. Was, Bruder? Was für eine Kombo? Das ist Janni Bruder. Janni Bruder ist ja, bekannt dafür. Die 3-Treffer-Kombi ist finished. Okay. Das geht ja gar nicht mit der Treffer-Kombo. Okay. Das ist die nicht.
Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwann kommt so eine Mutterhexe und dann gehst du einfach deswegen. Ja, hoffentlich. Auf Zackbasis. Könnte echt passieren. Auf Zackbasis. Bisher ja. Sieht's gut aus für die Kühe. Was machen wir? Was machen wir? Vielleicht ein Ego-Lum. Wählt einfach mal ein Ego-Lum rein. Achten die Kühe bisher ganz gut. Muss man ihm lassen. Ja, ist bisher echt ultra unterwegs. Haben wir mal so einen random Ramber da vor die Valkyrie? Ja, das war's. Gut finden. Warum verstehen die das Game nicht, Mann? Die Poison ja. Auf die Berlin. Aber welche Licks? Hier, Digga. Digga, heiß drauf. Zack. Oh Gott. Yes. Ego und Rekruten, ich kenne da nichts. Hilfe. Meint ihr jetzt? Meint ihr, hallo? Valkyrie noch. Oh. Nächste Valkyrie jetzt schon. Jetzt Pfeile, große Pfeile. Oh, der Spiel ist gar nicht mehr so bad gerade. Aber ich also liegt natürlich rein, hinten, aber. Das wäre so geil, wenn er es macht. Aua. Ach, Decker. Egal, die Valkyrie carried. Der Minipicker so nice. Das ist okay. Tja, ist okay. Ich belächle den Ice-Cream gerade, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da kommen Rekruten vor. Mann, ich bin gerade nichts gegen Rekruten. Hilfe. Er hat nichts dagegen, Mann. Ja, der muss die Schere ihm jetzt. Ah, gibt's wieder Spielkopf oder so? Die Mini, die Guards, die Rekruten auf wirtschaftlicher Seite bringen auch nichts. Ich hab jetzt Rambler da mit Pfeile oder mal so. Mal hier rüber gehen oder so. Mal hier rüber. Oh! Hops! Digga, ich wusste, dass er das machen würde, aber ich wusste nicht wann. Ich habe die ganze Zeit gewartet in der Sekunde natürlich, wo ich dann meine E-Spiel spiele, macht er es. Ja, das okay, jetzt müssen wir das. Wenn wir das Pfeil bekommen, haben wir es. Valkyrie. Gas. Gute Valkyrie wird zurückgebounced. Let's go, wichtig. Gut, Gas. Hoi, Junge! Wer ist er, Mann? Hallo, Sam! Junge, sag doch mal was! Nicht. Er wirft weg! Valkyrie, los! Nicht wegwerfen! Wirf weg! Oh Mann, hat weggeworfen! Valkyrie reicht, oder? Valkyrie reicht noch. Digga, was ist das für ein Ram? Er musste, er konnte es nicht treffen. Noch, Mann, er ist so schlecht. Er ist ja so ja, schlecht. Hey, Vino, danke für die 5. Oh Gott. E-Golem ist mein Zuhause, Chat. Okay, ich geh rein. Ich mag das. Juhu, E-Golem. Heute haben wir nicht mit E-Golem geclashed, so. Ach, war mal Royal API so. 18 Tweets, irgendwie E-Golem News. Ah, Bruder, bin drin, wir haben ein Problem. Ich bin doch Snipe, geil. Ich mag das. Was nehmen wir, Morten? Eine Pump und dann nimmt der Earthquake und wir Pump nehmen? Ja, eine Pump. Pump. Hallo? Ja. Oh. Junge, was tust du daran? Bisher steht jetzt bei 2 bei 0-2. Ist nicht so. Brauchen wir auch gar nicht, glaube ich. Ist der gleiche Clan? Das ist der gleiche Clan, aber ein anderer Account. Viele Lurken. Der Clan, oh mein Gott, der Clan. Ich hab's jetzt gesehen. Also bist du jetzt aufgefallen, ist, Bruder. Der gewinnt, der ist kacke, wie jetzt? Kann nicht jeder kacke sein. Aber irgendwie macht Monkpick in so Seppis rein nicht so viel Sinn. Aber ich will ja nicht haten oder so. Nicht Dartcop broken? Nichts, Tommy. Hexe. Oh boy. Das ist Skilly King. Dagegen. Das kracht ja komplett. Was soll ich machen, Mann? Ich muss ja gucken, dass ich irgendwie über die Runden komme, bevor ihr mir Mist pickt. Ja. Morten, weißt du schon, was wir picken? Ich hab so eine Idee. Ja, ist gut, Tommy. Weiß ich nicht. Ich habe auch eine Idee. Vielleicht können wir den Frostzauber nehmen oder so. Na, ich glaube, der wäre sogar gut. Wie wäre es, wenn wir einfach noch ein Gebäude nehmen? Wird doch Earthquake. Können wir nicht einfach noch Bombenturm nehmen oder so? Oder einen Fernerturm? Ja, aber einen Bombenturm. Aber dann spielt er mir seine EQ auf dem Bombenturm und legt zum O0 nehmen mit Pumpe. Lass doch einen Fernerturm einfach nehmen. Okay, nehmen wir noch einen Fernerturm. So also ordentlich. Jetzt hast du halt Real Talk 0,0 bringen können. Jetzt warst du immer auf dem Bowler so. Drill. Drill, Digga. Das macht ja gar keinen Sinn. Skelly King. Was ist denn Skelly King? Hätte ich Hot genommen. Er braucht eigentlich was gegen Mega Minion. Dark Orb oder noch ein Orb oder so. Dark Orb. Okay. Lass mal jetzt hier sagen, wenn beim nächsten Mal, also nicht, dass er jetzt das gepickt hat, aber lass ihm mal nicht vorsagen, was er picken soll.
Okay, lass mal ein bisschen solidarisch sein an der Stelle. Okay. Damit die Schimpf verlieren. Also jetzt nicht nur in meinem Fall, sondern generell. Ja. Könnte krachen. Ja, könnte ich krachen. Oh, mein iPad fällt runter. Oh, geil. Was sind die Besten? Weiß nicht. Wie kommst denn du da durch eigentlich? Gar nicht, Mann. Ich hab nichts. Immerhin hast du Skelly King und Bombenturm wegen den Drill. So ist sehr krass, Mann. Immerhin. Und die Seppis und die Hexe machen einen guten Job gegen den Burg. Warum zündet der nicht? Ja, das habe ich nicht gesehen, da komme ich ja nie durch. Irgendwie musst du das ganze Game über verteidigen. Ja, aber ja, wie was bringt du das? Wieso der Damage bekommen wir die ganze Zeit verteidigt? Ich kann auch keine Pumpe setzen. Drill kriegt immer Damage. Er macht aber auch Bonus. So Pumpe, First Pick und dann nimmt er einfach Instant Earthquake, ist halt so, ne? Ja, das klappt mittlerweile. Karten danach, leider. Auf zwei Siegen hätte niemand den EQ genommen. Ja, Greti hat einfach das nicht gecheckt. Solche Döner. Nur mein Cycle ist halt wirklich einfach drei Gebäude. Das ist so schlecht. Und du kannst keins davon spielen, ist geil. Muss ich sowas machen. Oh, entweder du Brücke. Kann ich aber aufbringen. Digga. Dieser Bursch ist auch so traurig. Das ist wirklich so traurig. Ich dachte schon. Ich will kommen. Hexe, Skelly King, Mega Minion. So ohne Wege oder so. Ich will hier los, zack. Ja, chip dich einfach mit Monk. Das ist ein richtig langes Game. Ich musste Feuerball cyclen einfach. Die geht ja nicht in Range, Digga. Doch jetzt. Alles klar. Kann ich einfach aufquaken? Kann doch eh zum nächsten. Ah, ich sag nichts mehr. Hört alles, was du sagen. Ich sag nichts mehr. Du würdest mich um ihn. Hä? Digga, was? Ja. Dicke Scam vom Game, hä? Danke gar nicht, Dickus. Digga. Das ist halt, das war halt geil. Das sag ich. Boah, geil, noch der letzte Bombershot. Und kriegt jetzt einfach alles weg. Ja, wenn ich glaube, das sind zwei Niederlagen. Dann haben wir alle zwei Niederlagen. Dann sind wir alle gleich auf, ja. Und ich, oh, oh lol, hä, sogar getroffen. Ja, okay. Gute Hexe. Gibt halt eine Free Ability, ne? Und das Slash über den Turm jetzt nochmal. Oh, ne. Ist gar nicht. Weißt du auch nicht, wie du durchkommen willst, um recht zu sein. Es geht, ja, es ist so. Ich auch nicht, hallo. Hallo. Wieder eine Hexe, Mega Minion. Da müsste irgendwie zwei Mega Minion cyclen oder so. Feuerball. War das nicht Feuerball? Ja, oder? Wie gut war der Monk? War nicht so gut. Achso. Das ist völlig Jucke. Ich kann auch nicht mal sein. Nicht ein einziges Mal seinen Aufkrieg benutzt das Game über. Irgendwie so Angst vor deiner Kumpel. Boah, das war stark. Kein Damage. Vielleicht ist ein Skelly King rein. Achso. Ich glaube ich. Watch my cycle. Du musst einfach Feuerball, glaube ich, werfen, einfach straight up, immer Feuerball. Du ja, aber worauf? Einfach, ja, jetzt auf den Dark, wo der Karre, wenn ihr gedacht. Alter, danke Sam. Ist ja wirklich, du bist ja wirklich der Beste. Egal, Mensch, der braucht schon Big Value. Robby, er muss doch irgendwie Damage machen, oder nicht? Digga, ja, aber wie? Also, aua, das waren zwei Hits. Sam ist so echt. Es ist wirklich hä? So, Digga, er will nur helfen, aber macht's doch schlimmer. Hä? Aber wächst du mich hier gesniped oder gibst du das richtige AIDS-Tipps? Ja, ja nicht. So, aus dem Feuerball kommst du noch nicht durch. Ja, aber ich kann den Feuerball nicht auf 5 werfen. Aua. Ja, soll ich die ganze Zeit Aua, Mann? Aufpassen. Alarm, es kracht. Der ist auch so schlecht, aber du bist Backup, Mann. Ja, ich kann do it.
Ja, wir haben dich, geil. Ja. Dankeschön, du grüßt den 30. Liebe Grüße, okay. Andere Seite ist Datenlevel. Liebe Grüße zurück, vielen Dank für den Support. Und Chat. In Frost. Das ist Dick Frost. Oh ne, ich sehe doch schon wieder diesen pinken Mistkerl. Jojo, Ego-Olim. Oh, cool. Ah, es gibt keinen Morgen, du hast verloren. Ego-Olim. So, dann nehmen wir doch mal hier, Golden Knight. Lieber Wähler. Ich nehme jetzt irgendwie so Golden Knight Nado mit Feuerball. Dann lassen wir es krachen. Dann lassen wir es krachen. Ja. Dein Machine ist doch stark, oder nicht? Wieso? Dein Machine. Digga, Chat, kracht's euch eigentlich? Nido. Digga. Chat, das ist aber euer echtes Alter, bei euch kracht's. Jetzt ist es nicht. Evabs, oh nö. Irgendwie gibt's nicht so viel gegen Evabs. Aber ich muss auf Bowler gehen. Ja. Ja, genau, Alste. Bowler. Dann noch, Kann ich jeder. Ich bin so verwirrt. Fischer. Boah. Das wird jetzt. Das könnte geben kommen. Wir ihm, was geben wir den guten alten Wirt? Wir geben XOPX Wirt. Oh, es könnte krachen. Er hat auf jeden Fall ein paar gute Dinge geraten. Und die hat hier auf jeden Fall kein Gebäude. Was ist mit. Feuer, so ein Mauerbrecher oder so? Bringt doch gar nichts. Mauerbrecher, ja, hast recht. Ein Mauerbrecher. Okay. Was noch? Noch ein Geist, oder? Heilgeist. Ja. Heilgeist. Heilgeist. Was? Ja, Heilgeist. Heilgeist! Ja, du kannst nicht Heilgeist sagen, sag Heilsbürger oder Heilgeist. Nicht Heilgeist. Nein, ich sag das, ich bin eingebürgerter Amerikaner in Deutschland. Perfekt, Digga. Oh, mein Deck ist Müll, mein Deck ist Müll. Man deckt richtig Müll. Oh Gott. Okay, dann kann nicht deffen. Sieht irgendwie nicht so gut aus. Sag ich, das sieht nicht so gut aus. Müssen irgendwie hoffen, dass er fehlt oder so. Eine Sekunde noch holen an den ganzen Chatband. Tommy, spielst du Wedowin? Ich mag Pekka, das ist leider immer noch eine Bitch. Die Mehrchallenge ist wohl so bester Mann. Ja, macht so gut Spaß. Safe, super geil. Danke für den 5. Ich hab Zelda als Grafik. Cage Sport in 16. Vielen Dank, Cage Sport. Für deinen 16. Kuss. Bowling. Mein Chat sagt, du sollst die Schere heben, mit R. Die Schere. Heb die Schere, Obi-Sam. Die Schere heben bitte einmal, danke. Boah, irgendwie ist das nicht so. Quacky beste Karte, stimmt. So spielen die Quacky. Ich brauch irgendwie gar nicht so viel die Cracky, Digga. Alles. Die Cracky verkauft dich. Glaubst du, das ist Dick Frost? Oh, Damage, groß. Kam, das war Steiner, Junge. Crossover. Warum spielen die alle so Müll? Dinger ist bei 8 Siegen. Verdeckt Injektier in die gleiche Lane! Das ist wieder so geil. Oh, oh, Dinger, das ist ja richtig groß. Ah, Junge, es ist so geil. Verloren. Ups, ist er dumm? Ja. Was für Ups, Digga. Leider ja. Bro, er ist so dumm. Er ist ja wirklich so schlecht. Wenn du es hörst, denk dich. Mann! Oh, ja, Leute, vamos! Irgendwie war der Genie nicht so gut von ihm. Achso, der war bei 6 NXT in den Bowler reingespielt. Ja, wie kommst du da drauf? Weiß nicht, so hab ich so. Wie kann man denn eigentlich so gut draften, Digga? Sein Deck macht so viel Sinn, aber man kann. Digga, spielerisch ist er einfach beschissen.
Das ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Die Anfälle nicht überall. Nein, Digga, meine Gegner triggern ja die Anfälle oder die gehen von den Gegnern. Also der Typ ist echt weit davon entfernt, um irgendwas im Spiel zu können. Ich bin jetzt dran, ne? Ja. Lassen ja auch gar nichts anderes. Nee, du denkst nach hinten. So, Zeit. Alter, bist ja wirklich ein bist ja wirklich ein Feuerwehrmann. Vamos! Junge, ich bin der beste Egon im Spieler mit Bowler. Oh, das bin ich. Na, du bist der beste Egon im Morgenspieler, das ist was anderes. Das wollte ich gerade sagen. Das ist Egon im Eisgrün im Spieler. Es gibt eine Rakete, soll ich eine Rakete nehmen? Ey, ich bin nicht da, ich kann es nicht sehen. Ja, da bist du halt nicht da, ist nicht mein Problem. Na cool, ho. Ich würde sagen. Ja. Okay. Was haben wir genommen? Rakete. Oh Gott. Warum nicht Egolum? Ach, den gibt's ja auch noch. Ja. Digga, du Baiter! Du nervst! Du nervst dein Bait! Junge, guck dir den dreckigen an, Alter! Ja, jetzt hab ich nicht aufgepasst! Ja, richtig. Okay, ich hab nicht da. Jetzt hab ich die Klinge auf und Lightning munter! Also, Digga, ja, ja, let's go! Jetzt hab ich mich selbst Ja, hast du Instagramer! Aber ist okay, der Gegner macht das ja auch nicht den Kompetenzen-Eindruck. Regeln sind, wir picken immer die erste Karten hier jeweils und die zwei letzten. Den Rest davon selbst entscheiden. Klar! Ja, zack, boom! Fuck! Manchmal bin ich doch einfach zu schlau für mich selbst, das stört. Irgendwie hast du gute Karten, so. Weißt du? Achso! Ja, Tatsache. Ich wollte doch so einen Miner oder so, dann hätte ich eigentlich dann bin ich schon fertig mit meinem Leben, so. Ja, du gewinnst das. Aber ich habe keinen Miner. Ich will nicht einfach das gleiche wie ein Miner. Yes. Ja, so das gleiche in Gelb. Weißt du, kriegst du noch einen Ego-Lum ins Deck, ne? Ja. Ja, ich bin bereit. Er hat extra den Bombenturm genommen, weil er wusste, ich muss den Ego-Lum nehmen. Ja, stimmt. Adam the Wasp braucht noch irgendwie eine Win-Condition jetzt. Und noch irgendwas gegen Queen oder so. Und Giant Skelly vielleicht. Und noch Hoggies oder sowas. Komm, Adam the Boss. Auf jeden Fall sagen, Ego-Lum, was mit Sepp? Boah, vielleicht. Ich würde auf jeden Fall Ego-Lum, 100%. Ja, Ego-Lum. Okay. Ich würde sagen, Ego-Lum okay. selbst komplett used, oder? Oder? Nein. Ja, doch, oder? Ja, Sepp? Doch. Sepp, das ist kacke. Was mit Dark Prince? Sepp, wir nehmen keinen Dark Prince. Ey, ich dachte, wenn ich so ganz nett frage, so mit dem Augenzwinkern. Vielleicht meine Hose aufmache. Ja. Das einzige Gute, Sepp gut ist, ist halt irgendwie so einen Prince Charge aufzuhalten, vielleicht. So hast du. So, klar. Nein, für Spell Damage. Yes, Dark Prince, Arschloch. Was ist. Bruder, er hat nichts gegen Queen so wirklich. Bro, aber Dark Prince war gut. Dark Prince ist gut gegen Egolum und gegen. Der hat dann auch was gegen, wie heißt es? Gegen. Will. Ja, mal gucken. Deswegen ist er irgendwie nichts gegen Kobolde. Und nichts gegen Seppis. Und ich ficken ihn beide komplett. Und Queen fickt ihn auch irgendwie. Ja, weiß nicht. Er hat Arsch gedraftet. So, Dark Prince. Komm! Die Seppis sind gottlos broken gegen ihn. Ja, ja, dieses Ding habe ich hier auch gedraftet. Ja, ja. Aber ja, ja. Ich hätte nochmal zurückkommen. Klar. Hoggies. Ja, Hoggies sind aber ganz nice. Ja, ja. Los, Adam, wir glauben an dich. Da! Ah. Ja, du hast genügend normales Deck. Digga. So, wenn der Ego noch nicht in der Deck wäre, hättest du ein normales Deck gespielt. Das ist stimmt, ich habe ein ganz normales Deck. Opi Morton hat nichts, Digga. Opi Morton hat nichts gegen Hoggies, richtig. Den hat er sie ja genommen, hä? Hä? Verloren. Wie verloren? Ich hab ihn verloren! Ich war's verloren, das hab ich nicht verloren. Ich hab nichts gegen verloren, ich hab doch nichts dagegen jetzt. Es hat ein bisschen Damage so. Wie sieht's aus? Ja, sieht extrem gut aus. Aber nicht für mich. Das wollte ich gerade sagen, sieht ja wirklich sehr, sehr gut aus. Digga, ich geh jetzt einfach so rein. Wie jetzt mit Ego-Lum? Ich muss irgendwie jetzt hier Pressure machen in die Tesha. Kann er bitte? Pressure in die Tesha. Bro, wo ist der Bombenturm so broken? Er hat sich eingefotet. Oh. Digga, er ist der Beste! Oh. Ja, ich spiel gegen Adam the Boss und er ist wirklich der Boss.
Egal, Steffi ist bereit, zack. Er ist der Beste. Komm, Adam. Wir glauben an dich. Hab doch Mörder. Du hast Lightning, wir können ja mal Lightning zücken auf Lock. Jo. Jo. Ja, auf Lock zücken. Klar. Beide zeigen. Auf Lock, Lock zücken. Was heißt ein Bombenturm? Ich wollte den Save anders spielen, aber konnte nicht, weil er blöd war. So. Safe. Aua, die Queen. Autsch, Autsch. Okay, ist Zap. Und zündest du nicht? Wie schlecht. So. Wie schlecht. Manchmal vergesse ich das, dass ich dumm bin. Oh. Kann er da so Lockpfeile auf die Zappies machen? Ja, kann er. Pfeile, los. Was für Arrows, Mann. Junge, er fängt an wegzubrechen. Nein. Ich hoffe nein. Er macht das ganz solide. Ich bin nur kein Fan von seinem Bomben, wie erstmal. Der Bomben platziert er immer wie so ein Dulli. Aber es ist gut. Hat den Bomben wieder. Okay, wieder Zap. Wieder Pfeile oder Holz? Jetzt gute Aeros, gute Aeros. Och Mann! Ja, das war doch der Mensch. Lightning. Aua! Aua! Echt Lightning Lock Pfeile schon? Ja. Musst du irgendwie jetzt den All-In-Ego dann pushen? Ja, Digga, was soll ich machen? Ego ist da rein, aber zack, Queen, der ist rein! Ey, Bomben war Prince Cold, geil. Mit Holz. Ich spiele gerade noch wieder übelste Pussy-Hacker. Was? Oh mein Gott. Hey, du hast die Rocket nicht getroffen. Ja, was ist nicht getroffen? Ich hab sie predicted. Das war's. Oh, ich hab was gewonnen! Digga, der war nicht schlecht. Der war echt gut, okay. Der erste, der raus ist, jetzt wird das entweder du bist schon mal letzter oder wir spielen um den letzten. Ja, okay, was ist denn dir passiert? Ich geh rein. Darauf erstmal die Truhe öffnen. Darauf die Truhe öffnen. Eine Legendary, leider. Bevor wir gehen rein, weg spielen. Wo ist der E-Golem? Es ist kein E-Golem da, oder? Zetsch. Es gibt doch keine Rocket, kein E-Golem da. Aber vielleicht. Pumpe. Wenn wir pumpen, dann kann Pixeln keinen Aufkrieg nehmen. Aber ist okay, dann kann jeder einen Poison nehmen. Pumpe. Ja, Pumpe. Pumpe. Gehen Pumpe. Ja! Ich habe den Ego-Logo geskippt. Ja, egal, nehmen wir am Ende noch. Ah, da war doch ein Ego-Logo. Hä, warum sehe ich den nicht? Egal, ich hab dir vertraut, du Nutten. Selber, wir gehen einfach irgendwo am Ende. Ist nicht so schlimm. Egal, ja, alles gut, entspann dich. Da hat sich Papa Smith so früh gefreut. Spaß, El Knechto ist. Ja! Digga, nee, was ist das denn? Oder El Knechto? Nee. Ja. Nee, das gibt's nicht. Ja! Er nimmt einfach Ego-Limb. Das ist das. Bro, ich wollte gerade sagen, wenn er ein Knecht ist, nimmt er ihn weg und er ist halt wirklich Ekknecht. Ich hab ihn so gedodged. Und er nimmt Pfeile Snowball. Ohne Sinn, was? Hä? Ich hab ihn so gedodged. Mir will einer erzählen, dass das heute nicht. Das gewonnen. Ja, das, nee, also. Mir will jemand erzählen, dass das hier nicht rigged ist, Digga. Ich geh erstmal fett kacken. Bro, hä? Das Like Chat ist krass. Oh mein Gott, wer ist er denn? Ich versteh's nicht. Nee. Und wir haben den Ego-Golem übersehen und der Gegner nimmt den Ego-Golem. So geil einfach. Weißt du, es nimmt auch niemand den Ego-Golem. Man nimmt den Fernand vom Weg, weil der extra irgendwie verlieren oder so. Er nimmt die schlechtesten Drafts, die er nehmen kann, theoretisch. Also wirklich. Ach, so geil einfach. Wer ist er? Er nimmt die schlechtesten Picks. Mensch. Das ist geisteskrank. Das ist echt brutal. Nur so nichts gegen die Pumpe, so juckt ihn auch gar nicht. Nee, juckt ihn ehrlich nicht. Oh Gott. Okay, Knecht, du kannst das, weiß nicht, du kannst das irgendwie knicken, so. Poison, okay. Er kann das eigentlich wegwerfen, wo ist sober. Das hat er verdrachtet. Ich habe noch zwei Karten von euch. Ja, ich glaube, wir können das nicht mehr so vermiesen, wirklich. Wie wäre es denn einmal mit einem Skellies? Ja. Skellies, ja. Boah, keine Ahnung, Mann. Bin wieder zurück. Einmal noch Princess oder so. Ja, eine Princess. Okay. Hm. Ich habe ja keine Win Condition, ne? Ja. Digga, was macht der Gegner da eigentlich gerade? Ja, das größte Mülldeck der Welt. Er hat Ego-Limb Inferno und schon Graveyard gebaut, hä? Digga, so.
der wird. Je nachdem, der wird. Lieben wir. Aber das kannst du dir nicht ausdenken. Er hat einfach E-Golem genommen. Vor allem nicht so am Ende, so wenn sein Deck irgendwie Sinn macht, einfach am Anfang. Und er macht doch nichts. Er liegt. Ich meine, wenn einer eine Pumpe spielt, dann sollte man immer liegen. Damit der Gegner noch das nächste Übersprung hat. Smart. Ah, ich weiß nicht, ob wir Princess hätten nehmen sollen. Egal, jetzt zu spielen. Und immer Prinz Brücke Chip. Aber Bruder, ey, Knecht, du bist auch ein Knecht. Was hat er gemacht? Der hat Grund geholt mit seinem Draft. Was macht der? Ey! Brücke ohne Grund. Was ist das? Mag das. Digga, es ist Damage. Ich hab dagegen gerade nichts irgendwie. Wie jetzt? So, was funktioniert einfach. Was ist halt auf der anderen Seite? Ja gut, der hat verloren, oder? Was macht der jetzt? Ich kann das also nicht mehr. Ja, hat verloren, geil. Kannst nicht treffen. Ja, der Knechte, what the f***? Knechte, was wirklich, also... Er hat einfach E-Golem genommen. Ist er selbst schuld, dass er verliert. Ja, geil. Ich wollte hier letzter werden, weil irgendwelche Leute hier bezahlt werden. Der E-Golem, geil. Imagine. Ja, ey, Knechte, du kannst mein... Das ist so dumm. Digga, ich hasse es, Junge. Er ist so dämlich. Ich spiele gegen ihn. Kann er überhaupt bei so viel Siegen sein? Ah, Digga, mein Rücken. Ich sterbe gerade. Der Elixier-Golem darf nicht unterschätzt werden. Die Mini-Golems sind ziemlich schnell. Oh, tut mir leid. Oh, stimmt, der hat recht. Okay, jetzt haben wir ihn stechen. Okay. Was? Jetzt haben wir ihn stechen. Also, so war. Jetzt, wir machen weiter, wir beide, oder? Ja, ja. Ja, ja, okay. Ich gehe rein. Wollen wir schon picken? Hallo? Ich gehe rein. Dann Morten. Was? Bist du noch dabei mit picken? Ich bin noch dabei, Digga. Okay. Ich bin drin, ich hab First Pick. Lass dich noch eine Stunde geht, Digga. Das hoffen wir mal nicht. Was soll ich nehmen, Leute? Was mit der klassischen Rakete? Rakete, das ist ein Golem. Ja. Das ist echt so ein 1 dabei garantiert gefühlt. Gut, Tommy. Wir sind gerade auf Gold. Boah. Ja, wir nehmen Log und Firecracker. Da sehe ich mich. Machen wir jetzt hier so ein geiles Control-Deck. Bin ich gespannt. Meiner. Auf jeden Fall mag ich meine. Das Ding ist, ich brauche eigentlich noch was gegen Loon, weil wenn der Loon. Wobei ich habe Locket, ist okay. Ja, wir nehmen mal noch. Darts. Das Ding ist, sie geben ja auch selbst keine Wincon, aber soll ich jetzt eine Wincon nehmen? Klar. Klar. Das ist die Frage jetzt. Das gefällt mir irgendwie alles nicht. Wie geht's um Booster Hack? Ernst? Hat er echt. Was picken wir ihm? Sagen wir gleich, wenn er es mal genommen hat. Ihm mit einem Hawk. So, was darf ich nehmen, Leute? Bedankt Zepp auf jeden Fall. Zepp, hast du sagen? Ja, okay. Zack, komplett rein. Ah, ich wollte erst, ja. Ich würde die Q sagen, aber jetzt hat der Hawk. Was für Empire, vielen Dank. Ich denke, Empire wird sogar sehr freuen. Dankeschön. Scheiße, schon wieder. Kanone. Wir geben ihm auf jeden Fall nicht die Q. Nee. Wir geben ihm auch keine Skelette. Boah. Oh Gott. Ballon. Ojo. Ist gerade komplett. Ich hab doch komplett verloren, oder nicht? Was ist mit. Barbs oder so? Oder. Skelette vielleicht doch Skelette? Ja, wir nehmen Skelette. Skelette. Hat halt ein Cycle-Deck jetzt, ne? Also sein ja, Deck ist. Egal. Sein Deck ist zwar relativ gut, aber ich. Oh. Das gab's keine ist, schlechten ich Karten. Oh, der hat 22er Finish. 22er Finish, ernst? Ja, das könnte jetzt brechen. Muss halt doch in der Lage sein, mit Kanone das mal drauf zu defenden oder nicht. Das gerade wären wir ja so 22er Finish auf eBay. Mighty zum Glück kaum stark.
Ja, irgendwie ist es nicht so geil. Oh, ich habe jetzt gegen so Karre und so. Ist echt nicht ein Cycle jetzt. Oh. Der WM. Ja, aber du lässt das doch. Was geht dir jetzt? Das ist Sam. Digga, das war gar nicht so schlecht. Ja, irgendwann so wird mich noch auch chippen mit seinem Boon. Dann müsste mal 6 die Rocket drauf machen. Ich würde das auch. Wenn er meiner macht, dann muss ich ihn immer noch werfen. Die wäre gut gewesen für ihn. Hätte ich schon Spark hätten wir ihm geben können. Weiß nicht. Spargi kannst du immer noch so irgendwie random Games gewinnen. All eure besten Finishes zusammen sind nur noch besser als das vom Gegner, stimmt. Oh, Ehre. Hawk vielleicht. Hm. Der Gegner hat als letzte Karten. Was hat er als letzte 2 Karten gehabt? Der hat noch Kanone. Mhm. Und noch eine Karte. So geil. Das heißt, der Karte steht. Meiner? Digga, meiner Bruder, das muss er doch gewinnen. Dann gewinnt er doch jetzt einfach mit Loon und Dings. Loon meiner, das kann Sam gleich verteidigen. Die Rakete ist halt komplett. Sepp, reicht Sepp Rakete? Nee. Digga, und jetzt wenn, Digga. Def, Bomb, genau. Ja, das sind 8 Leaks hier. Auf dem Doom. Boah, das war jetzt sehr aggressiv. Oh, jetzt kracht's, Mann. Digga! Ist halt krass, dass das nicht hinbekommen hat, den Kingdor zu aktivieren, das ja. Gut gespielt, krass. Warum hat er den King Tower bisher nicht aktiviert? Sam, was kommt bei dem Tunnel, Alter? Redet gar kein Wort mehr. Gegner kannst du aber immer noch gewinnen. Gerade jetzt. Na, ja, nein. Digga, wenn er das die ganze Zeit einfach machen würde, einfach die ganze Zeit meiner Loon. Er würde immer Damage bekommen. Ja. Vielleicht noch mit Outcyclen oder so. Digga, ja. Hey. Bro. Zünd! Digga, der Poison Spell, Bruder. Was macht der denn? Wie hat der einen 22er Finish? Er hat Safe Account gepusht oder so. Schön. Ja, Digga, also das hast du komplett. Ja, vamos, oh Leute, let's Gott. Go! GG! Okay, ich gehe rein, ich nehme mein Schicksal an. Ich nehme mein Schicksal in Kauf. Digga, wenn du jetzt gegen so ein Vollbot spielst, dann kracht's. Dann kracht's wirklich. Ach, der gleiche. Der gleiche, okay. Aber. Okay. Ich bin noch nicht. Ja, du wirst Golem nehmen müssen, Wixman. Ich glaube, bei dir kracht's ein bisschen mehr. Ja. Bei dir kracht's ein bisschen mehr als bei mir. Lauf mit Domi. Golem? Jo. Ja, Golem. Digga, viel Spaß. Golem Neo, ja, ist schon mal nicht schlecht. Ein Zogolnheit, Electro Dragon, könnte krachen. Da kracht gar nichts, Alter. Mann, oh, danke dir für den Resub. Einfach Kilian. Damn, he was shit. Gotta be bought account. My god, stop hating. Ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Golem Deck. Mhm. Ja, aber ja. Die Heilerin fehlt, hä? Egal, Digga. Der hat Bomb da, was soll ich machen? Baut ey, Knecht das Deck. Agri, kannst du auch ein Knecht das Deck zu bauen? Wieso nimmt der Ritter? Mini-Packer, hä? Da braucht er auf jeden Fall irgendwie Mini-Tanks anscheinend. Seppi sind doch komplett broken, oder nicht?
Junge, das Ding ist, no joke, dein Deck ist eigentlich gut. Ja, aber fehlt der Rage, mir fehlt jetzt der Heilung. Jetzt können wir nochmal reinkrachen. Und jetzt kracht's, genau, jetzt kracht's halt. Das ist das große Problem. Boah, ich sehe dich, glaube ich, bei einem X-Bogen eventuell. Ja, sehe ich dich auch. Ja, oder? Ja, nimm X-Bogen. Das ist jetzt so hässlich. Klar. Was nehmen wir noch? Ist gar nicht. E-Spirit? Ja, ich würde sagen E-Spirit. Der elektronische Geist. Das ist ja ein richtig geiles Deck. Aber warte mal, ich habe Barrel aber genommen. So, E-Spirit ist nicht gleich gegen Goblin Barrel immerhin. Das ist ja cool. Ob das Schlechteres? Ich glaube, wir hätten vielleicht auch irgendwo so auf ein Gebäude gehen können. Ich habe ja auch nicht gedacht, dass er Dinger nimmt. Ich hätte nicht gedacht, dass er ein Kobold was nimmt, dazu in Korn. Ist der gleiche, oder? Ja. X-Bogen, das kracht halt. Ja, das Ding ist kein Spell, oder? Was? Er hat keinen großen Spell, kann das sein? Heißt das nicht sogar, dass defensive X-Bogen ganz nice ist? Oh, der Nado, heavy OP. Heavy broken. Hat er nicht noch Bomb Tower? Ja. Bin ich ehrlich? Ich glaub, Bixum kommt irgendwann durch mit dem Egolum. Hat irgendwie nichts gegen Electro Dragon, kann das sein, außer Mask? Oh, die reicht. Das Ding ist halt no joke, der X-Bogen ist actually nicht so bad. Der ist richtig bad. Der ist richtig bad, großer. Der ist richtig bad. Wieso machen wir kein Nado? Ich hab nichts, hä? Was soll ich machen, Junge? Ich hab kein Nado im Cycle, großer. Hä? Ist ja zu rein. Digga, deine Kost ist so schlecht, du nervst mich. War was? Der X-Bogen ist ja echt gut, ja, stimmt. Der war ja richtig gut. Was für Lano? Das ist wirklich der Bruch, Digga. Alles, was Sam sagt, ist wirklich das Gegenteil der Fall. Ops. X-Bogen hat die Schnauze ungelackt. Die Schnauze angelackt. Egal, du gewinnst es noch. Egal, du machst einen Elektro-Dagen und Push mit Goldenheit und so gewinnst dann. Oh, es ist die gute Spiel, der Flo ist verteidigt. In gleich so ein Goldenheit, Nado und so, zack, boom, dann kracht's ja nicht. Schenk, ja, wo kracht's denn hier? Hallo! Oh, wobei. Guck, bam, bam, bam! Alter, das kracht wirklich. Kracht halt for real. Doppel Elektro, dann kann ich. Echt, ja. Okay, was passiert, Digga? Ist kracht. Hilfe, Digga, verliert. Hilfe, die Chain! Nein, Easy choked! Das kracht halt wirklich, Digga. Ich ging Ich hab doch gesagt, das kracht, Mann. Nein. Ich glaube, Free Count ihn sogar mit dem Push. Ja, kann sein. Weil er jetzt noch alles in die Waagschale wirft, der Trottel. Seitdem ich es. Oh mein Gott. Triple Electro Dragon, das kracht komplett. Ja, Bro, das war's doch, oder nicht? Ah, warte. Und dann Mika Carriage. Oh, was? Alles überlebt mit einer. Geil! Ja! Junge! Wie ist der Wirt? Wichtig! Junge! Das ist Let's go! Oh mein Gott! Opi Sam geht wieder rein! Okay, reiner Sam. Digga, was ist das für eine Challenge? Das ist gerade gar nicht, er kriegt das easy verteidigt. Deine Kreuz war trotzdem bis so. Schlecht. Was nehme ich? Digga, das geht halt nichts. X-Bow. X-Bow gegen Earthquake. Aber es gibt halt Tesla, Holz, Feuerball. Ja, aber ein Earthquake, Kanonkarre. Ja, okay, es geht Earthquake, stimmt. AG. Meiner. X-Bow gegen Earthquake ist schon direkt useless, nice. Auch richtig. Ach, fuck, man, er nimmt Holz auch noch. Ja, es ist doch over, oder nicht? Richtig, richtig. Es ist doch jetzt schon over, oder nicht? Ja, es kann. Wenn wir beide jetzt drei Niederlagen holen, dann gibt Ball einfach zwei an jeden. Mhm. Dann teilen wir zum ersten. Talia, Kuss in den vierten. Tom und Erhalte für den Abend. Kuss in den vierten. Vielen Dank für den Support. Genauso wie ich das höre. Dankeschön. Sehr, sehr geil. In der Tat.
Ja, keine Ahnung. Einfach keine Ahnung. Das der Locke-Picker war sehr wichtig. Das ist so schlecht, das ist so. Das ist wirklich bottomless, Alter. Das ist. Ich weiß nicht, das ist der Verlust. Stell dich mal vor, Wichsel wäre eine Eule. Er würde uns hier nur noch Uhu sagen. Oh. Ja, danke für den Beitrag. Geil. Wirklich, vielen Dank. Also, Digga. Also, bei mir kracht's halt auch komplett. Das ist wirklich so schrecklich. Also, dein Deck ist so. Sein Deck ist einfach komplett.